Einen herzlichen guten Abend, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Mit dabei ist heute der Marius. Ja, hallo. Sag mal, gehst du auch gerade in die Knie? Ja, natürlich. Das sieht so aus, als würdest du einmal in den Boden reinbacken. Das ist schon mal, das ist schon mal vielversprechende Qualität. Und deine Hände sind weg, wenn ich irgendwie komisch guck. Alter. Das Spiel ist fertig, ja. Das ist RLO 4.0, by the way. Wir sind schon drauf, Leute, wie ihr sehen könnt. Und heute arbeiten wir als echte, wie heißt das überhaupt, sind wir Einweiser? Flugzeugabfertiger. Flugzeugabfertiger, ja! Und wer es nicht wusste, wuppelt auch sehr gerne im Shop vorbei. Im 25. Türchen gibt es nämlich die Heldentasse. Ja, wuppelt vorbei, gibt coole neue Sachen seit heute. Wichtig. Wichtig, richtig. Seit heute? Ja, okay. Die Xmas Edition ist jetzt draußen, also die Christmas Edition. Geil. Also du bekommst du deinen Adventskalender. Und Adventskalender, wichtig und richtig. Adventskalender gibt's und die Christmas Edition von mir. Genau. Ja, toll. Kauft euch beides. Kauft euch beides. Schnell, bevor alles ausverkauft ist. Genau. So, jetzt aber. Starten wir durch. Und bitte auch abonnieren und Glocke aktivieren, das würde mich sehr freuen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ey, aber die Lizenzen für Airbus haben sie schon, gell? Schau mal, Airbus A320, das haben sie schon. Ja, ja. Also, Leute, wer bei mir dabei ist, ich habe ein paar Mods drin für so reale Airlines. Ja, ich nicht, weil man weiß ja nie, aber die Lizenz haben sie dafür. Ey, wie er reinscheißt, ey, da hinten steht der deutsche Regierungs A320 von der Luftwaffe, genau hier in Key West. Oh, den sicher war auch. Hä, warum kann ich den sehen? Was, ist das ein Mod, oder? Ja. Aber ich sehe den auch. Was ist denn hier das erste bei dir? Ist das ein Spirit? So eine gelbe? Nein. Okay. Warte, wie meint das an? Ach ja. Steig mal ein bei mir. Boah, Alter. Ja. So. Das geht pass ja voll auf, ab. Boah, ist das laut. Jetzt kannst du hier im Tablet gucken. Was wir machen müssen. Am Tablet gucken. Wo denn? Ja. Mit Tab. Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe sehe ich da. Krass. Genau. Schöner Airbus A320 Neo. Okay. Krass. So, wie mache ich das Tablet auf? Mit Tab. Achso, Tab wie Tablet, okay. Und was mache ich da jetzt? Jetzt kannst du bei Betrieb gucken. Oh ne. Was wir machen, was wir machen müssen, Alter. Ja, in die Hutchen. Ja, okay, jetzt stehen wir. Gut. Sehr schön. St. Petersburg ist angekommen. Landung um 15.04 Uhr. Wir haben jetzt im Spiel 14.49. Ja. Okay. So, und wir haben Abflüge 14.59. Das heißt, ich werde jetzt die Uhrzeit ein bisschen zurückstellen. Okay, wie kann man das umstellen? Aber man kann Wetter einstellen. Okay, cool. Ja. Ach so, Weil wir haben jetzt hier zwei Abflüge. Und jetzt habe ich die Uhrzeit ein bisschen vorgestellt, dass wir pünktlich sind, ne? Super. Wie bist du natürlich pünktlich? Ja. So. Was haben wir denn hier auf Position 7? Die geht als erstes. Ich nehme mal mein Hütchen mit. Position 7 ist der gelbe hier. Warte. Ja, kannst du mein Hütchen mitnehmen? So, Hütchen sind richtig und wichtig. Ja, es gibt eine Steam-Errungenschaft, wenn du da von einem in den Frachtraum packst. Das werde ich gleich machen. Kann ich die einfach mitnehmen, die Hütchen so? Oder fallen die runter? Ja, hat das Spiel Physik? Ja, schon ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut. Die sind direkt unten. Okay, eins mich mit. Oder auch nicht. Alter, ist das laut, das Karren-Ding. Also welchen fertigen wir zuerst ab? Den gelben. Also ich sehe den gelben nicht. Soll ich vielleicht dein Screen mehr aufrufen? Meinst du das hier links neben mir? Ja, genau. Das ist bei mir ein Airbus A320. 20 von Werkslackierung, denke ich mal, ne? Okay, cool, ja. Gut. Und wie starten wir durch? Also du kennst dich ja besser aus, ich kenne mich da nicht so aus, also ich bin kein Flugzeugprofi, wie man den abfertigt. Ja, du hast jetzt im Tab Aufgaben. Petersburg Aufgaben? Ja. Sichere den Bereich des Flugzeugs herum am Standplatz. Stelle die Hütchen auf, platziere Unterlegkeile, setze den Bypass-Pin ein. Sehe ich das richtig? Du bist schon beim Gelben auf Position 1D, ne? Ach so, 1D, Entschuldigung. Nee, sorry, bei D. So. Ja. Da habe ich aber als erstes verbinde die GPU. Habe ich jetzt auch, verbinde die GPU, genau. Ich hätte jetzt verstanden, weißt du, was ich verstanden habe unter GPU? Die Grafikkarte verbinden. Ich dachte mir gerade, meine Grafikkarte geht nicht. Verstehst du? Ja. Das ist, GPU. Ey, kann ich mitfahren? Super. Ist Strom. Round Power Unit.
Ach so, die Power Unit ist. Aber das ist aber falsch, was du machst, oder? Oder müssen wir rein? Wir können nicht rein. Ich platziere die nur schon mal hier, damit wir Zeit haben. Weil man kann nicht ins Flugzeug rein? Nein, leider. Noch nicht, noch nicht. Treppe muss angebracht sein, ist nicht angebracht. Ja, genau, weil wir müssen die Aufgaben nach der Reihenfolge machen. Oh, ich schäme mich. Wir müssen erstmal Strom holen. Okay, wir brauchen den Strom. Jungs, wo ist denn der Strom? Der Strom ist, ja. Ja, wir machen's unrealistisch, komm. Hä, warum unrealistisch? Ja, weil dieses Ding hier. Ja? Dieses Ding hier, ne? Ah! Wenn du hier einmal guckst, hier steht DC-Output. Das ist Gleichstrom. Das ist für kleinere Flugzeuge. Für so Propellerflugzeuge. Und wir schließen das einfach an diesem fetten Airbus an und hoffen, dass es funktioniert. Und wenn der Flieger abstürzt, ist nicht unsere Schuld oder so, ne? Ja, das machen wir. Warte, dann hole ich einfach das Gerät an das Anhänger, gell? Genau. Wir machen es einfach so, wie man es nicht machen soll. Ja, vor allen Dingen, ich habe das geschrieben. Ich komme, rückwärts, geht ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Warte, wir kriegen das hin. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Oh, Digga, du hast es kaputt gefahren. Na, hab ich nicht. Fertig. Ja, natürlich, guck mal. Hä, wo denn? Natürlich, Das ist doch nicht kaputt, das kann man noch anbauen. Hä, das ist doch nicht kaputt? Schau, ich zieh den einfach, guck. Siehst du? Nichts ist kaputt. Wir ziehen den einfach. So, jetzt tun wir den. Jetzt tun wir den. Wir machen einen Rückwärtsgang rein, und los geht's. Ist schon verbunden, Abfahrt. Siehst du? Von wegen kaputt, Alter, ich bin doch Profi. So, jetzt stellst du das links vorne ab, bitte. Stell mal hin hier. Hier einfach? Ja, genau so. Okay. So, jetzt kommst du hier auf meine Seite. Ja. Auf die andere. Jetzt nimmst du mit F das Kabel. Mit F? Ja. F wie Flugzeug, wo ist denn das Kabel? Ist das nicht? Hier vorne. Nee, das ist hier. Ja, aber das ist die andere Seite. Ist mir egal, wir machen es richtig. So, und wohin? Okay. Hier unten reinstecken einfach? Ja, genau, ganz fest und bitte richtig rum. In Arsch. So, passt, ist drin. So, pass auf. Und jetzt schmeißt du das Ding an. Okay, ich krieg das hin. Ja, ich helfe dir nicht. Oh, nein, du hilfst mir nicht. Ich mach das. Und jetzt benutze ich den Emo. Jetzt ist das Flugzeug jetzt depressiv eigentlich, oder? Ja. Okay. Und jetzt drücke ich nochmal hier drauf. Jetzt drücke ich hier drauf. Ja. Engine Start. Ich bleib länger drauf. Ja, weil es ist ein Diesel. Sehr schön. Und jetzt läuft's, oder? Jetzt bin ich fertig. Naja, ein Knopf fehlt noch. Hier. Run. Achso, DC Output. Ja, er hat's geschafft. Ja. Ich kenne mich aus. So. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mit dem Ding hier losfahren? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Funktioniert das? Oder bleib ich hier stehen? Ich hab's tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich muss mal probieren, was passiert. Da haben sie irgendwas dran gepatcht, das weiß ich. Das geht nicht, ich komm nicht weg mit dem Ding. Aber ich mach grad Burnout. Ja, ich bin hier Flieger rein. Machen wir mal den Motor aus. Das war ganz schön laut hier drin. Ja. So. Ich mach den Sound mal ein bisschen leiser hier, weil ich möchte trotzdem hier noch was hören, aber irgendwie auch nicht. Service beginnen. 80, alles auf 81, passt schon. Geil. Warte, ich lese mal kurz vor, ich bin gleich wieder da. Barb stand für 5 Euro mit Fies. Warum gibt es Flugzeuge, Schwimmwesten statt Fallschirme? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Flugzeug stürzt ab, jeder ist mit dem Fallschirm ober, das wär's ja. Magna Lump, was waren die letzten Worte vom Flugzeugabsturz? Schau mal, ich kann mit meinem Handy die Landeklappen ausfahren. Liebe Grüße an Marius. Warte, Magna Lump hat noch vor, was der Pilot. Ich habe eine gute oder schlechte Nachricht. Die schlechte, wir haben einen Flugzeugentführer an Bord. Die gute, er will nach Hawaii. Das ist eine sehr gute Nachricht. Danke an Führer an Adam, auch für den Euro. Cyanix, danke fürs Zip-Werden. Martin Sprigat, auch danke fürs VP-Werden. Und Martin Sprigat nochmal auf einen Mega-Stream mit dem Best der Community. Alter, das geht. Leute, da geht Herz raus, Leute. Das alle auf jeden Fall liken. Da würde mich sehr hart freuen. Marius, soll dir liebe Grüße ausrichten von Martin Alum. Oh, danke schön. Grüße zurück, miau. So, Whittle, du kannst die Tür aufmachen. Ja, die Frage ist, ach, da oben einfach hingehen? Ja, ich habe alles schon vorbereitet. Super. So, und jetzt schiebst du da rein. Jetzt schiebst du hier links und rechts die Barrieren. Hier. Genau, einfach reinhämmern. Okay, einfach reinhämmern, das Ding, okay. Und auch hier sehr schön zu sehen, das gute Boeing-Cockpit, das haben wir schon gefixt. Also sehe ich, aber wir können hier nicht reingehen? Nein.
Boah, ist das assi, Alter. Ich möchte hier reingehen und Leute anmaulen, die da rein, die hier landen oder so. Die sind gerade gelandet, oder? Ne, ich glaube nicht. Ach so. Okay. So, aber jetzt müssen die Willis schon da rauskommen aus dem Terminal. Ach, sind das die hier oben? Ja, genau die. So, jetzt da kommen sie wirklich. Guten Tag, die Dame. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Zollkontrolle. Zollkontrolle. Stehen bleiben. Hallo, hallo. Ne, sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen. Zollkontrolle. Zollkontrolle. So, die Dame. Ich mache an Ihnen eine Zollkontrolle. Wie ich sehe, haben Sie etwas mitgebracht. Haben Sie den Armreifen verzollt? Der sieht nämlich nach purem Silber aus. Ja, den müssen Sie mich verzollen. Du, ich habe da eine, die müsste ins Gefängnis. Ja, ich lasse sie nicht ins Flugzeug. Du hast das schon mal weißt. Welche? Ich fahre so um. Ich hab sie hier vor mir. Ich halte sie gerade auf. Ist das das kleine Mädchen? Oh, hallo. Das ist das Mädel hier vorne mit dem schwarzen T-Shirt. Die kommt nicht weiter. Wo sind die denn hin? Die hat ihren Armreifen nicht verzollt. Aus purem Silber. Die Dame, das wird heute nichts mit dem Flug. Sie müssen da bleiben. Bis sie den Armreifen natürlich verzollt haben bei uns, gell? Schaust denn so blöd. Geh weg, geh weiter. Mein Gott, die Hälfte von denen ist da übergewichtig. Schau mal, die Dame hier, die müssen wir wieder reinbringen. Die hat den Armreifen nicht verzollt. die Filipino-Dame. Die ist weg! Hallo? Die hat sich in Luft aufgelöst! Ich schwöre, safe jetzt schaffen wir jetzt die Mission nicht. Einfach weggebackt. Ja, die hat sich gerade in Luft aufgelöst wegen mir. Ja, gut, ja dann. Wenn's ja, so das ist. Ich hab sie gefahren. Ja, passt schon. Ich geh jetzt direkt dessen. Das wäre einmal wirklich passiert, ne? Achso, die verschwinden insgesamt da drin on board. Ich verstehe. Ach, der hat ja sicher so einen Timer, ne? Der einfach abläuft, dass die einfach despawnen. Ich verstehe schon. Kann ich das Gerät jetzt ausschalten? Welches? Ja, dieses Generatorteil. Nee. Ach so, was passiert, wenn ich das mache? Dann störst du die Piloten in ihrer Vorbereitung. Du kannst aber so einen zweiten Gepäckwagen holen und vorne zum Cargo fahren. Oh, ja, ich hole einen Gepäckwagen. Packwagen, oder? Ja, hier Officer Fox Förderband. Ach, das Ding, so ein Förderbandauto. Okay, weiß schon. Den Officer Fox hole ich. Passt. Bin da. Auf die andere Seite. Angel Lady, herzlich willkommen hier. Muss ich nämlich auf die andere Seite fahren? Warte. Hier. Nee, hier vorne hin. Achso, okay. Ich kenne mich ja nie so aus, so mit dem ganzen Stuff. Ich wollte gerade sagen, beim Flugzeug ist es immer so, rechte Seite, Flugrichtung, ist immer Service und linke Seite ist Passagiere. Ah, die sind so konzipiert worden oder so. Ja. Das habe ich noch nie gesehen irgendwie. Und Flugzeuge haben nur Rechtstüren wegen Notausgängen. Ist das richtig, was ich mache? Wie hoch muss ich das Ding machen? Ja, warte, fahr erstmal zurück. Ich zeig dir jetzt, wie du die Tür aufmachst. Achso, warte, ja, dann steig ich mal aus. Und das ist halt wirklich 1:1 im Real Life so, ne? Okay, jetzt kommt's. So, pass auf. Du, genau. So, aber F-drücken, wie in Real Life. Und dann, genau, und ja. Und dann musst du vor allen Dingen ein Stück zurückgehen, weil die Tür kommt jetzt so einen halben Meter entgegen. Ich krieg die irgendwie halt, warte. Au! Das ist halt wirklich so. Hallo! Okay. Ja, die irgendwie geht's nicht bei mir. Ich weiß nicht, ich drück die ganze Zeit. Oder machst du sie mal auf und ich mach sie zu. Nein! Hä? Einmal F. Ich mach F. Ach, das Spiel ist fertig. Ach nee, warte, never mind. Ich drück öffnen die ganze Zeit und schließen gleichzeitig oder so. Nee, funktioniert bei mir nicht. Das ist beides auf einer Taste. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist, aber ich nehme mal meine Kopfhörer ab. Vielleicht höre ich dann besser. Mach mal. Warte mal, stell dich mal hier drunter. Ich stell mich mal hier hin. Und nein, drück mal. Irgendwas piepst da, was ist los hier? Ah, okay. Stell dich mal hier hin und drück E. F. Hoppala, hat sich F gedrückt. E muss ich drücken. Ja. E, ja, hab ich. So. Hebe das Band an, steht jetzt mit E. Hä? Jetzt hebt sich da irgendwas an. Was hebt sich da an? Ist das okay, wenn ich das hier anhebe mit E? Du hebst diesen kleinen Hydraulikhebel an. Ja, so, genau. Pass mal kurz, hör mal kurz auf. Ja, ich hör auf. Ich muss den nur einmal mit F erwischen. Ich hab gar kein Kiel. Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, das ist wieder zurück. Absenken, glaube ich. Wir müssen absenken. Ich finde, ich mache meine Arbeit ganz gut heute. Jetzt kriege ich das aber wieder auf hier. Glaube ich. So.
Nur der möchte echt nicht aufgehen, ne? Er möchte nicht. Der möchte einfach nicht. So, Treppe ist jetzt weg, jetzt müssen wir auf die Reihenfolge achten. Ja, ich meine, wir können einfach auf das Gepäck scheißen, ne? Dann kriegt er halt nie sein Gepäck. Jetzt weiß ich, warum Fluggesellschaften öfters Probleme mit dem Gepäck haben. Das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Die kriegen das Ding nicht auf und sagen dann, ach ja, lass mal es einfach liegen, das Gepäck, das passt schon. Kann doch nicht sein. Warte, ich fass jetzt mal das Ding weg. Vielleicht bin ich daran schuld. Oder ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn wir hier mal ein bisschen, warte, ich hab eine Idee. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen antatschen. Ja, klemmt vielleicht ein bisschen. Klemmt vielleicht das Ding. Wir kriegen das hin. Geh auf! Jetzt hast du mir zugedrückt. Ja, mal probier nochmal. Ich komme mal mit Vollgas um die Ecke. Mal auf. Das ist doch so ein Much, ey. Weiße. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Du Marius, ich glaube, wir haben etwas falsch gemacht. Nein, wir haben nichts falsch gemacht. Jetzt soll ich das so schon erklären, wie wir diese scheiß Cargo-Tür aufgemacht. Ich meine, ich habe es da hinten ja auch aufbekommen. Ja, aber das Ding macht halt, das klemmt halt ein bisschen, weißt du? Sollen wir mit dem Piloten sprechen, ob das so okay ist, wenn wir einfach vorne nicht beladen und nur hinten? Weil oder wir holen so einen Mechaniker, der das macht, weißt du? Ich bin der Mechaniker. Die GPU muss weg. Ah, das ist natürlich das. Was? Nein! Warum nicht? Der Chat hat geschrieben, die GPU muss weg. Ich drück mal auf Emo. Warum nicht? Weil der Airbus dann keinen Strom hat, um das aufzumachen. Ja, ist doch egal. Ist mir doch egal, ob die da oben eine Klima haben oder nicht. Dann sollen die da drin verrecken, aber wir müssen das Ding aufkriegen. Die Klima läuft noch gar nicht. Ach so, ja, dann ist eh egal. Dann lass mal aus, das Ding. Guck's dir. Das musst du doch nur ziehen. Zieh das Ding einfach nur. Ist doch alles gut. Servus, ey. Warte, wir machen das jetzt nochmal. Pass auf, wir kriegen das hin. Wir öffnen das Teil. Ich senke das Ding nochmal. Schau, es funktioniert eh trotzdem. Ja, das ist ja das Ding. Ja, warte, du musst nur ein bisschen weggehen, weil sonst kriegst du auf die Fresse das Teil. Schau, geht doch! Hier, geht doch! Ich hab's aufgemacht. Ja, ich hab einfach das gemacht, was mir der Chat geschrieben hat. Ja, genau, ja. Ja, den Emo habe ich gedrückt, damit er wieder emotional wird, keine Ahnung. Wie macht man das jetzt komplett auf, weißt du das? Fahrt man jetzt einfach ran da, oder? Q und E an dem Panel da. Ah, Q und E, okay. Ah, siehste? Aha. Ja, und das geht eigentlich ohne Bodenstrom nicht, deswegen Bodenstrom. Ja, der hat seinen eigenen Bodenstrom. Ja. Siehste, wir sind ja Spezialisten. Guck dir das an. So und jetzt komme ich mit meiner Ramba und fahre da volle Kanne rein. Genau. Echo Alpha, Servus. Okay, krieg mal hin. Lieber, ja. Sorry, warte. Wir haben's gleich. Gerade. Oh, ich bin drin. Oh, ich glaube, so kriegen wir aber kein Gebäck rein. Oh, da muss ich doch etwas. Das muss ich etwas filigraner machen, das Ganze. Ich schwöre dir danach, die Fluggesellschaft, die feuert mich einfach. So, ein bisschen Retour, ja. Ein bisschen Retour. Spiel Strike, dann Spiel weg. Alter, ich gehe halt mit dem Ding gegen das Flugzeug so richtig ran. Ey, aber jetzt habe ich das schön hingekriegt. Das ist schön so. Guck mal hier. Du kannst mit T und Z schon mal das Band aktivieren. Mit T und Z und wo genau? Auf diesem Gerät? Gerätschaft? Nee, du steigst da ein. T. T, Z. Also T Richtung oder, N und Z. Ah, nee, ja, Y genau. Ist es. Y. Ja, aber das ist ein amerikanisches Spiel. Das läuft noch nicht. Z. Ach so, und Z. Ist, ja, genau. Okay. So! Hol den Schlag ein, wir holen das Gepäck, yo! Oh nee, ich kann da nicht mitfahren, ich bin traurig. Leider nicht. Dann gehen wir mal Gepäck holen für die Jungs und Mädels. So. Danke an HKMerm26 fürs Prime Sub. Der holt sich einfach Prime Sub bei mir auf Twitch. Was ein Ehrenmann. Ja, bei mir werden die auch eingeblendet, die Prime Subs. Alter, sitzt du bei mir noch im Auto drin? Das ist der Objekt. Das ist das falsche Fahrzeug, ne? Nein. Okay. So, angedockt. Können wir eigentlich mehrere andocken? Ja, natürlich. So. Ich hab's doch schon verbunden. Achso, ich wollte mal selber probieren, wie das ist mit dem Verbinden. So, weißt du? Kann ich mitfahren hinten? Fahr mal los. Achso, warte. Ja, hier nochmal. Alter, komm nochmal her hier.
So, jetzt ist verbunden. Fahr mal los. Ja, es funktioniert nicht. Schmutz. Ey, warte, lass mich mit einsteigen. So. Ach, schön. So. Wie, kannst du auf das Tablet zugreifen? Ja, natürlich. Das Tablet sagt, wir müssen, fordere das Gepäck an, indem du das Förderband-Ding nehmen sie ihr Gepäck aus dem Gepäckraum. Ja, ja, da fahre ich jetzt hin und ich kann immer noch nicht rückwärts fahren, weder im Real-Life noch im Spiel. Ich wollte, wie viele Gepäckstücke haben wir? Ach so, warte, das kann man sehen, okay. 0 von 12 und 0 von 11. 12. Also vorne haben wir 12 Gepäckstücke, hinten haben wir 11. Okay, Wilde, hier ist das Band, da komme ich. Ich wollte schon immer mal da reingehen. Wie sieht's denn da drin aus? Dunkel. Nö, es ist eigentlich relativ hell hier drin. Wie bist du da reingekommen? Ja. Hallo! Ich bin's Gepäck. Ja! Ist ja geil, oder? Kommt jetzt gleich der Shiba Inu raus? Da kommt der Shiba Inu raus, nee, aber irgendwie nein, kommt kein Gepäck. Ich stack hier drin. Nein. Nein. Wie? Geh einfach nach unten. Ja. Steuerung drücken. Ich kann hier nicht stehen. Steuerung drücken. Ich drück Steuerung und der sagt, ich kann hier nicht stehen. Ja, cool. Ja, super. Ja, Marius, das macht richtig Spaß mit dir. Also, es war schön. Darf ich die Mission oder dich weiter fortführen? Ja, ich spiele halt Gepäck hier. Okay, ja, vielleicht bist du ja von dem Gepäckstück rausgepusht. Das kannst du ja nicht wissen. Ja, aber es kommt noch kein Gepäckstück. Guck, wer da drin sitzt. Ey. Deshalb, weißt du, deshalb, Marius, macht es Spaß, mit dir zu spielen, weil sonst passieren mir immer solche Sachen. Wenn ich mit dir spiele, passiert dir sowas. Wann kommt denn das Gepäck? Also irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt nichts. Ja, dann drück mal, aktiviere das andere Band. Okay, ich aktiviere mal das andere Band. Ich weiß zwar nicht, wie, Marius, aber ich krieg das hin. Wirklich, wie aktiviere ich das? Du hast am Anfang vom Band so einen Schalter. Am Anfang vom Band einen Schalter, ja. Hier! Ja, funktioniert. Ja, hier kommt das Gepäck, Marius, das kommt mir gar nicht hier drüben. Ja, schön! Schön, dass ich falsch eingeparkt. Ja, dann machen wir das mal. So, jetzt muss ich damit aber auch umgehen, wie so jemand, der hier arbeitet, natürlich. Oh, daneben. Daneben. So, jetzt aber. Soll ich dich holen? Ich hole dich sonst hier raus, weil ich probiere es mal mit einem Gepäckstück. Warte mal jetzt, ich komm schon. Hier so, guck, ich probiere es. Kannst du dich nicht hinknien? Nein, ich drück Steuerung. Macht ja der nicht. Ja, aber sagt, warum drückst du da drin auch zweimal Steuerung, dass du hier nicht mehr rauskommst? Ich push dich. Ich kann dir auch nicht rauspushen, Marius. Tut mir leid, du musst. Marius bleibt erstmal hier ein bisschen in der Kindergrippe drin, währenddessen ich hier alles einlade. Warte, warte, vielleicht krieg ich das hier mit dem Auto. Ja! So, einmal hier Rückwärtsgang einlegen, wir kriegen das hin. Gut, dass ich das nicht sehe. Alter, Anubis hat 25 Euro in den Stream. Kuss und Grüße, jo! Oh, Rückwärtsgang einlegen, jetzt aber. Anubis, danke schön! Ja, ich mein halbwegs geschafft. Ey, gut, dass ich das nicht mit angucken muss. Oh. So, Marius, ich mache hier alles ready für den Flieger. Ich hole dich dann später wieder aus dem Kinderclub ab. Marius hat Spaß an der Ikea-Rutsche. So. An der Airport-Rutsche. Warum finde ich das so lustig, Alter? Weißt du, ich weiß schon, warum die Developer mir keinen Beta-Zugang geben wollten. Ach so, wolltest du genau unbedingt einen Beta-Zugang bekommen von dir? Ja. Okay, ja gut, nicht. Das ist natürlich... Du, ich habe das Gefühl, wir kommen mit einem nicht aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier einfach anhängen kann. Kann man das hier anhängen? Ziehen mit? Ja, ich würde ja gerne hier nach... Ah, cool, nach Dings drehen. Ich krieg das aber auch nicht gezogen hier. Ah doch, ich krieg's ein bisschen gezogen. Oh nö, doch etwas zu kompliziert. Ey Marius, ich glaube, das ist jetzt viel zu viel Gebäck, was hier rauskommt. Ich muss das alles alleine machen, weil mein Fachangestellter da hinten mal wieder nichts hinbekommt. Ja, ich mach mal alle Tasten drücken, .exe. Ja, probier das mal. Ist wirklich eine sehr gute Idee. Ich kann dich halt nicht rausholen. Hey, die Fluggesellschaften, wir haben leider ein Problem. Unser Abfertiger steckt nämlich leider in der Rampe. Ach. So. Alles musst du alleine machen hier. Alles musst du alleine machen. Mein Marius, schalt mal bitte das Band. Ich hätte dir einfach nicht zeigen sollen, dass man hier rein kann, Alter. Ja. Ich hätte es dir einfach nicht zeigen. Es war immer mein Traum, da mal reinzugehen im Real Life, ne?
Mich Echt? Einfach mal auf so ein Gepäckband zu legen. Wir haben heute leider verspätet. Ey. Weil Maris im Gepäckband liegt. Ey, dann muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie gehen, dass du hier rauskommst. Kann ich dich irgendwie rausziehen probieren vielleicht? Warte hier. Probier nochmal mit Steuerung. Probier nochmal. Ich drück Steuerung. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Ey, aua, Masterplan. Fahr mal ein Fahrzeug genau hier hin. Vielleicht erwisch ich das. Ah, das ist eine gute Idee. Warte. Aber dann war ich den hier schon weg, so. Aber das ist, wir haben heute ein bisschen Verspätung mit dem Flieger. Ja. Wie soll man das der Fluggesellschaft erklären, dass du da im Backband da drin steckst, Alter? Warte. Alter, die Lake-Code Blederhut. Ich hab jetzt schon so Spaß, Alter. Ey, warte, ich muss in die andere Richtung reinfahren. Dann, ah, ne, hier komme ich nicht rein. Marius, ich glaube, das geht nicht. Aber wir probieren's. Ich glaube, du musst jetzt hier die ganze Folge, bis ich hier fertig bin, drin bleiben. So, warte, jetzt? Ich muss so ein kleines Stück nach vorne, ey. Komm, Alters, nein, ey. Mann. Kannst du ein Stückchen näher kommen? Ja, ich probiere es mal eher rückwärts. Kann ich halt auch nicht. Das ist halt. Ey. Kannst du jetzt vielleicht als Beifahrer? Das ist halt echt so ein kleines Stück, ne? Ey, das wäre nicht. Ey, das geht sich vielleicht aus, wenn ich da. Ey, warte, ich habe eine Idee, Maus. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich krieg's hin. Ich muss nur. Das kannst du keinem erzählen. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Felix, Alter, ich küsse dein Herz. Ja, was hast du? Ich kann mich zum Auto teleportieren. Die Teleportationfunktion habe ich ja schon ganz vergessen. Ah, oh, super. Alter, Marius ist Alter, draußen Felix, aus dem Gefängnis. Felix, schön. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank, Miau. Auf dem Fliegerhype. Nein, kein Lustalarm. Fliegerhype, ja. So. Ey. Ist das schön. So, weil wir müssen den hier ankoppeln. Aber ey. Ich dachte mir schon, es muss doch irgendwie so eine Funktion geben, ne? Dachte ich mir die ganze Zeit. Weil viele Spiele haben das. Vor allem. Oh, verbinden wir das Ding mal? Hast du den schon verbunden? Nee, ne? Nö, ich bin dabei, hier schöne Plan zu machen. Ja, warte, dann muss ich den hier noch. Ah, es gibt Planen. Ja. Aufpassen, ich komm! Aufwärts! Rückwärtsgang einlegen! Erscheinen würde reichen. Funktioniert was? Nicht. Wo bist du denn? Alter, ist das schwer mit dem Rückwärtsgang? Ich krieg das nicht hin. Ja! Da regt mich das auf, ich fahre einfach so rein, ist mir egal. So, dann mal ein bisschen Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Also reinrammen das Ding hier. So, jetzt aber. Ah. Ja, wir kriegen's hin. Easy. Ich komm dir entgegen. Ja, komm. Rein mit dem Cast. Ah, hier fallen schon die Taschen raus. Ja, du, so gehen Taschen verloren am Flughafen. Was? Die Concussion? Ja, die Concussion gehen so verloren. So, dann fahren wir das Ding mal rüber, oder? Ja, wenn das Andels Hoschentasche sieht, ey. Das ist welches Sofa? Kibbes, so, jetzt geht's aber los hier. Aufpassen! Wir starten auf der Fahrbahn, es geht los. Betrunkene Schlange. Ja, ich kann deine Scheinwischer anmachen. Ja, ich sehe die Scheinwischer leider nicht. So, jetzt müssen wir links, ne? Ah, nee, rechts, sorry. Ja. Hallo, genau. Passagiere. MP, danke dir für dein VIP, oh, ja! Komm mal rüber, du! Komm zurück bei den Fahrern, ja. Passt das so, wenn wir hier so stehen, so mittig, oder soll ich ein bisschen vorfahren? Ich fahr ein bisschen vor. Nee, das passt. Nee, ich fahr ein bisschen vor. So, jetzt aber. So, gehst du in Cargo? Muss ich da drin sein? Ja, einer ist unten, der aufs Band schmast und einer sonst. Ich will aufs Band schmassen. Oh. Rein da ins dunkle Eck. Wie viele müssen wir jetzt nach vorne lagern? Ich weiß nämlich nicht mehr. Ich hab's auch vergessen. Ja, wird schon passen, Alter. Ist ja nicht so schlimm, wenn das Flugzeug vorne mit 50.000 Kilo mehr beladen ist als hinten. Da kann gar nichts bei schief gehen. Da geht's alles, auch schneller. Können wir alles vorne reintun? Das wäre irgendwie lustig. Ja, hier steckt was. Warte mal ganz kurz. Hier vorne der Fahrgast, der Fluggast. Schauen Sie mal, was ich mit Ihrer Tasche mache. Die schmeiße ich hier rum. Rein ins Triebwerk. Ja, die schmeiße ich hier vor Ihnen Augen rum, die Tasche. Ich hoffe, da sind sehr viele Wertgegenstände drin, die jetzt kaputt gegangen sind. Sitz, servus. Aber die schmeißen das dann wirklich immer so rein, ne? Weil sie einfach keine Zeit haben. Der Koffer ist mir komplett egal, wir schmeißen alles einfach rein.
Ja, das reicht. Achso, sind das zu viele? Ja, warten Sie mal. Nein, das passt genau. Ja, was jetzt? Ich brauch die Tasche noch, das war genau. Ach so, alter Bruder, dann haben wir das genau einsortiert. Ja, nee, du. Boah, wir sind ja richtig gut. Ich war beschäftigt, damit Gepäck zu spielen. Du warst beschäftigt, ja. Ich hau schon mal in dem rein, ne? Ja, geh rein und ich hau rein. Okay, dann mach ich das hier mal drin. Aua, ich hau mir den Kopf an. Au. Aua, ah. Was schon rein mit den Dingern, ne? Rein mit den Tasch. Mein Gott, park doch noch 3 Kilometer weiter. Ja, ich hab dich gefragt, ne? Du hast gesagt, das ist okay so. Nein, ich hab gesagt, warte. Ja, natürlich. Alles rein mit den Taschen hier. Ja, ihr habt schon gehört, die Leute da oben, ich höre das nämlich durch, die regen sich schon drüber auf, dass wir die Taschen so rumschmeißen. Ah, das warst du. Was denn? Das Ding ist bei mir gerade abgehoben. Ja, das Ding, das hast du aber hingestellt. Nein. Oh ja, doch, stimmt. Doch, das hast du hingestellt. Das hast du. Ich habe meins nämlich richtig schön hingestellt. Oh ne, ich habe eine Tasche verloren. Ah, hier. Wobei können wir eine Tasche da lassen, dass sich irgendwer beschwert, dass er seine Tasche verloren hat. Einfach nur, damit wir den Prozentsatz der unzufriedenen Fluggäste aufrechterhalten können. Ich glaube, den haben wir schon mit dem Gepäckmut erreicht. Ja, ja, ich höre sie ganz genau da oben, wie sie sich drüber aufregen. Ich höre das von hier unten, ja, ja. Hier ihre Tasche, die nehmen wir nicht mit. Die schmeißen wir mal runter für 5 Kilometer. Du, mir ist eine Tasche runtergefallen. Kannst du nochmal aufheben, bitte? Oh. Wo? Ja, da unten, da liegt noch eine Tasche. Die ist safe von an. So, die Tasche, die haben wir jetzt nochmal runtergeschmissen hier. Für sie. So, Gepäck ist drin. Müsste passen jetzt, oder? Genau, so, jetzt fahren wir das Scheiße hier weg. Dann fahren wir das zurück. Ah, jetzt die Welt gefahren, zweimal. was ist? Einmal in die einparken das Teil hier. Super. Das war nicht einmal mit Profis arbeiten. Ich glaube, wir können zumachen, oder? Ja. Die Lupen. Gut, dann machen wir zu, das Ding. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Ich glaube, hier müssen wir nur aufmachen. Und dann müssen wir das Ding mit. Ah, Kugel nein, treiben. Wir haben hinten eine Tasche zu viel. Ja, da hat sich jemand beschwert. Ich dachte mir auch schon, aber wo könnten die Tasche hin? Dann ist eine Tasche, die. Du hast aber gesagt, es passt vorne. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, ja, gut, dann passt schon. Schmeiß mich einfach rein, passt schon. Rüber. Mal zu, die Kiste. Fast hätten wir was verloren, aber alles gut. Das ist der Flug nach Istanbul. Oder Tel Aviv. Nee, Tel Aviv ist schlecht. Mach mal zu, schließ mal die Kiste. Ah. Ab geht die Luzi. Das ist auch zu. Passt vorne, ist zu? Ja. Ey, du hast hinten gar nicht zugemacht. Nein, ich hab schon mal die Dinger weggefahren. Mal zu so. Hier, Kiste geht zu, aufpassen. So, wir machen die Fahrbahn frei. Drin. Bitte so, zurücktreten Abu. Von der Fahrbahn, es geht los. Abu an. Nee. Der will doch keine zu, das Ding. Doch, will er haben. So, jetzt startet das System weg. Komm mit. Ja, ja, ja. Airbus Grundkurs. So, jetzt siehst du hier hinten. Jetzt siehst du hier hinten, da, diese Klappe hier. Ich sehe den Schwanz, die, ja. Ja, die geht jetzt langsam auf. Das ist das, wie heißt das? Flap Inlet Valve, glaube ich. Wo ist eine Flap? Da. Das Ding hier? Ja, und warum geht das jetzt auf? Geht das Ding jetzt kacken oder was? Nein, da wird die Luft eingesogen. Du hast ja hier hinten noch ein kleines Triebwerk, was Strom und Luft produziert. Mhm. Und hier hinten ist da der Luftauslass dafür. Willst du mir sagen, dass das Triebwerk, was da hinten ist, nur für den Strom ist? Ja, nur Strom und Luft zum Starten. Und Klimaanlage. Das heißt, das, was da hinten rauskommt, ist komplett nicht zum Fliegen gedacht, sondern es ist wirklich nur... Ja. Für Strom. 300 bis 600 Grad heiße Luft. Ich dachte immer, dass das Triebwerk ist einfach da noch als drittes Triebwerk hinten drin, dachte ich immer. Echt jetzt? Ja, ich dachte, das gehört dazu zum Flugzeug. Nein, das ist nur für Notfälle, aber hauptsächlich. Alter, ich habe nämlich gedacht, ich habe gedacht, wie beim Auto, dass einfach das Triebwerk da vorne, die zwei Dinger und das Ding da hinten miteinander zusammen eh schon so viel Strom erzeugen. Dass das dann ausreicht. Ich wusste nicht, dass das Triebwerk da hinten für den Strom ist, hä? Geil. Hier. Du hast dazugelernt, ja. Das ist also nur zum Strom, okay. Und das Ding ist, die Triebwerke werden ja mit Luft angelassen. Du hast ungefähr hier unten. Darf ich da drin stehen, wenn es angelassen wird? Ja, kannst du. Cool. Dann mach mal an. Ich will mal gucken, ob der frische Wind dann reinkommt. Ja, du musst, wenn das Triebwerk gleich startet, musst du ein Hütchen reinwerfen, das ist ein Steam-Errungenschaft. Oh, warte, ich nehme das Hütchen gleich mit. So, ah, ja, ich bin bereit.
Und wir müssen, und du musst gleich ein Hütchen auf, nee, das machen wir jetzt, Will. Du brauchst die mehr rumschaffen, weil du so ein okay, Arm ja, eben muss ich unbedingt machen. So, und zwar, ich fahre jetzt die Treppe hin und dann musst du ein Hütchen auf dem Cockpit platzieren. Aufs Cockpit? Ja. Ja, natürlich, also kein Problem. Warte, einfach loslassen? Ja. Ah! Gerade, weiter oben, wo es gerade wird. Ach so, hier. Wo es gerade wird. Ah, okay, so einen Hut aufsetzen. Ich hab sie bekommen, ich hab sie bekommen. Ja, Ehre. Gut, fahren wir wieder weg. Nein, du musst das entfernen. Hä, warum denn? Das passt doch. Ja, aber sonst kann er nicht gleich nicht losfahren, dann kriegen wir einen. Ach, willst du mir sagen, der fährt nicht los, weil er ein Hütchen auf dem Kopf hat? Ja. Ja, komm, so ein Spaß. So, das gleiche machen wir jetzt noch bei der Boeing, hast du dann die nächste Errungenschaft. Ich hab Steam studiert. Okay. So, Whittle, du kannst das Stromaggregat enden. Ah, endlich. Darf ich auf Emo drücken? Ja. Und ich entferne schon mal die Hütchen und den ganzen anderen Scheiß. Ich durfte heute mal Emo spielen. Mein Gott, bin ich froh, dass wir das nicht zurückdrücken müssen. Ich schwöre dir, ich könnte den Job, ich könnte den wirklich machen. Ich hätte da so meinen Spaß einfach. Alter Fabian, 1, 2, 2 auf einen entspannten Stream wieder aktiv. Kurti, der Flughafenmensch Mario ist der Checker. Vielen Dank für 50 Euro Superchat, Bre. Boah, der haut raus wieder, ja. Der haut einen Fuvi raus. Einfach der Ehrenfabian. Vielen Dank. Ah, du machst ja die Dings hin, ne? Was? Ja, du machst ja die für die. Oder war das schon da? Für die Reifen? Du musst das Stromding noch trennen. Ach so, trennen. Ach so. Ja. Die Trennung ja. Das wusste ich natürlich. So, und jetzt musst du das Ding wegfahren. Ja, wir fahren das weg mit, wo ist mein Auto? Alter, danke nochmal, Fabian, wirklich, lass alle mein Herz hin dafür, Fabian. Ich hau meinen Herzring raus. Ja. Der muss, ich suche nur gerade mein Auto. Bei dir Herzring und bei mir, Miau-Ring. Och, nee. Ach, da ist es. Danke an Fabian, ja! Der grüne P1-Pack ist der Bart echt. Nee, der ist angeklebt. Ist das eigentlich für. Ich hab Hunger. Ich handel, sorry. Wir können was Leckeres machen, wenn ich fertig bin. Ja! Der Chat darf heute entscheiden, was es heute zu essen gibt. Oh, Alter. Boah, Will, ich hab mal wieder Bock auf deine Currywurst, ne? Boah. Meine Currywurst, Alter, kannst du immer haben. So, einmal verbinden. So. Mit oder ohne Currypulver? Mit Currypulver, natürlich. So, mal weg, das Ding! So, und wenn das weg ist, mach Platz! Mach Platz, du! So, bringen wir das Ding in die Einfahrt rein, ne? Ja, wir wollen ja professionell wirken hier. Ja, ich fange schon mal an mit Outside-Check. Ach, wir machen jetzt Außencheck-Kontrolle. Genau. Okay, linke Maustaste gedrückt, um zu checken. Der Flügel ist abgefahren, den sollen wir neu bringen. Den müssen wir komplett neu montieren. Oh nein, die Katze ist drin. Was? Ist da eine Katze im Triebwerk? Ja. Die muss natürlich raus aus dem Triebwerk, die Katze. Warte, Big Mac. Was schreibt Chandel? Aber wir haben keine Nudeln mehr. Also wir haben genug Nudeln zu Hause, hä? Oh nee, ich hab das Ding wieder geöffnet, ich bin so blöd. So, sollen wir die Katze einfach in den Triebwerk lassen und einfach hoffen, es wird schon? Oder? Ja. Okay, machen wir es so. Einfach auf gut Glück, ne, dass sie rausgeht oder nicht. Kurti! Ach, Kurti, Knuti! Ich verstehe die ganze Zeit Kurti, Alter. Ja, miau. Ach, schon, der hat seine Katze so genannt wie ich, Alter. Hallo, Knut, du hast Scheiße im Fell. Warum hast du Scheiße? Du hast Nassfutter im Fell. Was? Nassfutter im Fell? Hat er sich etwa ins Nassfutter gesetzt? Ja. Warum sind die besten Katzen? Bei der schneeweißen Katze siehst du das halt, ne? Ach, jetzt kommt's. Ja, Sunny. Du, ich hab gestern, by the way, den Katzenroboter sauber gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin fast umgekommen. Ehre. Ja, das ist so schwer sauber zu machen, aber dafür nimmt er dir so viel Arbeit ab. Ich glaube, wir haben alles durchgecheckt, ne? Also, ich hab halt nur. So. Ich hab halt das C4 unten. So, platziert. Jetzt Triebwerk ins Hütchen. Ah, warte, wo ist das Hütchen? Ich möchte aber ins linke Triebwerk. Ach, Triebwerk ins Hütchen, Digga. Ja, genau. Triebwerk ins Hütchen. Mach mal an, das Ding hier. Mach mal an, ich möchte im Triebwerk sein.
Jetzt saugt mich jetzt ein, oder? Theoretisch? Das ist ein Lieb. Das braucht eh 30 Jahre, bis es startet. Aber was geht denn das Rechte an? Warum ist das Linke an und das Rechte nicht? Hudl, möchtest du echt die Erklärung haben? Also ja, ich will die Erklärung jetzt haben, warum. Ach, Alter. Ey! Ja, Alter! Digga, Fabian fetzt auch bei mir in den Superchat 50 Euro, Alter Bruder! Fabian, ja, was geht denn da? Ja, Digga! Dass ich nicht vernachlässigt werde, schreibt der Süße! Aber Marius, du bist immer vernachlässigt. Der arme Marius, er macht nur seinen Job. Ah, es geht los! Ich werde reingesogen! Leute, ich werde reingesogen! Fabian, ich küsse dein Herz, miau! Ey, ich werde reingesogen. Also ist das eigentlich physikalisch schon so, dass ich wirklich reingezogen bin? Eigentlich schon, ne? Ja, wir beide werden unrealistisches Spiel. Ich sollte da hinten eigentlich jetzt mit voller Blut rausschießen. Wir wären, Und eigentlich würde mein Gesicht jetzt da hinten verbrennen, oder? Wenn ich da hinten stehen würde. Ja. Ich kann dir mal ein Bild schicken, wie das aussieht, technisch. Ich würde bitte gerne kein Bild davon sehen. Dann schmeißen wir das Ding mal rein, oder? Ab mit dem Hütchen. Ja. Also irgendwie kriege ich dafür nichts. Fürs Reinstellen vom Hütchen. Doch, nicht mehr. Ich hab's nicht. Nee, ich hab's nicht. Ey, nicht wegfahren! Ich flieg mit! Ich flieg mit! Tschüss, Marius! Es war schön, dich gekannt zu haben. Ich flieg mit! Ja, tschüss. Tschüss, Gulaschknoten. nur Witz, aber heben die Dinger wirklich ab jetzt, wenn ich hier drin mitfahre? Ja. Oh, nein, cool. Egal, wie unrealistisch. Hä, hey, warum unrealistisch? Ich lass mich mal überfahren von dem Ding. Ja, nein, das Ding ist, der hat keinen Umkehrschub offen und der rollt gerade. Ah, direkt einen Bug-Report machen, oder? Ich kann dazu gar nichts sagen. Ohne Umkehrschub geht er einfach zurück, ist ja unglaublich. Ja, das geht tatsächlich. Flugzeuge können rückwärts fahren. Ja, das weiß ich. Aber es trifft halt. Es frisst halt viel Fleisch. Wir kommen noch vor, die Reifen bewegen sich gar nicht. Doch. Echt? Das sieht tatsächlich so genauso aus. Okay. Willst du jetzt eigentlich noch die Erklärung haben, warum das so lange dauert? Ja, würde ich gerne. Und zwar, das ist ja die neueste Generation von Airbus-Flugzeugen und die haben sehr sparsame Motoren, ne? Wenn du dir mal anguckst, das Triebwerk alleine ist mega klein und alles drumherum ist halt. Ich bin im Triebwerk Bypass drin. Das Triebwerk? Warte, was ist das? Das Triebwerk ist ja klein und deshalb. Ja. Du siehst ja hier, wenn du hinten ins Triebwerk reinguckst, das Triebwerk an sich ist mega klein. Alles drumherum ist nur der Fan. Okay. Vorne, der große. Ja, das ist genau, ja. Und die neue Generation von Lieb-Triebwerken, obwohl das könnte auch ein Pratt sein, PW 4000, 7000, ne, egal, das braucht bis zu 40 Sekunden, bis der Sprit dazugegeben wird und das Triebwerk zündet. Weil diese neue Generation einen Hochleistungs-Triebwerkscomputer hat, der vor jedem Start gekühlt werden muss. Und das Gefährliche halt an den neuen Airbussen ist halt, dass die in Luft aufgehen, wenn die explodieren so. Pff. Genau. Und nee. Ja, was ist wirklich gefährlich dran? Ja. Weil wirklich? Explodiert das Ding, wenn du es falsch machst? Ja. Echt jetzt? Jamil, herzlich willkommen im Livestream PWT 1000G. Dankeschön, Huel. Oh, ich kann das Ding öffnen. Na, ich wollte mit öffnen. Oh, jetzt fährt's weg. Ja, egal. Es hebt ja, ab. Aber auf jeden Fall, du hast ja, das sind ja drei Wellentriebwerke. Du hast, die erste Welle ist vorne, die zweite ist drin und die dritte ist auch nochmal drin. Und Es sind drei Wellen in einem Triebwerk. Ja. Okay. Voneinander abgekoppelt. Und warum abgekoppelt? Dass, wenn eine Welle kaputt geht, dass nicht die andere gleich mitgeht, oder was? Nee, weil die Übersetzung anders ist. Du hast einmal die schnell drehende Verdichterwelle, dann die langsam drehende Welle vorne für den Fan und die dritte Welle, boah, kann ich dir gar nicht genau sagen. Die ist einfach nur da, für den Spaß. Genau. Ist einfach nee, so, aber das gefällt, Welle machen. Aber ohne Scheiß, ne? Ich habe mega Respekt vor den Neos. So heißen die, weil im Prozess, wo das Triebwerk startet, klar, du hast das Blinklicht unten, das heißt nicht näher kommen, ne? Ja. Aber in dieser Startphase, wo der wo will er, dass wir hingehen? Oder hier, wie heißt's?
Hey, warum sollen wir hier stehen? Achso, müssen wir den einweisen oder so? Nein. Der sagt mir die ganze Zeit, ich soll zurückgehen zur Spielwiese. Er tippt mich die ganze Zeit zurück. Was? Oder, ach warte mal, kann sein. Da steht immer, geh zurück. Wir müssen hier sein. Ach so, ich darf hier nicht rein. Ach so. Ja, genau. Ich bin die ganze Zeit hier reingerannt, für Abkürzung so. Ach, Alter, ich teleportiere mich, keinen Bock dahin zu laufen. Ja, ich laufe da jetzt hin. Ich mache das auf realistisch. Ja, okay. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt mit so einem Auto hinkommen und da einfach reinfahren? Bleibt er dann stehen? Nein, leider nicht. Ja, aber könnten wir mitfliegen, rein technisch? Nein. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, wir kriegen das heute nur hin. Dass wir uns da irgendwie draufsetzen, weißt du, bevor er abhebt. Schon, wir müssten eigentlich nur nach hinten mitfahren und uns dann irgendwie draufstellen. Der startet, hörst du es? Ich sehe es, und höre es. Ich werde mich aber auf die Bahn begeben. Und ihr, euer Selbstmordhürdel? Na, ich werde mir das von beiden, von da an angucken, meine ich. Ja, und jetzt drück mal H weg. Oder Sturzhürdel. Warum? Warum H? Der Kopfhörer weg. Ach so, sind. Hallo, ich bin's, die Katrin. Oh, Alter, ui. Weg ist er. Krass. Mit was für einer Geschwindigkeit über mich hergezischt ist. Bitte nicht nachmachen, Leute. Was ich da gerade mache, ist höchst lebensgefährlich. Und jeder, der das macht, kommt dafür in den Knast. Oh ja. Oder? Oder wird als Klimakleber bezeichnet. Beides. Alter, gibt es Klimakleber auf der Fahrbahn von Flugzeugen? Ja. Echt jetzt? Die setzen sich auf die Landebahn? Alles hat... Nein, die haben sich auf den Weg zur Startbahn festgeklebt. Okay. Du hast, bevor du auf die Startbahn klebst, einfach festgeklebt. Wollen wir ein Szenario spielen jetzt, wo wir uns da ein bisschen eingespielt haben? Ja. Oh, Hürde, warte mal. Ich muss dir unbedingt mal zeigen, wie du Flugzeuge empfangst. Hier an der deutschen Luftwaffe. Oh, ich kann die zusammen aufheben. Wie cool ist das denn, Alter? Jo. Ich kann so eine richtige Hütchenparty machen. Ich kann die Hütchensammler werden, ist das geil. Keine Hühnchenparty, sondern eine Hühnchenparty. Wie krieg ich die Dinger aber wieder weg? Ich krieg die mir nicht weggeschallert. Z oder Y. Achso, mit Y? Nee. Ach egal, komm, dann bleiben die Hühnchen halt so, wie sie sind. Ich hab auch etwas länger gebraucht. Genau, mit linker Maustaste kannst du nämlich nur eins fallen lassen. Du, ich hab da ein ganz komisches Auto bekommen gerade, ich weiß nicht, für was das ist. Mit Z. Ah, mit Z. Du hast... Du hast den Pushback gerade. Aber mit dem, oder? Tue ich die Dinger zurückpushen. Ja. Kann ich das mal probieren? Ja. Nee, wir haben keine Quest dafür. Da bin ich anderer Meinung. Nee, du kriegst die nicht verbunden. Ist mir egal, ich probier's trotzdem. Ja, du brauchst eine Schleppstange, Brudi. Ach so, ja, oh gut, da hast du recht. Das ist einfach. Mach das direkt an die Anhängerkupplung, ja! Ja, aber ich kann hier was machen, was steht aufheben. Aber ich kann's nicht. Das Spiel ist fertig. Hätte ja sein können, das funktioniert. Ja, aber lass, ey, hier ist Customs, US Customs und Border Protections hier. Kann man da reingehen? Das ist nämlich das echte Zoll, Leute. Nee, da kann man nicht reingehen, ne? Oh, wie cool wäre das dann, wenn wir mal Leute hier verschleppen würde einfach und denen die Sachen ausnimmt, die sie aus dem Urlaub mitgenommen haben. Traumberuf. Einfach Traumberuf. Boah, Tanker gibt's auch noch, krass. Das ist richtig geil. Abflüge auf der 2. Wir müssen... Diese Physik. Das Ding kann eh nicht hochgehen, oder? Ich hoffe nicht. Also zum Glück fast schon. Wo haben wir denn? Wir haben Alter, Cooper! Vielen Dank! Was geht, Hoffe? Hast Spaß, hast du das sehr? Aua. Ah, Willi, komm her, ich hab hier was für deine Öffnung. Jetzt kannst du erstmal eine Darmspiegelung. Ja, trau dich, komm. Ja, bitte. Trau. Bitte, da tun sie mir den Gefallen. Pass auf, wohin damit? Pass, Stream ist rot, alles erreicht, was ich wollte. Das ist eine Darmspülung, gibt's hier. Du, irgendwie meint mein Ding... Ach so, der steckt fest, weil du das Ding rausgeholt hast. Ich denk mir schon, warum. Ich wollte mich damit mal fahren. Alle, geh mal weg. Ich will damit irgendwie mal fahren, Runde. Ja, fahren. Mal schauen, wie schnell der fährt. Ob wir damit auf 500 km/h kommen. Alter, du hast immer noch das Hütchen vor dir. Ja, ist doch egal, wer das Hütchen da vor mir ist. Mal halt mit. Ich hab Pfand für das Hütchen bezahlt.
Pfandversuche. Gibt's eigentlich in Österreich mittlerweile Pfandhuren? Kommt. Ehre. Sie bauen schon aus für Pfand bei uns. Also Groß. Es gibt schon überall Pfandautomaten, meine ich damit. Sie bauen die aus. Kommt nächstes Jahr an. Ich glaube Anfang oder Ende dieses Jahr. Nee, Anfang nächsten Jahres soll es kommen, glaube ich. Siehst du, spätestens dann komme ich dich besuchen. Ja, dann darfst du echt fragen, haben sie Pfand drauf? Jetzt aber, wollen wir wenigstens ein Szenario mal spielen? Also, kennst du irgendein lustiges? Ja. Ja, dann machen wir mal ein lustiges Szenario, oder? Ich kenne da sogar eins, was wirklich schon passt, ne? Gibt's Durchfall im Flugzeug? Nee, leider nicht. Das wäre ein geiles Szenario, nämlich. Durchfall im Flugzeug-Szenario. Da bin ich voll dabei, es wird wirklich zu uns passen. Ich muss das nur einmal suchen. Ja, ich warte auf dich. Alter, Cooper haut einfach zweimal raus, oder was? Bist der Beste? Lass ihn furzen, Alter, Bruder! Geil. Der haut hier zweimal 50 Euro raus, der Cooper. Ey, vielen, vielen Reizdarm. Und wie gesagt, was geht, hoffe, Spaß am Stream, du. Ich hatte, das Spiel ist echt funny. Wir haben Spaß. Tom, es ist schön, dass wir jemanden haben, der sehr ernst bei der Sache ist und sich gut mit Flugzeugen auskennt. Da machen wir jetzt ein Szenario. Danke an Kevin Braunschweig fürs Resubben auch. Danke an Carsten, wunder, guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Hier ein Döner für dich. Ein Zehner. Der dicker Zehner und der Schweiz kostet der Döner einfach Zehner. DC LLT, danke fürs Zip werden. Max Mustermann, danke für 1.13. Ken Blein. Feier dich sehr, bin in jedem Stream dabei. Feier dich sehr, bleib so wie du bist. Grüße an alle. Ich weiß, was nicht für alle ist, aber Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle. Komischer Name. Salnix, Dankeschön für den Euro mit Fies, Dankeschön. Fabian haben wir vorgelesen, genau. Blacky04, ich verfolge schon seit GTA 4 LCBDFA. Dies ist mein erster Doni auf einen guten Stream. Ey, vielen, vielen Dank, sorry, dass ich jetzt das vorlese. Ich lese jetzt das vor, weil ich jetzt gerade kann. Hallo, kennst du mich noch? Hab meinen Namen geändert und jetzt liege ich im Corona-Flach. Grüße, Marcel Schüßler. Marcel Schüßler kenne ich doch, aber auf jeden Fall gute Besserung, mein Lieber. Uiuiui. Überstehen, das überstehst du schon. Das kriegst du hin. Martin Sprigade, auch danke für 2,20 auf dem Megastream. Mit der besten Community, das haben wir sogar vorgelesen, gell? Dann habe ich alles durchgelesen, so muss das. Und salzige Pommes, danke für 2 Euro. G steht für gönnen. Kannst du mich grüßen, heißt Neo? Ich grüße Neo. Jetzt über die Pommes. Horst Schütt, das Szenario, ich finde es nicht. Weil, oh Scheiß, das war. Irgendjemand hat vergessen, das Gepäck einzuladen. Sie sind zu spät, laden Sie das Gepäck ein. Das hätte so zu uns gepasst, ne? Ich finde es aber. Das wäre wir gewesen, nicht. Ja. Das wären so wir gewesen. Alter, Coop übertreibt. Alles für 3-0. Bei dem kann ich mich leider nicht bewerben, da ich noch gesperrt bin. Alter, Cooper, vielen Dank. Warum ist, Bruder, warum bist du auf 3-0 gesperrt? Was hast du denn gemacht? Erstmal vielen herzlichen Reiz, aber was hast du denn gemacht, Cooper, bitte? Und übertreib bitte nie so viele 50er, Alter. Du hast jetzt insgesamt 150 Euro hier raus. Vielen, vielen Dank, aber was hast du gemacht, dass du auf RLO gesperrt bist? Ehre, Cooper. Account gesperrt im Forum oder was? Du, das spielen wir einfach ein anderes Szenario. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns um Regierungsflugzeuge in Kiel. Das hört sich geil an, da bin ich dabei. Regierungsflugzeuge. Oh ja. Schön auf den Färöerinseln. Schön C4 unten dran kleben. Ja. Ja, was? Hä? Genau so. Genau sowas. Genau, das ist die Scheiße, auf die ich Bock hab. Mach weiter so, liebe Grüße an Kurti. Sören, danke dir, miau. Das Sören. Der Ehren-VIP seit 4 Monaten hier. So, Hurdel, meine Lobby ist offen für dich. Okay. Ich soll ja vom Chat sagen, dass bin drin. Startschel. Das meine Freund, was? Ach, deine starten. Schandl hat Hunger. Deine Schandl hat Hunger. Ich weiß, dass sie Hunger hat. Ach so. Aber ich kann jetzt gerade nichts machen. Wir sind mitten im Stream. Das sagt sie mir, wenn wir einen Stream seit 10 Minuten am Laufen haben, kommt sie in den Chat, ich habe Hunger. Das ist halt, Schande, ne? Ueli, kann ich bitte die Currywurst haben? Was? Ja, ist ja Currywurst, ja gerne. Der Schrotter. Das ist das Gut, Chandler Tunga. Knie nieder und bediene deine Prinzessin. Oh, würde ich sehr gerne machen. Was denn, oh nee? Ach, meine Lufthansa-Livery ist im Urschloch. Ach nee. Ja, zum Glück habe ich keine Liveries. Ja, dann hast du die Luftwaffels. Ey, wie cool ist das denn? Hier ist einfach... Ein schlecht auflösendes Areal, wo ich nicht reinkomme. Ist das schön.
Auch eine Information, die ich nicht lesen kann. Meeting Point. Doch, ich kann es sogar noch lesen. So, Ankunft interessiert uns nicht. Oh, Alter, wir haben drei Abflüge, Alter. Bruder, ich fahre den Wagen, Alter. Sowas von. Ey, kann man da Licht anmachen? Ja, kann man. Follow me Licht an. Das ist der Sound of ja. Oh, ist das hier. Cool. Betriebslichter. Hier. Oh, Alter. Und der fährt auch richtig schnell. Ja. Guck so. Mich an, Alter. Ich drifte am Flughafen. Aha, das ist die Luftwaffe. Okay. Er sieht ein bisschen aus wie der Frankfurter Airport hier, finde ich. Steht auf der 6, ja. Ist das Frankfurt hier? Ach, Digga, ich habe eben gesagt, Keflavik ist auf den Färöerinseln. Erst mit Vagar verwechselt. Oh. Nee, aber hey. Ist der Airport hier? Der sieht nach Frankfurt aus. Nein, das ist Keflavik hier. Aber es sieht halt aus wie so ein Abschnitt Island, in Frankfurt. Island. So, okay. Island, so. Ich kenne mich da nicht so aus, aber. Ich war halt in Frankfurt schon öfters am Flughafen und für mich hat das hier Frankfurt-Feelings. Liegt aber auch vielleicht an dem Time Circle, dass hier nachts ist, weil ich meistens nachts geflogen bin irgendwie. Immer Nachtflüge gehabt. Einmal sehr krasser Nachtflug, wo es auch sehr krass gewittert hat und es Turbulenzen des Todes gab. Und der Kapitän irgendwas meint, dass irgendwas ausgefallen ist, dass einfach das. Der hat wirklich das mit uns kommuniziert. Der hat gesagt, ah, ist das weg. Ah, bleib doch stehen! Ey, wo bist du denn? Ich bin am Platz 6. Ich such mal, wo Platz 6 ist. Ach man, wieder. Was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Weißt du was, ich stehe jetzt einfach und warte auf dich. Wo bist du denn? Ja, ich dort, wo wir gespawnt sind, da warte ich jetzt gerade. Beim Airbus A320, der bei dir eine komische Livery hat. Ey, kann ich das Ding hier benutzen? Oh, bitte sag ich gerade benutzen. Ja, da rein! So, wo wir ist gespawnt das geil. Sind. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wo wir gespawnt sind. Ey, du müsstest mich sehen, ich bin in so einem riesen Trümmerteil drin. Mit dem man fahren kann. Das ist so ein Steg zum Rübergehen. Ich überfahre jetzt gerade mein Auto damit. Der Gepäckwagen von eben. Nee, so ein. Hä? Diese Brücke. Ich bin gerade mit der Brücke gefahren. Mit dem Riesenschwengel. Mit dem du rumfahren kannst. Du weißt schon, wo die Besucher rauskommen. Ja, die Besucher vor allen Dingen auch, ne? Was machen sie heute? Ich besuche heute am Airport ein Flugzeug. Ja. Ich diniere da drin. Leute, die nur Flugzeug fliegen, damit sie dann Essen kriegen. Aber das wär's doch. Oh, ich kenne genug davon. Echt? Gibt's Leute, die das machen? Natürlich. Und dabei Meilen sammeln. Ein paar Meilen sammeln, einfach so scheiß vorfahren mitfliegen und dort essen gehen. Ja. Erste Klasse. Gut, ich, wenn ich wenig Geld für den Flug bezahlt habe, ich auch gemacht, aber ich bin dann meistens im Cockpit mitgeflogen. wenn ich Geld hätte, würde ich dauerhaft Privatjet fliegen. Na, aber das kostet ja über 10.000 oder so. Aber glaub mir, das ist nicht ganz so geil, wie alle immer sagen. Ja, ist halt klein, ne? Das ist. Ja, so, aber du hast das Problem halt nicht so. Nö. Oh, man kann blinken links? Warum weiß ich das jetzt erst? Scheibenwischer? Oh, wie cool. Ich wusste nicht, dass das geht. Also Scheibenwischer hast du mir vorhin erzählt. Warte, wo bist denn du? Immer noch am Platz Deck. An welchem Deck? Deck, am Platz Deck. Platz 6, ja, ich bin hier, ich weiß nicht, wo sehe ich denn das? Unter Tab, unter Karte. Ach so, da gibt's eine Karte, ja, das musst du mir sagen. Ah, da gibt's eine 3D-Karte. Ja. Ach so, da gibt's eine Karte. Ich habe keine Ahnung, wo du trotzdem bist. Ey, weißt du was? Ich fahr einfach rum. Sag einfach, wie es bei dir aussieht. Ich krieg das hin. Gegenüber von dem, wo wir gespawnt sind. Ich glaube, ich bin richtig. Da ist so ein Punkt. Ja, genau da. Okay, bin da. Ich krieg den Blinker nicht mehr aus. Wait, wir müssen das Flugzeug tanken. Ich krieg den Blinker nicht mehr aus. Okay. Ja, dann mach den Blinker aus. Da oh, nicht warte. Da rein, schneller. Da müsst ihr gleich den Tanker hinstellen. Ja, ich merk's gerade, ich fahr damit mal weg. Das ist jetzt aber das Flugzeug gehört. Ah, tatsächlich, hier steht Luftwaffe drauf. Ja. Aber okay. Dann müssten die das mit reingeschmast haben, weil.
Ey, wie machst du deine Taschenlampe an? Mit F. Mit F? Bei mir geht bei F gar nichts. Oder? Nee, L. L für Laschenlampe. Ah, L wie Laschenlampe, verstehe. Okay. und jetzt müssen wir einen Tanker, soll ich den Tanker holen? Ja. Boah, geil, ich darf es erstmal betanken. Gut, dann fahre ich mit dem Ding und suche einen Tanker. Ich krieg das hin. Mit Vollgas in die Nacht. Alter, daneben steht der alte Ukraine-Krieger. Ah, die Katzen haben wieder Happy Hour, ey. Die Katzen haben wieder Happy Hour. Ja, ich weiß nicht, wo der Tanke ist. Ich suche mal eine Runde, ne? Ich werde das schon finden. Ja, ja, auf der Karte ist das markiert. Ja, ich bin so ein Typ, ich schaue. Ach so. Ja, weißt du, ich brauche das nicht. Ich bin da relativ gut eingespielt. Wenn du jetzt links fährst, übers Flugfeld, stehen zwei Tanker. Ach so, ich muss drüber fahren. Ach so, ja, da wäre ich. Ah, ich seh ihn. Hier ist ein fetter Tanker. Alter, Bruder. Ja, stell dir vor, Huerdl. Die sind ja wirklich riesig, Alter. Ja, warum wohl? So, Lastkraftwagenfahrer. Kann man die Hupen hier drin? Natürlich. Ist ja Hupe. Nee, Hupe gibt's nicht, aber Scheibenwischer kann man machen. So, dann fahren wir mal. Ich bin gleich drüben. Ich komme. Mit dem riesengroßen Tanker. Ich mach vielleicht Warnblinker an oder so. Schauen wir mal. Meinst du? Nee, geht nicht. Ich hol schon mal den Visor. Wo ist denn Dyson? Nein, Dyson. Achso, den Dyson. So, fahren wir hier mal rein. Oh ja, sorry, den Pushback. Weil wir müssen das Flugzeug gleich zurückdrücken. Ich bin so blöd, ey. Das machst du. So, ich bin drin. Ich will sehen, wie du versagst. Nee, ich hab's geschafft. Mit einem kleinen Unfall. So, nein, dann Also musst du Pushbacken, dass es funktioniert? Nein, wir müssen das Flugzeug gleich zurückdrücken. Okay, das heißt, das, was der eben so scheiße animiert hat, machen wir gleich selber. Okay, verstehe. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht betanken. Doch. Nein, ich bereite nur schon mal vor. Ach so, das heißt, ich kann schon tanken, okay. Ja, natürlich. Meine Frage, wo betankt man das Flugzeug? Ah, hier. Woher? Ich sehe schon. Ich glaube, das ist es. Er gibt mir zwar so einen Anzeiger, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt und ich... Ja, du machst das schon. Gegenfrage, wo krieg ich den Schlauch her? Weiß nicht, wo ich den Schlauch her... Du stehst erstmal falsch rum, aber... Du stehst falsch rum. Ja, weil ich das natürlich weiß, ne? Ja, natürlich, wir haben auch eben damit Scheiße gemacht. Hä, warte, hallo, wie kann ich da falsche... Also, wenn man hier öffnet, der passt schon. Ich stehe schon richtig rum. Ich zieh den Schlauch einfach hier raus. Das passt schon. Warte mal, der Treibstoffschlauch muss mit dem Flugzeug verbunden sein. Wo ist der Treibstoffschlauch? Hier, ja, du musst erstmal hier die Erdung anschließen. Achso, die Erdung? Das Ding hier einfach? Nein, nicht den Schlauch. Die Erdung. Warum nicht? Warum muss die Erdung anschließen? Damit keine Funken sprühen, damit sich keine Schaden. Das ist mir doch egal, du, da ist ein Regierungsflugzeug. Da kann du nicht. Ja. Ist doch egal, wenn die abstürzen. Nee, wo ist das hier? Aufheben? Ja, genau, okay, da. Dieses Ding da? Ja. Und jetzt gehst du damit zum rechten Mainwheel. Okay. Ach so, ich muss Flugzeug mit dem Ding erden. Das ist... Ja. Ah, okay. Und ich verstehe. Dasselbe, was man mit PCs macht, dass sie nicht kaputt gehen, ne? Ja. Genau. Habe ich auch nie gemacht beim... Muss ich erden. Ey, du wirst jetzt lachen, ich komme nicht ran, weil ich falsch stehe. Ich muss aber neu machen. Ich krieg's hin, okay? Ich krieg das noch hin. Naja, ist nur die Regierung. Ja, die können ja warten, wenn die Merkel da drin sitzt. Achso, die ist ja nicht mehr. Wenn Karl Lauterbach da drin sitzt, das kriegen wir schon hin, so. Ist ja die deutsche Luftwaffe, die da fliegt. So, ich schau mal, dass ich das, kann ich vielleicht ein bisschen näher an das Ding ran, so? Ich weiß nicht, ich kann nicht mit dem Rückwärtsgang, sehe ich nicht, ob mein Anhänger hinten aushängt. Ich sehe es halt nicht. Meter, rechts neben dem Flügel. Darf ich unter den Flügel? Nein. Ach so, ja, machen wir das mal. Damit sich die deutsche Regierung darüber beschwert, dass das Flugzeug falsch betankt wurde. Das machen wir so. Siehst du? Schau, kann ja gar nicht schief gehen. Kann nicht schief gehen, weil das Ding könnte zwar hoch... Oh, ich bin da viel zu weit weg. Nein, ist perfekt. Du stehst perfekt. Ja, super, dann lass mal's. Und am Flügel, wie du gesagt hast. So, jetzt verbinden wir das Ding mal. Auf einmal geht das ganze Ding in die Luft. Jetzt ein Schlauch holen, ne? Und das ist alles. Ja.
Jetzt habe ich die Frage, wohin mit dem Schlauch? Ja, ready. Hier. Und dann Flügel, oder? Hier. Ja. Ja. Ist nicht das das richtige Loch hier? Nein, das ist das Landelicht. Ach so, ja, wo steckt man beim Flugzeug das Ding rein, ist die Frage. Irgendwo unten, das weiß ich, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß es halt wirklich nicht, du musst mir echt helfen, wo man das Ding reinsteckt. Marius, müssen wir beim Reinstecken helfen, ich weiß nicht wo. Ich bleib jetzt einfach hier stehen, du kommst da selber drauf. Okay, ich weiß nur irgendwo am Flügel. Es muss irgendwo am Flügel sein. Glaube ich. Irgendwo in der Nähe des Flügels. Vielleicht hier auf der Seite? Nee. Hey, das macht doch keinen Sinn, hä? Wo steckt man am Flugzeug das Ding ein? Das kann ja eigentlich so weit. Das sieht aber aus wie so ein Ding, wo man reinsteckt. Ah, warte, hier. Ah, nee, Mann, das ist falsch, ne? Aber gleich wieder zu. Nein, boah. Das war das Betankungspanel, da musst du gleich die Spritmenge eintragen. Das war schon gar nicht mal so blöd. Ach so, okay, warte, ich krieg das hin. Chat nicht sagen, wo. Ich schau auch nicht auf den Chat jetzt gerade. Ich will das wirklich, drauf kommen, wo. Vielleicht am Popo irgendwo? Am Popo könnte nämlich sein. So hinten, weißt du, so am Bobschi. Aber nee, da komme ich nicht hin. Aber auch nur, weil es der Regierungsflieger ist, ne? Popo. Nee, es muss irgendwo am Flügel sein. Da bin ich mir sehr sicher. Irgendwo. Oh, sag nicht, es ist auf dem Flügel oben drauf. Nee, das macht keinen Sinn. Ah, hier! Ich glaube, ich hab's. Ist das der Dampf? Ah, nee, das ist dieses Ausgleichsding. Nee, das ist es auch nicht. Das kenne ich sogar. Das Ausgleichsventil, Whitney! Das ist... Hallo! Na, nicht zum... Nee, das ist doch so ein Ding, dass damit der Autopilot richtig fliegen kann, oder? Ohne den wird der Autopilot nicht funktionieren, oder? Nee, dadurch, wenn das Ding... Der Luftmassenmesser, ist das nicht der? Das Messer, Kluti! Geh! Was? Was ist das, ein Kluti? Was ist ein Kluti? Weißt du, was das ist? Da. Ich mach dich gerade sicher richtig mad, ne? Nein, das ist, Luftmassenmesser, oder? Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Die messen den statischen Luftdruck. Ja, aber das ist doch der Luftmassenmesser. Ist das doch das Ding hier, oder? Wo es hinführt. Ah, grob erklärt, ja. Ja, ich kenne mich immer ein bisschen aus. Weil ich eine Reportage drüber gesehen, dass das Ding kaputt gegangen ist und der Autopilot ausgefallen ist deshalb. Und die dann alle abgestürzt sind mit dem Ding. Ohne, wenn das nicht funktioniert, hast du ein großes Problem. Dann hast du keine, ja, weder Geschwindigkeit noch Höhe. Nee, die sind nämlich abgestürzt danach, weil das Ding kaputt gegangen ist. Nee, ich finde das Ding nicht. Ich finde es nicht. Ich finde es wirklich nicht. Ich schaue jetzt mal vorne irgendwo durch, aber... Nein, nicht vorne. Nicht vorne, auch nicht hinten? Also schon am Flügel, oder? Warte auf, ich habe dir einen Hinweis gegeben. Okay, gib mal einen Hinweis. Oder war das der Hinweis? Ja, der Hinweis ist schon da. Also es ist weder vorne noch hinten. Ja, das kann ja jetzt nicht sein, das muss doch am Flügel. Also ich weiß halt... Ah, da oben! Oh mein Gott, es ist wirklich am Flügel. Ich bin so blöd, ey. Das ist sogar offen. Achso, du hast es ja aufgemacht? Ja, hab ich. Achso, ich hätte nie was gefunden. Da steht sogar die Anleitung. Alter, und ich sag auch irgendwo am Flügel. Ich guck und find's nicht. Okay, ich hab's geschafft. Du stehst am rechten Flügel, ja, gehst zum linken. Mhm. Also das war echt... Beste, ja, sorry, Leben. Sorry, ich wusste nicht. Okay, jetzt einfach das Ding anschmeißen, ne? Ganz egal wie, wir schmeißen es einfach an. Du drehst den ersten Hebel, genau. Ja, ganz. Ach so, ganz ziehen, okay. So, und jetzt kommen wir. Mehr ziehen? Jetzt. So. Und jetzt kriegst du ein eingeschränktes Tutorial in das Fuel Panel. So. Ach so, jetzt müssen wir das Fuel Panel einstellen. Mhm. Ja, pass auf. Boah, ja, wie realistisch. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt so, wie ich es mir denke, okay? Soll ich mal probieren, ohne dass du mir irgendwas sagst? Ja, mach. Ich probiere es einfach, okay? Ich mache zuerst den Bereich hier an, dann mache ich Left Pass, CTR Pass, Right Pass, so. Dann machen wir das Ding Mode Select. Dann, ne, warte. Mode Select machen wir hier rein. Dann alle Schalter zum Öffnen, Schließen. Achso, er macht mir das eh, alle Schalter zum Öffnen, Schließen, okay? Ich krieg das hin. Ich bin sehr gut darin. Ich weiß genau, was ich mache. Ich muss das hier öffnen, glaube ich. Alle Schalter zum Öffnen schließen. Ja, das, besser als genug. Alter, Jamil, bist du noch im Stream? Das krieg ich hin. Ich bin nicht blöd. Das ist gar kein Problem für mich.
Aber ich muss sagen, das ist so halt absolut Nerdwissen, ne? Wenn du halt absolut nichts damit zu tun hast, ne? Also, da ja, ich habe damit ja täglich zu tun. Ich arbeite ja am Flughafen. So, jetzt stellen wir das ein mit offen. Zack, incoming. Wir wollen ja incoming. Und es funktioniert schon, oder? Haben wir es hinbekommen? Ich glaube, es läuft. Nein. Preselected 5,1 steht drin. Ey, das muss doch funktionieren. Ich habe doch. Aber tu doch gerade was. Open. Du sagst einfach, wenn du eine Erklärung oder eine Frage hast. Nö, ich krieg das hin. So, ich mach mal weiter. Actual Preselect. Ach, warte, da muss ich das selecten auf 3 oder was? Das könnte sein. Oh, die wollen noch fressen haben. Muss ich einstellen auf das, was rechts steht? Das, was rechts steht, stelle ich ein. Auf das, was rechts steht? Actual steht 3,0. Stelle ich das einfach auf 3,0 ein? Nein, Actual ist das, was du da drin hast. Ah, okay. Ja, never mind. Und links ist das, was du hinzufügen willst. Und der Pilot will mit 10,5 Tonnen abfliegen. Ich kann nicht rechnen, von dem her machen wir. Gibt's da dazu 10,5? Ach, warte, 7,5. 7,5 einfach. So. Zack, ist drin. Und jetzt alles einschalten und. Hä, warum nicht? Der Pilot will 10,5 haben! Ja, aber es ist doch 3 drin und wenn ich jetzt 7,5 dazu tue. Ja, aber. Nein. Preselect ist dein. Gesamtfuel. Ach so, okay, warte, da mache ich 10,5. Ich wusste ja nicht, dachte, du musst selber addieren. Entschuldigung. Nein. Mal 10,5. Das war tatsächlich am Anfang so, dann haben sich die Hardcore-Fans beschwert und jetzt ist es so wie im realen Leben. Also es wurde einfacher gemacht. Cool. So, und jetzt ja. Schmeiß das Ding wieder an und kann... Das war der Lampentest. Das war der Lampentest, ja, LTS, natürlich, das wissen wir doch alle. Du musst jetzt, nein, das mach nicht, weil dann darfst du alles nochmal eindrehen. Das war mit kompletter Absicht, ich kenne mich da voll aus. Hast ja gesehen, wie ich mich da ausgekannt habe, das heißt, ich darf nicht auf Norm drücken, ne, das lasse ich lieber. Ja. So, das heißt, aber wir machen es jetzt nochmal, ich ziehe das Ding rein. Ich gehe schon mal das Fressen. Okay. Ich krieg das hin. Ich bin froh, dass ich dich habe. So, 10,5, perfekt. So, Lampentest ist drin. Was denn? Alles richtig. Du bist so süß. Lampentest, so, und das Ding an. Und jetzt funktioniert's. Es geht. Es geht. Ich krieg's hin. Ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Ich werde Flugzeug... wie heißt das nochmal? Flugzeug? Begleitung? Flugzeug ist Betankungshürde? Mhm. Braucht man dafür eine richtige Ausbildung? Ich weiß zum Flugzeugtankwart? Ich weiß gar nicht, ob das eine Ausbildung. Oder darf das einfach jeder? Darf einfach jeder zum Flugzeug gehen und das betanken? Nee. Ach, wie war denn das noch? Was ist denn das? Was ist das denn für ein Bug? Was denn? Das ist doch kein Bug, das funktioniert doch alles. Alter, ich drück Tab und der zeigt mir. Ich weiß nicht, was er zeigt. So, ey, ich hab das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Ey, meine Fresse. Ey, es ist unfassbar, wie unfähig. Ich hab nichts gemacht, Chef. Ich hab nichts gemacht. Ja. So, haben wir ein Hütchen draufgesetzt, das passt schon. Und wenn er fertig ist, durch den Schlauch einfach abstecken, ne? Ja. Alles in. Ey, das 10,5 ist aufgetankt. Sein, weißt du, du willst entspannt im Multiplayer zocken, weißt du? Und ach so, muss abgeschaltet sein, so dann schalte ich das Ding ab. Glaube ich halt. Ja, ich kann wieder nichts machen. Ich bin mich das Ding ist abgestellt, kann ich das jetzt runterziehen? Ja, passt. Aber kommt mir das ganze Ding entgegen. Guck's dir an. So, und jetzt tun wir noch das Ding hier von dem Ding trennen und dann ist das Ding getrennt. Ich kann weder aussteigen noch irgendwas. Mario, hast du schon wieder alles kaputt gemacht? Du kannst auch respawnen. Nein, weil ich ein Tablet festbacke. Alter, wie kriegst du sowas hin? Nein, weißt du, ich war das scheiß Meckes fressen für die fette Regierung holen, ne? Und drück Tab, um zu gucken, wo ich hinfahre, weil ich mich, sorry, in Island nicht auskenne am Flughafen, weißt du? Und wo spawnt er mich hin? Er teleportiert mich in den Flugzeugschlepper.
Weißt du? Oh ne, ich hab das Ding abgedingst. Uppala. Weißt du, und jetzt stehe ich im Flugzeugschlepper und bug im Tablet fest. Alter, ja, weißt du wirklich, passiert, da geht Kuss an die Entwickler raus. Dankeschön, wirklich. Passiert natürlich. Kann man wie die Masmo-Entwickler. Fixe 3 Bugs und produziere 5. Warte, ich schau mal, ob ich dich irgendwo abholen kann. Ja, sitze ich bei dir im Pushback-Truck oder. Nö, bei mir nicht. Ich steig da mal ein, ich fahr damit mal. Ja! Was denn? Warte mal, fahr mich mal dahin. Ich kann in ein anderes Fahrzeug einsteigen. Ja, ja, aber wo bist du genau? Ich sitz in dem Schlepper, wo du gerade mitfährst. Ja? Auf dem Fahrersitz. Aber ich bin doch gerade am Fahrersitz. Ja. Merkst du was, Hüttl? Also jetzt muss ich dich irgendwo hinfahren und irgendwo, dass du schnell umsteigen kannst, im Auto oder was? Ja, und hoffe, dass es noch funktioniert. Okay. Ehre, BVB hat den Pokal gewonnen, Ehre. Ich glaube nicht, dass das geht. Doch, der hat mir gerade irgendwas angezeigt mit F. Fahr ich mal glaub, zu dem Gepäckwagen da. Nee, ich glaube mit F, die... Nee. Ich fahr mal zum Gepäckwagen, ja. Nein, weiter, ich muss irgendwo in den Spot kommen. Ich war eben im Spot. Ach, Mann. Warte, also ich fahr direkt ran an das Ding. Sag mal, warum hast du diese Probleme denn nicht? Ja, weil ich der Hurdel bin. Ich hab sonst immer die Probleme. Ich bin dran. Kommst du ran an das Ding? Nö. Weißt du bist bei mir gar nicht mehr sichtbar. Steckst du in dem Ding drin, oder was? Ja, ich steck im Tablet drin. Ach so, im Tablet. Hast du schon mal probiert, Escape zu drücken oder so? Ja. F11 mal drücken? Nö. Kannst du im Tablet irgendwie, Nein, mein Tablet ist schwarz und wenn ich Tab drücke, entsperrt sich das Tablet und wird wieder schwarz. Okay, das ist schlecht. Ja, ne? Ja, was macht man da jetzt? Irgendwo hinfahren, wo ich F drücke. Kada! Konnte ich wieder F drücken. Du konntest wieder F drücken? Ja, zum Hütchen aufnehmen. Was fahr ich nochmal zum Hütchen, bitte? Okay, hier zu dem Hütchen? Ja. Nein, weiter links. Genau geradeaufs Hütchen zu. Einfach aufs Hütchen geradeaus zu, okay. Ja. Alles gut, wir sind ganz entspannt, das Spiel ist wunderschön. Was wir wieder hinbekommen, Alter. Ich probiere sonst mal vielleicht hier geradeaus auf den Truck zu. Kannst du was machen? Nö. So, ich finde das gerade einfach lustig. Ja, fahr mich einfach ein bisschen spazieren. Kann einfach aufs Südchen hier zufahren, schon mal hier. Ja, ich kann die Hütchen aufnehmen. Ich drück F, passiert nichts. Du bist nicht hier? Wir brauchen ein Trageskript. Ja, wir bräuchten echt ein Trageskript, um die Leute rauszubringen. Aber das Tablet ist ja aber weggecrashed. Ja, es ist... Das ist so die Mission neu machen. Ach, warte mal. Patrick schreibt, wie gesagt, muss das Spiel neu starten. Das kann dem empfehlen, nicht Tablet. Ja, da finde ich leider auch so. Also machen wir die Mission nochmal neu. Dann machen wir die richtig. Jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. Ja. Ja. So, ich gehe raus. Armer Marius. Du schaffst, weißt du, das Lustige ist, ich mit dir spiele, schaffst du die Sachen, die ich sonst immer machen würde. Also ich schaffe sonst immer die Sachen, dass die bei mir alle breaken, so direkt, instant. Wenn ich mit Marius spiele, färbt das auf Marius über. Das finde ich sehr lustig. So, jetzt rein da. Da breakt bei Marius alles. Alter, Carsten Wunder, 5 Euro in den Stream, guten Abend, ich bin auch wieder da. Rein geht's, einfach, schon drin. Habt einfach einen schönen Abend. Carsten, danke dir für 5 Euro, jo. Der Wunder, Carsten. Carsten Wunderkiste? Carsten Wunder. Ist es Carsten Wunder? Ja. Der siehst, echte Carsten. Kenn mich aus. Damien, danke auch für den Euro, vielen Dank. Und Gamer 1872017, danke für 2 Euro auch von dir. Versehentlich mal 2-mal Bewerbung geschickt im Forum. Ja gut, das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber versehentlich, bist du ja sicher? Wird direkt gebannt. Bist du dir sicher? Nee, aber eigentlich ja, ich kann mal schauen. Weil 2-mal Bewerbung schreiben ist jetzt nichts Schlimmes. Ich muss auf Spielen klicken, ne?
Ach, Alter, mein YouTube hat sich wieder umgestellt. Alter, sorry fürs Werbung drücken, Leute. Ach, Alter, ich schwör's dir, heute läuft's wieder Hast du richtig. Werbung gedrückt? Unglaublich. Ja. So abgehoben. So, aber Ja, jetzt hole ich direkt den abgehoben. Tanker, ne? Weil jetzt bin ich ja schon vorbereitet. Es Ja. geht ja alles viel schneller. Oh, dieses Ding will ich schon immer mal fahren. Das ist doch auch nur so ein Förderband, nur dass das irgendwie Ich ohne. wollte sagen, das hast du eben die ganze Zeit Ja. gefahren. Nee, aber das ist irgendwie anders, kommt mir vor, als das, was ich davor gefahren. Ja, das ist ein isländisches Auto. Ach, die haben sogar auf den Dings eingedingst, also so gemacht, wie es in dem Land auch ist, oder wie? Ich glaube ja. Das ist cool. Ja, das ist schon anders vom Modell her. Ja. Das heißt, die tun wirklich auch auf die Länder. Das ist ja krass, Alter. Wie viel Arbeit da drin stecken muss. Kennst du noch den alten Airport-Manager-Simulator da, der aus Deutschland kommt? Der ganz schlimm Ja. ist? Alter, Ich dachte mich nee. zuerst, das ist der zweite Teil davon. Das ist sicher wieder so schlimm, aber das ist ein ganz anderer Publisher, glaube ich, ne? Und ein Ohne, anderer. weißt du, was das für ein Publisher ist? Whittle. Nee. Das ist der, der den fetten Flugsimulator gemacht hat. Welchen denn? Und von Microsoft, der neue. Echt jetzt? Das ist MS Games, ja. Ach so, ja, deshalb ist das so Hammer. Und ein bekannter Szenerienbauer. Also MS Okay, ja, Studios gut. baut Szenerien für Oh, einen ich fahre schon wieder Flugsimulator. falsch an das Ding ran. Aber gut, dann kann ja gar nicht schief gehen. Dann weiß ich, warum das so gut ist. Weil da kann ja nicht schlecht sein an den Sachen. Deswegen und allein schon deswegen auch gerne 34 € für bezahlt, weil du weißt, was du unterstützt. Und das kommt im Endeffekt auch der Flugsimulator-Community zugute, weil das ein Publisher-Studio ist. Gut, das ist cool. Und man munkelt ja, wenn man den Gerüchten glaubt, dass das irgendwann verbunden wird. Das heißt, dann Mit dem kann Jamil Flugsimulator. fliegen. Ja, da kann Jamil fliegen und wir fertigen sein Flugzeug ab. Oh, das wäre lustig. Ei, aber jetzt weiß ich schon genau, was ich machen muss, Jungs. Aber geht jetzt irgendwas kaputt, weil vorhin war da so ein Dings, so ein Ding, wo ich hin muss. Ist das jetzt egal? Ja, ich muss hier das verbinden und dann hast du den Spot. Okay, das heißt, ich muss jetzt Wie mal warten. gesagt, der ist sehr sensibel, Ja. was Reihenfolge angeht. Oh, Alter, die Katzen zerlegen wieder die Wohnung, Alter. Ist das schön. Wie kann ich Unfassbar Sachen wieder viele Katzen. hinlegen, wenn ich die aufgehoben habe? Z oder Y, warte. Nee, ich Irgendwo. habe da jetzt so Items eingenommen. Die hast du einfach im Inventar. Okay. Okay, dann bleiben die jetzt für immer im Inventory. So, verbinde die Gehirnwindung mit Es der. ist laut hier. Ja, habe ich doch, hä? Wie geht's mit der Treppe dahin? Ach so, ja, jetzt! Ja, ich komme gleich, ich gucke nur, wo die Treppe hingeht. Whittle, Erschein reicht. Da, 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 So, dann versuche ich da. jetzt nochmal den scheiß McDonald's-Wagen zu holen. Was für ein McDonald's-Wagen? Ja, die scheiß Essen. Den Ach Essen-Whittle-Auto. so, den Essenswagen. Da gibt es einen eigenen Wagen für? Ja, den Ach haben wir eben so. schon versucht zu holen. Ja, aber ich wusste nicht, dass das wirklich ein eigener Wagen ist. Ja, weil du ja die Essen auf die Höhe fahren musst. Also zur rechten Tür. Okay, verstehe. Die Essen kommen von rechts. Ja, habe ich jetzt gelernt. Guck mal, Will, Habe ich kannst du jetzt mich alles wohl. gelernt von dir. So, jetzt muss man das Ding erstmal aufschabbeln, das Teil wieder. Dann, jetzt habe ich ja alles dazugelernt. Alter, jetzt zeige ich dir, wie schnell ich das hinbekomme mit dem Tanken, ne? Will er noch immer 10,5 Liter? Also 10,5 Liter, ja, genau. Oh, ja, von. Oh, das passt nicht. Oh, das war ja lost. Oh, das Was waren es? schneiden wir raus. 10,5 Tonnen waren das, ne? Die er wollte. Ja. Ja, will er noch immer so viel? Weiß nicht. Mein Gott, das war Ja, lost. kannst du nachgucken im Tablet? Nee, das kannst du schon Warte, selber wo sehe ich denn das? Wo machen. sehe ich denn das? Jetzt kann ich die Scheiße hier außen Batterie. rumfahren. Ach, ist das schön. Ah, hier sind wir. So, er will 10.500 Kilogramm, ja. Alter Ich Will, dachte, ich sehe uns ich eigentlich. ich dachte, ich krieg's Tablet nicht zu. So, drehen wir mal Will, auf, das eigentlich sehe ich Teil. uns nach dem Stream im Flugsimulator. Flugsimulator habe ich. Ich hab's mir gekauft, hab ich's nie gespielt. Du hast den neuen gekauft? Ja, den neuen habe ich, glaube ich, mal gekauft, aber ich habe nie gespielt und nie installiert oder so. Irgendwie war das. Oder Du ich habe hast ihn nicht einfach mal. gekauft und Du ich hast. erzähle ja gerade irgendwie so einen Humbug, den ich irgendwie Ich mal einen wollte gerade Traum hatte. sagen, also. Fiebertraummäßig. Also wenn man 90 € so mal ausgibt und man weiß es Ach, nicht 90 mehr. Euro kostet das Ding, ja, dann weiß ich nicht, ob ich ihn gekauft habe.
So, ihr Meckle ist da. So, und ich mache jetzt das Fuel nochmal richtig rein. Das kriegen wir hin. Schaut dir mal Carsten Stahl aus, also vielleicht werde ich mal auf Twitch streamen oder so. Während du einlädst. Während du einlädst. Nummer 10,5. So, jetzt machen wir Lichttest. Ah, oh, Digga, ist das dunkel, ey. Lichttest. Und jetzt muss ich irgendwie. Wie meinst du das jetzt nochmal? Wie wir das hinbekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Auf gar keinen Fall auf Norm drücken. Was, Norm? Jetzt läuft wie von selbst. Siehst du, ich weiß ja, wie es geht, Leute. Ich bin ja ein absoluter Profi in Flugzeug betreiben. Der absolute Profi. Ah, das war Gulasch, Mann. Ey, kann ich da nicht reingucken? Ich komm da doch. Ey, warte, ich komm doch mit dem Ding, wenn ich hier rankomme, komme ich doch da drauf aufs Flugzeug eigentlich, ne? Mal probieren ja. Sollte doch gehen, oder? Ist hier aufs Geländer drauf? Oh ja, das klappt. Das Cockpit mal von innen angucken. Ist aber schlecht textuiert. Okay, jetzt weiß ich, warum die nicht wollen, dass wir hier reingehen in die Flugzeuge. Oh. Was denn? Ja, ich kann den scheiß Meckle-Wagen hier nicht einparken. Ja, warum nicht? Ach so, du bist hier. Ja, hallo! Ah, okay, warum kannst du dich einparken? Was machst du denn falsch? Wo brauchst du Hilfe? Ah, jetzt duckt. Ah, bitte jetzt sag nicht, dass der duckt nicht schon wieder ein Bug. Nein. Oh Gott sei Dank. Ja, lass mich mal probieren, sonst. Ich krieg das sonst hin. Ich fahr da voll kann rein, dann ist der drin, der Meckle-Wagen. Nee, ich glaube, wir können den noch gar nicht. Oh, leuchte mir mal bitte, genau das brauche ich. Ja? So, ich steh nicht hier oben leuchten. Stehen. Ja, ja. Ich steh nicht scheiß. Es war eh schon gut, wie du gestanden bist. Ja, ich hab das Ding aber nicht hochbekommen. Ja, das hörst du öfters, ne? So, rein damit. Passt. Raufschieben. Geradeaus schieben. Also du bist schon am Anstoß, okay. Ja, genau. Okay, passt. Oh, ja, aber ich glaube... Nein, ich hab wieder das Tablet geholt. Nein, in der Außenperspektive. Bitte mach das Tablet nicht auf, bitte. Wow. Ach ja, genau, wir müssen erst das Flugzeug betanken, dann bis 17:35 warten und dann kann ich... Ja, sollte fertig sein, ich guck mal nach. Das ist das andere. Flugzeugbetankung ist fertig, ich mach das Ding aus. Ehre. Und zack, zack. Nächster Stream, Shared Cockpit Phoenix. Also Pilot Sebastian, wenn dann den richtig High-Quality-Shit. Also Huerdl würde ich auf jeden Fall mal in dem Phoenix 320 sehen. Ist der gut? Ja, das ist. Ich habe mich mit Flugzeugen schon so ein bisschen befasst, so, aber halt nicht so hardcore wie du, so, weißt du? Also ich weiß so ein bisschen ist, was. Also der Phoenix 320, gut, der kostet auch 60 Euro, ist happig für ein Flugzeug. Aber ich sag dir ehrlich, also was du damit machen kannst, da kannst du teilweise. Da kannst du Flugstunden machen. Ja, und Mechaniker teilweise auch machen. Michael KP. So, Flugzeug ist erfolgreich befüllt, so wie es aussieht. Lass mich kurz gucken. Genau. Flugzeug jetzt Aufgabe bestätigen steht ja, da. Komm her. Jetzt stellst du dich hier hin, guckst hoch zum Cockpit, ja. Drückst 1 und sagst dem Piloten, du hast dich fertig getankt. Bodenbesatzung, ne. Flugdeck. Treibstoff. Ja, Huerdl, sehr schön! Boah, krass. So, und jetzt müssen wir bis 17.35 Uhr warten und dann können wir das McDonalds-Essen abgeben. Oh, geil. So, oh, jetzt habe ich richtig Hunger auf McDonalds. Du machst mich echt fertig jetzt gerade, ne? Ja. Was soll ich denn sagen? Mein nächstes McDonalds ist eine halbe Stunde Autofahren. Ja, meinst du, es ist einfach 50.000 Kilometer weit weg von da, wo ich wohne? Ja, weiß ich. Weißt du, ne? Ich hoffe, du fährst mich in die Zeit. Oh mein Gott, jetzt weiß jeder, wo du wohnst. Ja, jetzt weiß jeder, wo ich wohne. So, haben wir jetzt hier die 17:35? Ja, achso, du kannst jetzt aber mit dem Tankwagen, ich kann nicht vorspulen, weil es steht aber, es steht 18:05 bei mir oben links. Ja, das ist der Sync-Bug. Achso, okay.
Nee, wir müssen jetzt aber bis 17:35 warten. Und den Tankjog wegbringen, ne? Den. Nee, den Tanker kannst du zu Position 4 bringen. Das ist links neben. Genau, links neben uns. Hier? Weil der Ikarpia Airline hier vorne? Ja, die Ukraine-Maschine. Die Ukraine-Maschine, okay. Dann tun wir die rechts hin. Müssen wir die auch noch gleich betanken? Ja. Wenn du wolltest betanken, kriegst du betanken. Anouk, herzlich willkommen, Sandra. Yo. So, dann haben wir den hier hingestellt. Das passt. Ich habe sogar schon die Rampe in die Richtung geschallert zu dem Flugzeug, ne? Sehr schön. Ich habe meine Rampe auch schon gesehen. Meine Rampe ist schon richtig krass. So, ja. Was haben wir jetzt noch? Warte auf den Service um 17:35, genau. Bei mir ist 17:10. Genau, bei mir auch. Liefere Mahlzeit, dein Flugzeug ab am Abstellplatz, verbinde den Catering-Truck. Ja, das ist vorbereitet. Das können wir aber erst machen, wenn der Service, wenn wir Service beginnen. Abend. Okay. Das haben die gemacht, das haben die gemacht, damit du das Flugzeug nicht fertig machen kannst und auf die Zeit scheißen kannst. Ich stell hier mal das Ding rein. Oder auch nicht. Ach warte, ich kann jetzt schon betanken gleich. Das Teil hier. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, lass es hier hingehen. Warte, dann mache ich schon mal Vorbereitung. Boah, ich so, bin jetzt guck mal, Huedel, perfekt Alter, abgestimmt. Fast perfekt eingepackt, ne? Ey, warum will er nicht? Mein Gott, dann tun wir mal zurücklegen. Mein Anhänger, der hakt sich gleich ab, wenn ich so weitermache. Och, als ob der auch Essen bekommt, doch, Alter. Was bestellen die denn alle hier? Ja, die wollen alle Mac-Durchfall da drin haben. Das ist das Problem. Nee, Alter, ich schwör's nicht. Lieber Tupobella. Die wollen ja alle Mac-Durchfall kriegen im Auto, im Flugzeug. Im Airbus. Alter, fast hätte ich richtig geparkt, aber nur fast. So schlimm, ne? So, da machen wir mal dieselbe Kacke nochmal. Ich krieg das Ding hier dran. So rein mit dem Ding. Jetzt habe ich ja gelernt. Ich bin ja absoluter Vollprofi jetzt. So, machen wir da die Kaste hier auf. Achso, die ist schon offen. Okay. Also, die ist schon Sandra, wie geht's dem Wuff? Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Und dir so? Nice. Du hast gefragt, wie geht's dem Wuff? Ja, Sandras Wuff. Ich war nicht Spaß, ich weiß es. Okay, du bist. Oh! So, Das ist aber hier. Oh, nee, warte, falsch. Wo ist denn das Ding zum Aufmachen? Ah, hier. Ist ja genau dasselbe wie drüben. Ist das derselbe Flieger? Ja, ne? Ja. Deshalb ist ja alles so gleich. Alter, ja, die wollen einmal einen Mac-Durchfall da drin haben, so wie es aussieht. Das ist der nach Kiew, oder? Der Flug. Ja. Der will 8000 Kilo. Machen wir 8000 Kilo rein in die Kiste. Dem geht's gut, Ehre. So, 8000 Kilo. Würdeln. Irgendwas falsch. So, wir will nochmal gedrückt hier. So, dann das Ding hier. Dann machen wir auf 8000. Ja, diese Keylights blenden die Scheiße. Auf 8000 direkt. Aber ich fühle das Spiel schon. Also, ich habe da meinen Spaß an dem Ding. Ja, Flugzeuge abfertigen, das macht schon wirklich Spaß. Und jetzt, also wenn du das kombinierst mit Flugsimulator, auf jeden Fall geil. Was, wenn ich mich zu wenig reinmache, kriege ich dann einen Minuspunkt? Ja. Du kriegst halt nicht die volle Punkte, rechts oben ist ja unsere Punktzahl. Also ja, aber stützt deine Fliege ab oder so? Wenn ich gar keinen? Ja. Oder was passiert, wenn ich wirklich gar nichts reinballer in das Ding? Also so, dass er null Sprit hat. Nee, der hat ja nicht nur Sprit, du hast ja aktuell, was hat der, 2,5? Ja, aber ich kann das doch abpumpen. Ich kann ja einstellen auf 0 und dann pumpt er das doch ab, oder? Musst du ein bisschen was umstellen. Ja, ja, aber du kannst ja auf 0 einstellen, dann müsst ihr doch abpumpen, rein theopraktisch. Nein. Da bin ich anderer Meinung. So, Tanker ist auch, wir dürfen nicht rauchen und nicht telefonieren. Warum darf ich nicht telefonieren bei der Tanke? Das macht keinen Sinn. Wegen elektromagnetischer Strahlung. Ja, aber doch ein Handy nicht, oder? Also ich habe noch nie gehört, dass wegen einem Handy eine Tankstelle hochgegangen ist. Ist ein bisschen überzogen, aber ja. Eigentlich macht das nicht rauchen beim neben Tankwagen auch relativ wenig Sinn. Ey, aber jetzt mal so ehrlich, so am Flugzeug, dieses Nicht-Telefonieren.
während dem Flug. Was hältst du davon? Schwachsinn. Schwachsinn? Das sind einfach nur versicherungstechnische Gründe und dass die Flugmoderne sicherstellen, dass du nur bei Start und Landung aufpasst. Okay, das heißt aber, das Flugzeug geht nicht hoch, wenn du telefonierst. Das Einzige, wo du aufpassen musst, ist, du kannst theoretisch auch während Betanken rauchen, weil du kannst eine Zigarette in eine Lache Flugzeugsprit werfen, es passiert nichts. Weil der Sprit feuergeschützt sein muss. Bist du da aus Erfahrung? Ja, natürlich. Okay, das ist schon gut zu hören. Ich stehe ja immer mit Zigaretten im Flugzeug. Also jetzt muss ich ihm sagen, dass es betankt ist, gell? Muss ich mich da vorne hinstellen und sagen, hey Bruder, das Ding ist betankt, so. Genau. Wie mache ich das nochmal? Was muss ich drücken? 1 und dann Flugdeck, Treibstoff. So, halt gemacht. Oh, und genau, und jetzt kann ich auch die Mahlzeiten liefern. Lord Schnitzel, Servus. Soll ich drüben den deutschen Flieger bemahlzeiten? Nee, wir haben doch noch. Achso. Ja, ich weiß, ich sehe das halt nicht bei mir, wie spät es ist. Also ich sehe es halt falsch, deshalb kann ich es nie sagen, ne? Ah, Ehre! Kuss! Richtig verbunden, ja. Oh, es funktioniert. Ey, wie cool ist das denn? So, und jetzt kannst du gucken, wie der Catering-Mensch da die Trolleys reinlädt. Ist ja schau, cool. Schau, da kommt er. Schau, wie da süß. Kommt er. Ey, war der in dem Paket da drin? Hat er da drin gewartet? Ja, ist das in dem Wheel-Life auch so, dass er da drin mitfährt? Ja. Echt jetzt? Der ist in der Ding da drin? Nein. Der hat hier außen eine Leiter und geht dann hoch. Ja, Alter, ich dachte schon, die fahren da wirklich so mit, so, weißt du, so auf mexikanisches Essen angelehnt. Weißt Bescheid. Sophie, servus. Und wann wissen wir, wann der fertig ist? Gibt der dann so ein Go oder so? Oder schmeißt er da irgendwas runter? Ja. Okay. Ein Hundeknochen. Hm. Oh, Huerdl, ich habe eine Aufgabe für dich. Ja? Das Spiel hat eine wunderschöne Aufgabe für dich. Ja, so? Du darfst jetzt die lange Stange andocken. Oh, komm, da darf ich Spaß haben. Die lange Stange andocken, da habe ich Spaß dran. Hoch mit dir. Und ich da hochgehe. Und ich stehe unten und rauche und lach dich aus, weil du... Glaub mir, ich krieg das hin. Ich bin Profi in jedem Gebiet. Mhm. Mit langen Dingen kennst du dich aus? Ich kenne mich... das hier wird sowas von gelb. So, Aber Whittle, es ist doch jetzt eh schon egal. Jetzt ist eh schon egal. Ey, wie fahre ich das Ding aus, dass es weiter nach hinten geht? Ja, das ist so. Das ist voll der Scheiß, hä? Gut, dass du das Tutorial gespielt hast. Ach, einfach drauf los, best Leben. Ja, ich brauch kein Tutorial, ich hab ja dich. Das ist ja... Oh. Irgendwie fährt er falsch. Ah doch, warte, ich krieg's hin. Ich dock gleich an. Oder auch nicht. Du hast da so eine Anzeige mit zwei Rädern und einem Pfeil. Auf und die schaue ich nicht. Wie steuerst du das dann? Ja, halt so nach Gefühl halt. Keine Ahnung. Oh. Krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich hab's gleich geschafft. Das ist der Ukraine-Flieger, Alter. Die sehen das direkt als Terrorakt an. Nee, alles gut. Ich bin verbunden. Glaube ich. Was muss ich drücken? Nein. Ah, ich doch, hab's. Bin verbunden. Ich glaube es nicht, Alter. Der ist so räudig verbunden, Digga. Hä, ja, aber es funktioniert, weißt du? Alter, guck dir mal hier den Spalt an. Ja, du, versicherungstechnisch wird das lustig, wenn dein Kind durchstürzt. Mehr Spaß für die ganze Familie. Dann haben wir einen Möwenpick. Stau, da steigen sie schon ein, jo. Tatsächlich, schau mal, ob da ein Kind durchflutscht. Wäre lustig. Auf jeden Fall, ja, die geht da einfach drüber. Ist schon lustig. So. So, Essen ist auch fertig. Also besser kannst du das Ding gar nicht ranpicken. Nee, aber ich hab ohne auf diesen Kreisen zu gucken. Ich bin einfach gefahren und hab halt probiert und irgendwann ging's dann. Ja, du hast einfach... Ein Naturtalent halt. Ja. Ey, aber das sind gar keine Kinder. Ja, Versicherung zahlt, ja. Ja, McDonald's. Ein Kind wird erstmal zum Möwenpick. Nee, aber das ist echt, hier gibt's keine Kinder in dem Spiel, das macht mich schon traurig. Wenn die da mit so einem Kinderwagen drüber rollen muss, das wäre schon lustig, so, weißt du? Ja! Oder so ein Rollstuhlfahrer, Alter, das ist ja richtig Rollstuhlfahrer unfreundlich eigentlich. Der bleibt da stecken. Und der bleibt da für immer stecken, der kommt da nicht mehr raus. Ja, da wurde bereits schon mal die ja? Cargos vor.
Die Cargos, ja. Jetzt können wir echt die Frachträume für scheiß 3 Taschen vorne und hinten aufmachen, Digga. Für 3 Taschen. Für 3 Taschen haben die. Ey, aber wenn die, jetzt, wenn die jetzt fertig sind, kann ich das Ding wieder zurückfahren, oder? Ja, musst du sogar. Okay, aber dann muss ich das an irgendeinen Ort zurückfahren? Ja, du musst in den Kreis. Wo sehe ich den Kreis? Wenn du V drückst, hast du so einen Kreis, wo der... Oh mein Gott, es gibt eine Außenansicht, das sagst du mir jetzt erst. Oh, ich wusste nicht, dass es eine Außenansicht gibt. Ich habe einfach... Oh mein Gott, Alter. Ja, deswegen habe ich gedacht, machen wir auch ein bisschen bessere Thumbnails, wenn wir zusammen auf dem Server sind, weil wir dann die Außenperspektive... Oh mein Gott, ey, ich wusste nicht, dass wir da eine Außenperspektive... Ich hab gedacht, es gibt nur eine Innenperspektive. Und ich denk mir schon so, ey, ist das schwer, das Ding hier überhaupt reinzukriegen, so, weil du siehst ja nicht. Also ich hab vorhin dieses Ding einfach reingerammt, ne, in den Flieger. Weil ich es von außen nicht gesehen habe, ob ich die Höhe erreicht habe. Ich habe einfach auf gut Glück probiert. Also in den anderen Flieger. Also eigentlich so wie immer, ne? Ja, kann man so sagen. Das Börsen kann jeder, ne? Ey, weißt du, ich hab das nicht gewusst, dass es wirklich eine Außenansicht gibt. Das flasht mich gerade wirklich. Aber ich krieg das Ding nicht rein, also ist jetzt nicht blöd gedacht, also ich krieg's wirklich nicht rein. Ah, jetzt hab ich's. Jetzt, gleich noch zurückfahren. Hallo, schönen Abend dir noch mehr. Hä, wie steuert man das Teil? Alter, das ist so schlimm zum Steuern. Du hast einen Kreis mit einem Pfeil. Ja, das ist deine Achse. Ach, warte, ach, die Achse kann ich so steuern. Oh mein Gott, ich check das jetzt erst, wie ich die Achse steuere. Ach so. Ich habe das nicht gecheckt, dass ich die Achse. Ah, mein Gott, ich fahre ja mit dem Ding. Darwin, servus. Ich hab's aber schon erwischt. Okay, gut. Und das Ding ist, ich hab nicht gecheckt, dass ich diese Achse da unten so bewege. Oh mein Gott, bin ich blöd. Ich hab mir gedacht, das steuert sich willkürlich, das Teil. Ich durfte das Ding einmal tatsächlich fahren. War zwar kein Flugzeug in der Nähe, aber ich durfte mal fahren. Ist das eigentlich legal? Also durftest du das oder nicht? Eigentlich nicht, aber... Das ist aber nicht so schlau, das jetzt öffentlich zu machen, dass du mit so einem Ding mal gefahren bist, ohne dass du... Ja, das mein Gott, ich arbeite nicht mehr am Düsseldorfer Flughafen. Das war jetzt vielleicht... Ja gut, dass du das auch nochmal geleakt hast, dass die Leute dort anrufen und sagen, ja, wissen Sie, ich kenne ja jemanden, der ist mit so einem Ding gefahren, obwohl er nicht durfte. So, ja. Dann gehen wir das Band an. Achso, wir haben die Maschine hier gar nicht. Soll ich die Maschine holen, fürs Band reinhauen? Oder nein, haben wir schmeißen das da so rein. Wir scheißen einfach so rein. Passt. Für die unrichtige Verlagerung von den ganzen Sachen hier. Passt schon. Ja. Also ich schmeiß das so richtig nach hinten, weißt du? So richtig scheppert, dass die das von drin hören können. Hallo, servus, wunderschönen guten Abend, miau. Sehr schön. Kann ich zumachen? Nein, wir haben hier noch... Ja, 3 vorne, 3 hinten, ne? Ach so, oh ja, warte mal, dann nehme ich ihn wieder raus. Entschuldigen Sie bitte, der bleibt da. Ich weiß nicht, wie viele jetzt drin sind, ich glaube 3. Ja, ich glaube, es sind 3. Wird schon passen. Oh, guck doch einfach ins Tablet. Nee, wird schon passen. 3 hinten, so, wir machen auf. Aua. Ich krieg das Ding wieder nicht auf. Das ist wieder dasselbe Problem wie davor. Ah, jetzt ist offen. Hab's geschafft. Muss gleich noch deinen Tankwagen wegfahren. Jetzt machen wir das Ding. Warte, meine Lampe ist aus. Ah, nee, ich komme einfach mit der Lampe hier nicht rein. Wie macht man das hier noch mit Q, ne? Ja. Aber ich krieg's nicht hin. Ah, jetzt. Mit Q und was noch? Mit Q und E jetzt. Ja. Oh, jetzt der braucht auch einen Schlepper. Auch würde damit sogar schön sterben. Hä, wer braucht einen Schlepper? Das Flugzeug. Ach so, zum Zurückpushen. Ja. Der gute halt. Bison. Alter, das ist so räudig, ne? Also das ist halt echt eine Sache, wo ich sage, da lasse ich sowohl im Relive als auch hier so eine Art die Finger von. Also hier mit einer Doppelachse fahren, kann ich absolut nicht. So, hinten nur 3, ne? Ist erledigt dann. Ja, und dann kannst du auch direkt zumachen. Okay, machen wir das Ding wieder zu. Oh, einmal zumachen, die Kiste. Dann schließen wir das Teil wieder. Das schließen wir. Das Ding, das schließen wir. Oh, ich muss auf Klo. Ich hoffe, wir kriegen das geschlossen. Ich krieg das Ding nicht geschlossen, also irgendwie lässt er mich. Ah, jetzt. Ach, schön, er lässt mich nicht. Gut, das haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön, da kannst du schon mal die Unterlegkeile und Tütchen und die ganzen Fahrzeuge wegfahren und ich reite schon mal das andere. Die Unterlegkeile kann ich dir aber wegzischen oder was? Ja. Dann fahre ich mal das Fahrzeug weg. Tanker.
Ich fahre mit dem Tanker durch die Gegend. Durch die Gegend. Oh, nur ganz kurz. Erstmal kurz. Ach, das Ding ausstellen? Nee, noch nicht. Hilfst du okay. Gleich da. Dann machen wir die Hütchen weg. Genau. Du kannst die Hütchen auch stapeln mit F, ne? Ja, dann machen wir das mal mit F. Wäre ich gezwungen, die Hütchen wegzumachen? Ja, ne? Ja. Für was sind die Hütchen eigentlich da? Gibt das irgendwie einen Sinn so? Ja, damit jeder weiß, dass da ein Triebwerk ist und dass jeder weiß, wie weit die Spanne Achtung. Ist, damit du mit dem Auto nicht rankommst. Ja, ganz genau. Okay. Dann durch die. Aber wie kann ich die alle auf einmal wegschmeißen? Ja, F, nee, Z oder Y. Ach, Z, ja. Er sagt wieder Y, was falsch ist. Funktioniert nicht. Deshalb hat es nicht funktioniert. Okay. Das Ding bringen wir noch weg und dann müssen wir das Ding nur noch zurückpushen, glaube ich, ne? Au. Die Keile kann ich nicht aufheben. Nee, du musst erstmal die Hütchen und alles drumherum wegräumen. Aber ich habe die Hütchen schon weggeräumt. Ja, die müssen aus dem kompletten Bereich raus. Da sind sie aber. Also, ich habe die Hütchen halt wirklich weg. Ach ja, warte mal, wir müssen erst die GPU trennen. Ja, war mein, sorry. Ja, ich sag doch, wir müssen die trennen. So, jetzt können wir die Dinger wegmachen, oder? Ja, siehst du? Ja, Vollprofi kennt sie natürlich aus in diesem Gebiet. Oh, das Spiel läuft seit fast 2 Stunden und du bist schon besser als ich. So muss ja, krass, ne? Wie man dazulernt mit den Fliegern hier. Ich schwöre dir, aber ich könnte mir wirklich Leute vorstellen, die dieses Spiel spielen und sagen, ich möchte das als Job machen. Ja. Ja. Das fördert schon den Job. Ist sicher geil. Ich finde Flughafen insgesamt immer geil. Sag ich mal, ich war, wie gesagt, Frankfurter Flughafen war ich. Und ich fand das immer ziemlich interessant, wie dort die Leute gearbeitet haben. Das ist halt leider massiv das Klischee, das ist die Ausländer halt arbeiten. Ja, bitte was? Ich finde halt scheiße, dass es halt Klischee ist. Stimmt halt leider, aber ja, ich finde, es ist eigentlich ein Job, der halt viel mehr ist als dieses Klischee, weißt du? Was für ein Klischee denn? Das einzige Klischee, was ich weiß über Flugzeugarbeiter ist, dass die ihre Koffer scheiße einpacken und rumschmeißen. Das ist das einzige Klischee, was ich kenne. Ja, also ich sag mal so, auf den deutschen Flughäfen ist die Ansprache auf dem Flughafen türkisch. Und das ist jetzt okay. No hate und so. Ja, ja. Es ist halt wirklich so. Weil halt aber warum ist das so? Das verstehe ich aber nicht. Das soll kein Hate sein, weil der Job halt einfach so massiv unterbezahlt ist und die Leute sich einfach freuen, einen Job zu haben, weißt du? Und das ist wirklich so krass unterbezahlt? Ja. Also kriegst du wenig dafür? Alter, überleg mal, du stehst bei Wind und Wetter, am Flughafen sind es im Sommer unten, kann es mal locker 40 Grad werden. Und im Winter ist es halt noch viel kälter, weil halt dieser ganze Beton die Hitze und Wärme reflektiert, weißt du? Ja gut, das stimmt schon, ja, das weißt, recht. Weißt du, du machst dich kaputt, ja. Schleppst dich kaputt. Um dich herum sind millionenschwere Fahrzeuge und Flugzeuge, weißt du, und du kriegst da vielleicht ein bisschen besser als Mindestlohn, weißt du? Oh, krass, ich dachte, das ist besser bezahlt. Ich dachte, du kriegst da gar nicht mehr so wenig für. Weil also, du musst weißt ja schon, also du musst ja wirklich fett dran anpacken, weißt du? Und wie du heute sagst, ja. Die Hitze und alles. Also ich dachte, es wird besser bezahlt, dass du also wirklich ein bisschen was dafür kriegst auch. Weil es ist ja anstrengend. Weißt du, und so scheiße und rassistisch sich das anhört, wo sich halt ein Deutscher denkt, ey, dafür gehe ich nicht arbeiten, weißt du? Die Deutschen sind halt so kacke, ne? Ja, ja, das ist so. Es ist halt leider die Deutschen sind sich sehr vieles zu, wie sagt man, zu eitel, kann man sagen, ne? Mache ich nicht. Ist mir zu viel Aufwand, nicht so wenig bezahlt. Aber ey, das ist aber wirklich Respekt an die das machen so, aber ich finde das halt wirklich assi, weil du machst halt harte Arbeit am Flughafen. Wie du sagst, im Sommer scheint die Sonne runter und kriegst halt scheiße bezahlt. Aber da muss ich sowieso ein bisschen was ändern. Aber du, ich meine, du kennst dich da am besten aus. Du kommst ja von Dingen, du weißt ja, wie es läuft, ne? Ich finde es halt scheiße. Ja, es sollte sich, also da soll sich auf jeden Fall was ändern, Alter. Du kannst ja nicht einfach
kurz vor Mindestlohn bezahlt werden und harte Arbeit da reinpacken. Und vor allen Dingen, wenn du mal was falsch machst, wird dir so dermaßen der Arsch aufgerissen und wirst halt einfach ersetzt, weil 30 andere Leute Schlange stehen. Ja gut, das ist es. Weißt du? Und vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, wenn man das jetzt einfach so zusammenhangslos schneidet, ist man der größte Rassist, ne? Aber es ist halt einfach so, die Umstände sind genauso wie in der Pflege. Es ist einfach so. Nee, warum Rassist? Du kennst dich aus, du weißt, wie es da ist. Du sagst hier, die meisten sprechen Türkisch, die das machen. Hast du gesagt? Ja. Ja, Amtssprache der Türkisch schon fast. Aber wie du sagst, es ist halt dann, also das finde ich aber schon so fast so ein bisschen ausbeuterisch, weißt du so? Weil ja, das Leute, ist das ja. Das ist ja das. Das ist ja die, ich sag mal, diese Fluggesellschaften machen das ja. Die machen das ja mit Absicht. Nein. Ach, das ist der Airport? Ja. Ey, das ist aber Ausbeutung so. Ich sag mal so, das beste Beispiel ist Düsseldorf. Vor ein paar Jahren hatte Düsseldorf sein eigenes Ground Handling. Das waren die Profis. Oh nee, ich hab das kaputt gemacht. Das waren die Profis, da lief alles. So, und dann hat der Flughafen gesagt, ey, lohnt sich nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Wir sorgen jetzt dafür, oder wir lassen zu, dass sogenannte Ground Handling Firmen den Job übernehmen und unsere teure und damit halt Geld sparen, so auf die Art und Weise. Ja, genau. So, und deswegen, okay, ja, gut, das ist... deswegen machen das halt Subfirmen, ne? Ja. Jetzt sag ich mal Aktiona, Avia Partner, weißt du? Ja, einer schreibt hier sowieso, Bodenpersonal ist eine eigene Gesellschaft. Ja, genau. Okay. So, und früher war das Flughafensache. Ach so, okay. Ja. Und jetzt machen sie so auf Spare froh, so gut es geht, sparen, wo es geht und unterbezahlen so. Also gerade genau. So, dass es sich. Dass du gerade nicht unterm untersten Bezahlungsdienst bist, alles ja. Genau. Okay, das ist aber assi. Du, dein Tanker steht noch im Bereich. Ja, okay. Aber siehst du, da hatten wir auch mal Real Talk ein bisschen im Dings über den Job, weil ich ganz ehrlich, ich finde das schon spannend, den Job so an sich. Aber das ist krass, dass die, das ist ja wirklich, also bin ich ehrlich, finde ich, ist schon so ein bisschen Ausbeuten von Menschen, wenn man sagt, man bezahlt so schlecht und man muss so viel Arbeit da reinstecken. Ja. Ist schon uncool eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und vor allen Dingen auch so unmenschlich, weißt du? Ich habe eine Freundin, die ist Rep Agent, das heißt, die koordiniert die ganzen Lader und Fahrlader, alles, was ums Flugzeug passiert. Die sitzt oben am Gate, zählt die Passagiere und alles, ne? Die kümmert sich halt um alles. So, die war bei einer Firma, ne? Zeitvertrag natürlich. Und Zeitvertrag in Deutschland maximal 6 Monate, glaube ich. So. Da ist noch irgendwo ein Hütchen oder sowas, das wir noch wegmachen müssen. Ja. Irgendwas ist da noch im Weg. Sind das die 2 Hütchen? Nee. Und nach 5,5 Monaten wurde der einfach gekündigt. So. Ja. Und dann konnte die nicht mehr wieder eingestellt werden, weil du, ich glaube, nicht wieder eingestellt werden kannst. Du kannst nicht so und so oft hintereinander Zeitjobs haben. Und ja, irgendwas steht hier noch alle, weißt du, alles nur, um eine Festanstellung zu vermeiden. Ich tue das mal weg. Also die machen das so mit Absicht, dass die nicht mehr zahlen müssen, weil bei Festeinstellungen müssen sie mehr zahlen, ne? Genau. Ja, krass. Und wenn es halt scheiße läuft, du Verträge verlierst, kannst du die nicht einfach raushauen, ne? Gut, ich muss sagen, bei der Story, da war auch noch Corona dazwischen, ne? Corona-Boni. Aber es war... Aber siehst du, jetzt haben wir doch nochmal im Stream, ja? Zuerst habe ich gesagt, es wäre vielleicht ein Job, vielleicht holen sich das, vielleicht wären ein paar Leute, die sich darauf interessieren und das machen wollen. Ich glaube, jetzt haben wir den Leute ganz schön den ganzen Spieß gerade umgedreht, Marius, durch dich. Jemand, der ein bisschen Ahnung von hat, dass das sehr schlecht bezahlt wird hier. Dann geht lieber, so wie ich, in die Flugzeugwartung. Ihr repariert Flugzeuge, gibt es 2 Fahrzeuge, Mechaniker und Elektroniker. Weißt du, es gibt kein Fluggerät-Mechatroniker, das gibt's nicht, wird's auch erstmal nicht geben. Es kommt dann auf RLO 4.0, kommt dann ein Update. Ja, genau. Mein Flughafenkonzept wurde ja nicht aufgenommen. Was? Genau so ist es. Es wurde nicht aufgenommen, das Flughafenkonzept. Nee, aber das ist eine anerkannte Ausbildung, ihr könnt gut Geld verdienen, wenn ihr Bock auf 3-Schicht habt, auch hauptsächlich Nachtschicht. Dann. Und da fliegt sich so eine Klappe auf, schreibt jemand. Nee. Das könnte ja, doch, ja, das ist ein Bug, die geht immer wieder auf. Okay.
Ja, ich habe die nämlich zugemacht, das weiß ich. Naja. Ja, jetzt ist aber alles zu. Ja. Stand verbinden. Ja, aber das ist, das wusste ich halt, ich wusste halt echt nicht, dass das so eine eigene Gesellschaft ist. Ich dachte so, okay, das macht die Fluggesellschaft vielleicht so oder halt der Airport selber. Ne? Schon lange nicht mehr. Ist das aber überall so oder ist das nur an bestimmten Flughäfen so? Also ich kann dir sagen, Flughafen Mallorca wird von Swissport gehandelt. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Keine Ahnung, was das ist. Auch ein Bodenabfertiger. Aber spanischer Flughafen, Swissport. Swissport. Keine Ahnung. Ich kenne mich halt nicht aus. Ich habe ja, nein, zu tun. Swiss, Schweiz. Schweiz, ja. Ja, ja. Swissport. Ja. Leitet einen spanischen Flughafen. Ja, also, was ist daran jetzt schlecht? Ja. Well, ein spanischer Flughafen wird von Swissport gehandelt. Swissport. Ja, aber was ist das Problem daran? Das ist doch egal, oder? Wer es macht. Well, ein spanischer Flughafen. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber was ist daran so schlimm, wenn die Schweizer das machen? Nein, es ist nicht schlimm, aber das ist genau das Beispiel, was wir gerade gesagt haben. Ich verstehe es nicht. Nee, weil die Firma ist in der Schweiz. Oder? Kann ich jetzt hier nicht einsteigen. Ich weiß gar nicht, ob Swissport. Ja, aber Swissport. Nee, was hat das mit der Firma zu tun, dass sie in der Schweiz liegt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Den Zusammenhang gerade. Nein, wir waren doch gerade beim Ausbeuten von Leuten, die das machen. Nein, wir waren doch gerade beim Thema, dass die Flughäfen das nicht mehr selber machen. Und genau, ja. Ich gesagt, ein Schweizer oder ein. Alter. Ich muss ja ranfahren. Ein Schweizer macht einen spanischen Flughafen. Ich verstehe, was du meinst, aber. Genau. Ja, das ist das Problem. Also, sie machen das. Also, es ist. Meine Frage war, ob das jeder Flughafen macht. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt das beste Beispiel, was mir eingefallen ist. Warte mal hier. Antalya macht Fraport, genau. Ja, aber kennst du irgendeinen Flughafen, wo der Flughafen das selber macht? Das meine ich so. Boah. Ob es einen gibt oder ob es irgendwo auf der Welt einen gibt, wo die Flughäfen das noch selber managen. Also ich weiß nicht, da bei Fraport in Frankfurt, ob das, ich glaube Fraport gehört zu Frankfurt, aber in Frankfurt hast du auch wieder halt die Visa. Hängst du das an, Ding? Am Händeln. Ich bin gerade lost, ich vergesse immer. Also es gibt schon noch Stellen, wo es sich, also aber die bezahlen dann besser oder wie ist das? Also oder kennst du dich da nicht so aus? Ich habe gerade sehr viele Fragen. Nicht so tatsächlich. Ich kenne es tatsächlich aus der Rubrik nur vom Flugsimulator. Okay. Weil du dir da halt hier wie auf RLO Liveries für Fahrzeuge, weißt du? Ja, weiß schon. Die kannst du. Warum halt hängst du das immer wieder ab? Machen. Was machst du denn? Ja, da gibt es eine Reihenfolge, da muss der Chat mir mal helfen. Da. So, ich denke mir, was machen wir falsch? Ja? Nehmen ja, Sie Gepäck aus dem Gepäckraum 10 steht hier, lade das Gepäck ein. Nee, wir sind bei UAD. Okay, mal kurz gucke. Warte auf die Pushback-Freigabe. Das ist durch. Schiebe das Flugzeug vom Standplatz Nummer 4 zurück. Ja, aber wir müssen trotzdem verbinden. Ach, der Chat soll helfen. Lieber Chat, wie verbindet man das? Weiß das jemand? Also erst, entweder müssen wir erst die Schleppstange verbinden, so ist es im realen Leben. Du koppelst das hier ab und also der Pushback-Fahrer kommt, stellt die Schleppstange hier hin. Du koppelst die ab vom Truck, verbindest die manuell mit dem Flugzeug und dann kommt das Pushback-Truck hier dran. So, und ich weiß, dass das noch nicht so. Mal probieren. Ja. Ich brauche keinen Aufsatz für das Teil. Ich habe hier. Ja, weil das geht immer wieder ab, ne, wenn ich das vorne anbaue. Naja, so, das ist eine Schleppstange für 320, richtiges Flugzeug. Ah, ich muss mal ein bisschen ranfahren. Bei der Lenkung, wie ASD Enter eintreten, gibt es vielleicht noch irgendwas anderes zum. Nee. E drücken, ja, das E drücken, gut, dann E drücken. Warte, ich pumpe mal ein bisschen hoch. Ach stimmt, du musst mal hochpumpen. Ja, aber das wird sein, ja, pumpt noch weiter, pumpen? Nee, ich hatte das ja eben schon. Okay, ja, weiter pumpen. Warte mal. Zeichen kommt später. Ich glaube, jetzt ist es, noch ein bisschen pumpen. Nee, da wackelt das dann.
Flugzeug. Wenn du verbunden bist. Nee, ich glaube, wir kriegen das hin. Also das ist bei mir tatsächlich auch immer gut Glück. Das muss ich jetzt auch mal unterstellen. Warte, ich glaube, das ist es. Nee, Wordle, du bist so hoch. Siehst du hier diesen waagerechten Balken? Da musst du reinhaken. Ach so, warte. In den waagerechten Balken reinhaken. Ja, das ist schon klar, aber irgendwie... Alter, wir müssen das, glaube ich, haargenau reinkriegen einfach, das ist... Nee, das muss gar nicht so genau. Irgendwann macht's plopp und dann ist es verbunden. Okay, jetzt sind wir falsch. Warte. Warte mal, ich koppel das mal... Nein, nicht abkuppeln, nicht abkuppeln. Wie war denn das noch? Das ist halt... Ja, ein bisschen Flugverspätung. Das ist halt kacke, ja, weil dumm und dümmer das Flugzeug abfertigen. Was? Ich glaube, jetzt ist es relativ gut. Du rammst das da in den Reifen rein. Ja, natürlich ramm ich das hier rein. Das geht doch nicht anders. So, und jetzt mal ein bisschen antingsen. Oder warte, wir koppeln es mal ab. Die Höhe ist perfekt. Ich koppel es mal ab. Ah, nee, warte, aber wenn wir die Höhe einstellen müssen, dann müssen wir es ja ankoppeln. Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn so. Dann passt das schon so. Ich weiß, dass ich da auch im Armstruggeln bin. Warte, ich löse noch mal ein bisschen. So. Ja, der hat echt keinen Bock auf uns. Benutzen. Oder wir müssen erstmal auf die Pushback-Freigabe warten. Das ist immer so die Sache, die ich glaube, ich muss das Tutorial nochmal spielen für Pushback. Aber wie kriegen wir die Pushback-Freigabe? Ja, das dauert. Der Pilot funkt jetzt, macht seine Check. Achso, ja, dann soll er seine Chaya machen, weil wir müssen jetzt, da steht nochmal, warte auf das Gepäck im Gepäckraum. Nehmen Sie Gepäck, weil Sie haben ja noch was anderes. Ach, scheiße, wir haben ja noch die andere. Wir haben ja noch die das wollte ich doch gerade sagen die ganze Zeit, ja. Oh. Die Luftwaffe haben wir hier noch. Frau Merkel möchte... Deutsch war ein Spaß, ne? Also nicht das jetzt hier, ne? Ihr wisst Bescheid. So, McFress geht an Bord. McDoofmann kommt jetzt raus mit den Dingern. Weil ich würde mir das gerne von oben ansehen. McDoofmann, ja. Ja, was soll ich sonst nennen? McDoofmann. Jetzt gucken wir, wie das aussieht von hier. Schau mal, können wir Herr McDoofmann zugucken. Ich kann sogar auf diese Rampe da drauf. Ach guck, ich kann mitkommen mit dem. Ist das cool? Kann ich hier einsteigen? Was ist eigentlich, wenn ich hier vorne stehe? Backt der mich dann in das Flugzeug rein? Ja. Nee. Aber ich kann mir ihn zugucken bei der Arbeit. Krass. Richtig krass. Ich bin nämlich gerade wirklich oben drin. Weißt du, die Dinger sind ausmodelliert. Mich triggert das so hart, dass wir da nicht reingehen können. Ich würde es mir so gern von denen angucken. So. Ja, Herr Doofmann. Ich würde hier, McDoofmann, ich würde echt gern rein. Oh, schön. Oha. Schön habe ich das verbunden. Passagiere in das Flugzeug laden, null von... Ah, warte, muss ich wieder das Ding hinziehen, ne? Wobei, das haben wir doch schon gemacht, ne? Ah, die kommen schon. Gut, ich muss dir mal was Cooles zeigen, komm mit. Ja, ich komme. Ich zeige dir jetzt nämlich... Muss er gleich vorlesen gehen, ja? Das Gepäckband, weil das ist eine Sache, die haben die hier. Das war nämlich auch der Beta Airport, das haben sie richtig geil gemacht. Gepäckband RP, müssen wir was mitholen, dass wir das Gepäck abholen können? Ja, ich suche gerade den Truck. Vielleicht habe ich den. Ah, da hinten ist er. Ich habe eigentlich hier schon was gefunden. Warte, ich zieh mal so ein. Wir machen. Ey, können wir so einen richtig langen Wagen machen? Natürlich. Oh, geil, machen wir das. Dann ziehen wir das Ding mal. Nächster Screen-Titel, wir bauen den längsten Gepäckwagen. Oh ja, wir probieren mal so lang wie es geht, okay? Wir nehmen mal alle mit hier und schauen, wie lang es geht. Aber bei 4, so wie es auf realen Flughafen ist, 4 hintereinander, dann ist das im Spiel schon übel langsam. Alter. Ja, ist aber cool. Warte, ich fahr mal vor. Der ist ja ein bisschen stärker als die anderen, habe ich das Gefühl. Der ist ja ein bisschen größer als der kleine, den wir davor hatten. Ah, dann machst du den, dann mach ich den. Ach, weißt du, das bringt mich auch auf noch so ein sehr beliebtes Flughafen-Thema, ne? Ja. Alle schreien ja immer nach Umwelt und so, ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ein Flughafen für eine dreckige Umweltbilanz hat, ne? Du musst mir überlegen. Bruder, das ist ein Flughafen, weißt, was am Hafen ist. Ja, nein, es liegt nicht am Flughafen. Alle Fahrzeuge am Flughafen Diesel, Dauer ich an. Sag mal 80%, das auch. Ja. Da sind die Flugzeuge nichts gegen. Diese ganzen Stromaggregate, fette Dieselkarren,
Dieselaggregate. Jedes Auto, quasi Diesel, das hier, was wir hier haben, das ist schon die E-Variante. Aber auf dem Flughafen in Deutschland sind das meistens Mulax. Das ist eine Firma aus der Nähe von Stuttgart. Und die laufen alle mit Diesel. Und die haben alle so viel Hubraum, dass die, das sind eigentlich quasi alles kleine Flugzeugschlepper. Krass. Nee, weil ich habe immer, wie im Flughafen war, habe ich mir immer so gedacht, warum lassen die ganze Zeit den Motor rennen, so, weißt du? Aber die müssen halt ja, immer jeder weiterfahren, so. Aber ja, da wäre, weißt du, da wäre so eine Start-Stopp-Automatik doch was Schönes, oder? Ein Diesel? Ja. Also, ach so, ja, beim Diesel schwer. Ja, stimmt, gut. Vor allem im Winter wird's dann lustig. So, Nee, aber, weißt du, wenn zum Beispiel bei Lufthansa, weißt du, nur Dieselkarren fort, ne? Ja. Und Diesel hast Kurzstrecke, weißt du? Du fährst am Flughafen, wo müssen wir wenn's hin? Nicht, weißt du, wenn es nicht gerade Frankfurt ist, vielleicht 3 Minuten, weißt du? Und du kannst dir nicht vorstellen, wie bei diesen Lufthansa-Karren die Katalysatoren voll waren, ne? Alter, du bist angefahren, du bist teilweise mal einen Tag nur im ersten Gang gefahren, damit der Katalysator mal sauber wird, ne? Das ist, also... Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Achso, ja, Entschuldigung. Du drehst einmal, fährst nicht zum Terminal. Zum Terminal, ja. Ja, es stimmt, das ist jetzt wirklich langsamer, der Wagen. Unter Terminal durch? Hier durch? Okay. Ja. Weil da habe ich meinen anderen Wagen da wunderschön reingeparkt. Wo du links erkennen kannst. So, jetzt Säule, jetzt rechts halten. Rechts halten, rechts und ja, dann rechts, da in die Garage fahren. Ah, in die Garage? Macht die auf? Ja. Oh, ja. Krass. Ja, Will, das ist ein ganz großer Leckerbissen. Alter, guck dir das mal an. Und jetzt an. Guck dir diese Gepäckbänder an. Alter, ich bin in einem ganz anderen Bereich. Alter, als ich hier in die Beta reingefahren bin, ne? Ja. Alter, ich schwör's dir, ich dachte, mir trifft mich der Schlag, ne? Aber ich da fahr war jetzt mir hier, wo, welches Band müssen wir, weißt du das? Wo Koffer liegen. Ja, das, die müssen wir anschmeißen, oder, die Bänder? Nein. Oh nee. Weil das ein größerer Flughafen ist, Ach nein. Geht das automatisch. Und hier, ja, Problem. Ah, will ich in die Außenperspektive? Du wirst es nicht sehen. Houston, wir haben ein Problem. Ah nee, ich enthake mich gerade. Glaube ich. Ja, enthak du nicht mal. Nee, ich komme nicht mehr. Das ist der Sound auf die Spinde. Weißt ja, du, aber ich so kann nicht mal aussteigen, weil die Türen blockiert sind. Also, wir mal kurz aussteigen. Ich tue das mal kurz ab. Weil ich habe das jetzt mal abgemacht. Bug. Nee, weil wir kriegen das hin. Ich habe mich gerade abmontiert. Oh nein, wie kann ich da. Ey. Das gibt's doch, das kann ich nicht wahrsteinern. Wir waren so gut. Warte, ich krieg das hin. Glaub mir, wir kriegen das hin. Ich hole schnell ein anderes Auto und schieb den dann damit raus, okay? Also ganz einfache Sache. Ich kann mich ja mit dem Tablet teleportieren. Nee, wir sind ja Vollprofis, wir kriegen das hin. Ja, Leute, Vollprofis. Wir sind Vollprofis, die ihr sehen könnt. Und dümmer. Nee. Wir sind nicht dumm, wir machen das mit kompletter Überzeugung, machen wir den Job hier. Mit Zeit kriegen wir eh nichts. So. Oh nee, ich muss wieder raus. Hilfe! Quentin, bitte helf mir, ich muss auf Klo. Oh, perfekter Zeitpunkt für Klo. Leute, ich bin gleich wieder da. Miau. Achso, schon getrennt. Okay, jetzt aber. So, dann holen wir mal das Auto raus. Das können wir vorlesen, Macker und Lump, alles gute Nachricht. Wann kommt 3.0? Wann kommt Auto aus dem Simulator? Wie lange streamst du heute? Wo ist Karl-Heinz? Grüße bitte jemanden. Ich grüße Reinsch. Weil der heißt Reinsch. So, ich schau mal, ob ich das Auto ist, müssen wir doch irgendwie. Oh nein. Bitte fahr dich nicht fest. Oh nee, ich hab mich festgefahren. Ich hab mich nochmal festgefahren. Ich glaub's nicht. Na, zum Glück nicht. Aber ey, das kriegen wir hin, wir kriegen es hin. Phil, hallo, dachte heute kommt RLO 3.0. Ja, das kommt übermorgen, wie immer halt. Aber dankeschön, Phil. Makadalum, was ist grün? Ich glaube, ich habe Makadalum gesagt. Oh, Alter, okay, den Wagen können wir nicht mehr verwenden, so wie es aussieht, Leute. Der ist komplett kaputt. Ey, wie ich das wieder hinbekommen habe, ne? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das kauft mir ja keiner ab, was ich hier wieder fabrikaziere. Fabrikaziere, genau. Fabrizier. Ich fabrizier.
Ich krieg das Ding nicht weg, es geht nicht. Es, Leute, wir stecken fest. Jetzt wisst ihr, warum eure Flieger immer zu spät sind. Warum die immer so spät abfliegen. Das Stream ist Hammer. So. Wir sind einfach der Grund dafür, dass die Flieger zu spät. Ich nehme ein bisschen Anlauf, ich krieg das hin. Andere Seite. Vollgas. So. Wir sind auch wieder da. Oh. Schnell Toilette. Marius, ich gebe jetzt Vollgas. Ey, das Ding geht nicht weg von dieser Rampe. Mein Gott, ich krieg's nicht hin. Ja, du hast mich wenigstens freigebildet. Das ist gut. So. Dann hilf mit. Hau einen Rückwärtsgang rein oder so. Keine Ahnung. Achso, warte, rückwärts geht nicht. Hinten sind die Dinger drin. Oh, warte, nee. Warte mal, hast du den gut rausgemacht? Ja, du musst E drücken. Das geht halt nicht. Ich drück die Leertaste und das Auto springt nicht. Ja, nicht Leertaste, E drücken. Das Ding steckt halt komplett drin. Ich schwör, ich krieg dich da nicht raus. Scheiße. Ja, aber wir müssen ja das Gepäck liefern. Was soll man das mit dem Elektroauto machen? Das wird auch gehen. Ja, dann nehmen wir halt nur einen Wagen. Warte, geht das Elektroauto nicht oder was? Ist das zu schwach dafür? Ja, doch. Aber ich habe keinen Bock, die anderen da aus dem Gulasch zu holen. Ja, warte, aber den hinten kriegen wir schon aus dem Gulasch raus. Schau mal, den müssen wir doch nur hier anziehen. Mal hier so. Ja, mach doch mal. Ich trenne die mal hier. Schau mal, den müssen wir doch nur anziehen hier an den Dings. Und dann, warte, ich zieh den schon rein da. Das war die beste Idee ever, um diese Kurve da zu fahren. Das war echt eine super Idee von mir. Ja, vor allen Dingen, wir hätten hier gar nicht hingemusst. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich weiß, ich wollte mir das mal angucken. So, jetzt probieren wir das mal da reinzuziehen. Ja, das funktioniert. Ja, du kriegst die Stange nicht darum. Na, natürlich, ich krieg die Stange überall rein. So. Ja. Warte. Drücke F zum Schließen. Nee. Ich fahr noch mal ein bisschen mehr rückwärts. Den kriegen wir doch rein, oder? Warum machst du denn immer den Motor aus? Das macht er bei mir automatisch, glaube ich. Ach so. So, komm jetzt rein da. Nee, das geht nicht. Ich will auch das. Ah, warte. Ein bisschen weiter. Ja, ein bisschen weiter. Ja, es hängt. Ja, wir haben's. Okay. Oder bleib stehen. So, ich fahr weiter. Ja, nicht. Den auch noch einhaken. Warte, bleib stehen. Ja, guck mal hier. Genau so habe ich das geplant. So, verbinden. So, siehst du? So, genau so habe ich das geplant. Okay, jetzt können wir. Ach, zum Glück geht das. Ey, bin ich gerade froh, wir haben uns gerade irgendwas Apache geholfen. Ja, so, und jetzt fahren wir jetzt hier rum. Ich weiß noch nicht wohin. Weißt du, ich wollte mich an die Regeln halten, dass wir hier richtig fahren. Der Blinker ist an. Siehst du, und jetzt liegen hier die Koffer. Ah, ja. Und die fallen hier auch richtig runter, ne? Hier das. Aber wo fallen die? Wo fallen die runter? Also wie funktioniert denn das? Die kommen aus dem Terminal hier und dann das sind hier so Kippgelenke und dann kippen die hier runter. Aber das haben wir jetzt nicht gesehen, wie die da runterkippen, oder? Nein. Aber im Spiel sieht man das schon, wenn es passiert, oder? Ja. Ach schade, dass wir so spät da sind. Kannst du mal bei mir in Beta-Stream gucken? Das macht mich jetzt echt traurig, weil ich wollte es unbedingt sehen, wie die da runterkippen. Und vor allen Dingen, du kannst oben dich aufs Band hocken und dann kannst du eine Runde mitfahren. Oh nö, das hat die sogar gemacht. Och Menno. Och Menno. So, haben wir noch irgendwo ein Dings? Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Ne? Nichts. Ich schau nochmal auf die Seite, weil nicht, dass da was runtergefallen ist. Man kann den Maschinen ja nie ganz trauen. Ja, gerade nicht den Isländern. Ja, aber ich schau mal. Genau, den Isländern darfst du nicht vertrauen. Du kannst hier nicht stehen, jetzt habe ich dasselbe Problem wie du. So. Ich stehe hier trotzdem, ist mir egal. Oh Gott. So, runterrutschen! Hui! So, Hammers. Hast du geschafft? Fahr mal. Achso, soll man das nicht zumachen oder ist das schon zu? Ja, wir können auch Plan holen. Nö, passt schon, wir fahren einfach, wenn das rausfliegt, ist meine Schuld. Natürlich. Ab geht's! Pff, schon einen Unfall gebaut. So. Also, wir haben's gleich. Draußen. So, jetzt aber. Auf geht's. Ich krieg den Blinker nicht mehr aus. Ja, wir müssen hier links, wo musst du hin? Achso, warte, ja. Ich bin nochmal eine Ehrenrunde. Ehrenbruder genau. Kylo. So, jetzt aber. Nur für den lieben Jeffrey. Zu dem müssen wir hin, ne? Nee, warte, zum deutschen Flieger war das jetzt, ne? Nee, UAD. Ja, nee, ja.
Scheiße, ich habe nicht auf das Schild. Ich habe nicht auf das Schild geguckt. Ja, du kannst ja gucken, welcher Flieger was braucht, oder? Ach so, ja, ja, Berlin. Ja, das Ding hier, oder? Oh, Huel, du hast ein Gepäckstück verloren. Hä, wo denn? Oh. Wo denn? Ja, ja, guck im Tablet. Ich hab keins verloren. Ich schwöre, ich hab keins verloren. Natürlich, nehmen Sie Ihr Gepäck aus dem Gepäckraum. Das ist noch eins. Eins ist zurück. Geblieben. Okay, dann fahren wir nochmal zurück. Ich sagte, das ist nicht meine Schuld. Ich schwöre dir, das liegt sicher nicht da irgendwo rum. Warte mal, siehst du hier irgendwas rumliegen? Also ich nicht. Ja, lass uns in die Halle reinfahren. Wo soll da jetzt was rumliegen? Da liegt nichts, siehst du? Da! Du hast einen Koffer kaputt gemacht, da habe ich ihn doch schon durchbacken sehen. Ah, da ist ein kaputter Koffer. Ach, wartet mal, das ist ja wirklich kaputt, der ist offen. Ja. Wie können die Koffer aufgehen? Ja, indem du sie zu hart schmachst. Ach so, das wusste ich nicht. Ja gut, dann warte, du kannst die so hart schmeißen, dass die kaputt gehen. Ist das ja, geil? Und vor allen Dingen, du kannst den Leuten das dann abziehen, was da drin ist. Oh ja, ich zieh dir das ab, aber sowas von zieh ich dir die Sachen ab. Da waren zwei Dosen Katzenfutter dabei. Ey, lass einfach mal alle Sachen öffnen, einfach alles klauen, was da drin ist. Ja, gibt es die mir heraus. Lass mal hier den probieren. So, schmeiß mal den mal gegen die Wand. Ey, wie macht man das? Wie kriegst du das hin? Rechte Maustaste werfen. Ach so. Oh, was hatte der denn dabei? Oh, guck mal, eine Hurdelfigur. Bei mir ist es linke Maustaste werfen. Oder ist es ein Kapibara? Kapibara. Ich krieg das nicht Kapibara, hin. Kapibara, 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 Kapibara. Was? Nee, ich krieg das nicht hin, wie du das sagst. Also ich drück und irgendwie... Ja, du musst dich schon... Muss ich mich richtig anstrengen, ne? Ja. Blöder Kackhaufen, du. Nee, ich krieg das bei Gott nicht hin. Ich schaff das nicht. Ja, F drücken und dann diese Anzeige voll aufladen. Dann ja, mach ich. Müssen. Ist voll aufgeladen. Okay. Gegen die nächste Wand, du hast. Okay. Nö, will er nicht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein stabiler Koffer, ist mir egal. Dann bleibt er halt drin. Guck mal, nichts klauen. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Jetzt können wir fahren. Ja. Steigen Sie ein, los geht die Reise. Ich hab mein Capybara und das Katzenfutter. Ich weiß nicht, was ein Capybara ist. Ich kenne nur das Lied. Ich schau nochmal nach hinten. Eine rote Anzeige, warte. Was denn? Nee, alles gut. Alles gut? Okay. Ja, weil das siehst du nämlich im Tablet. Nee, ich kauf's ja blöd nicht auf mich, schmeiß das einfach rein. Hast du gesagt, Air Berlin müssen wir hin, oder was? Ja. Was ist jetzt das Flugzeug Air Berlin? Die Luftwaffe. Ach so, die gehört zu Air Berlin? Ja. Okay, wusste ich jetzt auch nicht. Darf man das übers unter das Flugzeug hinweg? Oh nein. Oh nein, wir hängen am Flugzeug fest. Och nö. Oh, das wird teuer, Weddle. Warte mal. Das wird teuer. Ich wollte mich gerade fragen, aber das darf ich haben Gepäck verloren. Und dann ist es noch das Flugzeug der Ukraine. Wir haben Gepäck verloren. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Es ist nicht mit Absicht. So, jetzt aber. Erschossen. Gehst du rein, ne? So. Ich wollte das nicht. So, jetzt hier vorne. Brauchen wir nicht so ein Gepäcksteil oder machen wir das einfach so? Das machen wir so. Ich muss jetzt erstmal hier. Ich will ein Gepäcksteil. Ach, okay. Und ich fahre den McDoof-Wagen weg. Weil, weißt du, da stehen gleich zwei Stück, deshalb denke ich mir so, komm, lass schnell machen. So mit voller Kanüle da reinfahren mit dem Ding. Wir wollen hier professionell wirken, weißt du? Vorne und eins hinten, ne? Aber nur wirken. Pff, ich fahr eh in alles rein. So. Das öffnen wir hier. Ah, jo. Nein, die Tür ist blockiert, safe. So, machen wir hier das Ding nochmal auf, hier. So, was Siehste. Ist denn mit der Ukraine? Wann soll denn die Ukraine denn starten? 1745, dann musst du doch schon lange die Pushback-Freigabe haben. Was ist denn mit dem? Nee, wir brauchen einfach zu lange dafür, die können warten. Wobei, eigentlich sollte die Luftwaffe warten, weil da sind Politiker drin. Die dürfen auch mal gerne warten. Ja, ob jetzt ukrainische oder deutsche Politiker warten. Eigentlich ist mir das komplett egal. Hauptsache, sobald es ein Politiker ist, muss der warten. Ist das da drüben auch eine Politikermaschine? Ja, das ist unser Szenario. Ach so, ich dachte, das ist eine normale. Ach so, weißt du, das drüben hier, das sieht so richtig aus, so ein bisschen Zweiter Weltkrieg-Style, weißt du? Ich dachte so, okay.
so graue Maschine und da drüben einfach so komplett weiß mit Ukraine-Flagge. Das sah jetzt nicht nach einer, Militär- oder Politikermaschine aus. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Wie viele müssen wir in die deutsche Maschine vorne reinladen? Kannst du mir das sagen, schnell? Ich glaube 5-5, oder? 5? 5-5, ja. 5-5, gut, dann schmeiß das Ding aber an. Mit Z. Ja, aktuell gibt es nur 7-7-20. Richtung mit T. So, alles rausschmeißen, 5 Stück. 1. Naja, ich will diese scheiß Schmeckstange, das kannst doch nicht sein. Du bist wirklich so blöd. 3. Ich hoffe, das ist das richtige Gepäck. 4. Und die 5. Ich hoffe, wir haben das richtige Gepäck jetzt da drin in dem Ding. Natürlich. Mach mal die Tür hier mal auf. Zack. Well, wir sind Profis. Machst du gerade den anderen Flieger drüben fertig? Ich versuche diese scheiß Stange. Jetzt habe ich mich verfahren. Achso, ja. Probier das mit der Stange, natürlich. Problem ist, diese Stange ist mir eigentlich viel zu kurz. Ich bin sonst viel längeres gewöhnt. So, wobei, das passt schon so hier drin, oder? Da müssen wir gar nicht... Oh, nee, mir ist ein Koffer runtergefallen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Mein Gott, geh rein, da komm, zack, rein, da und... Was ist, wenn ich jetzt eigentlich das Ding zumache? Das sieht ja lustig aus. F zum Schließen, ne? Ich möchte das Ding zumachen. Kann ja gar nichts schief gehen, ne? Da kann gar nichts bei schief gehen, Leute. Überhaupt nicht. Wir machen das zu. Na, das sagt Anlaufen. Oh, siehst du, zu ist die Luzi. Jetzt steigen wir da mal auf das Ding, was ziemlich aufgeladen ist. Das ist der Sound of a Spinning. Seht ihr, Leute, wir müssen uns da gar keine Sorgen um das Flugzeug machen. Wir sind ja High Professionals. Du, ich habe ein Problem. Ich habe da nur... ich habe nur noch 4 Koffer, aber du meintest, das ist eine 5-5-Verteilung. Also geht das gar nicht. Oh nein. Fehlt ein Koffer? Oh nein. Ah ja, da hinten, weil ich habe ihn gefunden. Der lag da hinten. Fast den Politiker-Koffer einfach liegen lassen. Was macht eigentlich ein Politiker mit Katzenfutter im Flugzeug? Was macht denn der denn? Hat der im Ausland eine andere Katze oder so? Und bringt der deutsches Futter mit? Ja, nur das Beste. Ja, nur das Beste vom Resten. So. Ja, ich meine, im ukrainischen Katzenfutter ist halt Uran. Das mögen die Katzen halt nicht so. Wie kommst du auf das gerade? Weiß ich nicht. Weiß ich gerade echt nicht. Uran im ukrainischen Katzenfutter, Alter. So, machen wir das Ding zu. Du hast aber eine wirklich krasse Fantasie. Ich weiß, ich muss gerade irgendwie an Tschernobyl denken. Das ist nicht wieso. Ach stimmt, war das in der Ukraine? Ja, ne? Oh! Gut. Was denn? War es doch. Tschernobyl war doch in der Ukraine, oder? Ja. Ja, eben. Warum machst du dann diesen Dings, diesen... Oh. Das ist irgendwo ein Bein gerade gestoßen. Ja, vielleicht habe ich das ja auch. Das wäre möglich. Ey, kann ich das ganze Ding eigentlich hochschallern? Nee. Oh mein Gott. Das ganze Flugzeug bewegt, wenn ich damit reinfahre. Ist das geil. Mal rein da. Oh. Ist das geil. Okay, es hat Physik. Hey. Ja, ich spiele gerade bei dem Flugzeug ein bisschen. Macht es. Es ist beladen, ne? Nur so zur Info. Sehr schön. Der deutsche Flieger ist beladen. Jetzt müssen wir nur noch einen Ukraine-Flieger. Ne, der ist beladen, ne? Jetzt müssen wir den nur noch irgendwie anschieben. Aber wie? Du, ich habe das Gefühl, wir machen das irgendwie komplett falsch. Wir sind einfach zu unterqualifiziert dafür. Also vielleicht müssen wir das anschieben oder so, dass wir mal probieren. Ein bisschen einer schiebt, einer drückt. Ja, so ist perfekt. Jetzt zieh mit, vorne. Ich zieh das mal. Jetzt nach vorne, Willi, jetzt hast du es fair für dich. Na, zieh, mach zu. Nee, ja, wir machen das. Im Reifen. Warte, lass mal probieren. Ich steck das wirklich im Reifen. Lass mich mal ziehen, das Ding. Lass das Ding mal los, komplett. Wir können es ja... Schau mal, wir können es ja links, rechts bewegen, siehst du? Ja, ich weiß. So, und jetzt machen wir das Ding nur ein bisschen nach oben.
benutzt. Hier ein bisschen. Warte, aber nichts benutzen? Nö, nö. Aber mehr kriege ich es nicht hin als so. Ich habe das Gefühl, wir machen es komplett falsch, Mario. Wir machen irgendwas. Der Mensch einfach nicht. Ja, ich krieg's auch gerade. Ich bekomme es aber gerade tatsächlich auch nicht mehr aus dem Tutorial zusammen. Vielleicht will er das hinten dran haben zum Verbinden. Wie hinten dran haben zum Verbinden? Nee, das macht doch keinen Sinn, oder? Ja, vielleicht nur zum Verbinden. Ich habe ja keine Ahnung. Hä, warum sollte das. Hä? Also, ich komme hier gerade mit meiner Stange an. Ich habe sie gerade ein bisschen mal da hinten mit der Stange. Wir fahren mal retour. Ja, aber sind wir uns mal ehrlich, das macht keinen Sinn, die Stange dann zu benutzen, wenn das Ding dran ist. Der andere Flug muss als erstes los. Das kann natürlich auch sein. Marius, hast du gehört? Aber. Okay. Und die Deutschen müssen ja vor der Ukraine starten. Eben. Das ist das Problem, warum es nicht funktioniert, Marius. Die wollen zuerst starten. Dann hol den Dings und baller mir den rein. Kann ich das hier abstecken? Hast du dem schon gesagt, dass er das Flugzeug starten soll? Nee, mach du das. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mach. Auch über das einsame Lied. Was soll ich ihm sagen? Hilfstriebwerk starten. Das Triebwerk starten. Triebwerk. Ich kann es nicht auswählen. Ah, Hilfstriebwerk. So, jetzt. Habe ich gemacht, ja? Und jetzt musst du mal gucken, ob die Anzeige. Ob du deine Prozentanzeige hast. Okay. So, zieh mal das Ding hier auch weg mit F und Ach, die Scheiße. Ich glaube, er macht schon an, ich höre nämlich was. Ja, die Kacke Gasbrücke muss noch weg. So. Das scheppert ganz schön da. Fahre das Kabinendach ein, steht da, okay. Bewege die Fluggastbrücke in den Ruhebereich. Das musst du jetzt machen, aber viel Spaß dabei. Ich bin schon da dran. Da kennt er sich aus. Ich habe noch immer nicht sehr viel vorgelesen. Ich mache mich. Das gibt's doch gar nicht. Trenne die GPU, das mache ich jetzt. Komme ich ja da raus. Nee, trenne jetzt einfach. So, die habe ich getrennt. Dann machen wir das Ding auf Stop. Emergency. Oh, Alter, dieses Motor ausmachen, ne? So. Wir müssen das Ding wegschieben, fällt mir gerade ein. Uiuiui. Oder ich zieh's einfach. Ja, ich meine, wir müssen hier immer die ganzen Fahrzeuge wegfahren. Ja, warte, dann mach ich das aber hier mit dem da. Kann ich das mit dem Ding ziehen? Ja, ne? Mit dem Bison nicht, nein. Echt nicht? Achso. Ich dachte, wo. Will, was hast du hier gemacht? Bist du gegen die Poller gefahren oder was? Guck dir das mal an. Guck dir das an. Was soll denn das? Möglicherweise bin ich da mit dem Poller gegen. Gut, dann im Pollerwagen einfach. Ist der Bart gefärbt, ja. So, dann holen wir mal das Ding ab. Ich krieg bei dem Auto den Blinker nicht mehr aus, ne? Fällt mir gerade ein. Also ich weiß nicht, wie ich den wieder auskriege. Wird schon passen. Will ich damit wohl leben. So, zack, ran an das Ding. Bind mal das, fahr mal weg. Überprüfe das. So, überprüfen wir das Ding. Aha, das sieht doch schon besser aus. Chris, servus. Das sieht doch schon besser aus. Das hatten wir bei der Ukraine-Hurde, nicht. Stimmt, wir haben die noch gar nicht überprüft. Nee. Ah, Hurde, guck jetzt genau. Warum? Das Spiel macht dir nämlich manchmal besondere Ereignisse, dass du wirklich guckst. Da liegt auf den, da liegen Handschuhe dann im Triebwerk oder Gehörschütze auf den Reifen. Also so Stuff, okay. Hast du manchmal im Singleplayer. Also du musst gucken, dass da auch wirklich alles passt. Ja, ich hatte jetzt aber tatsächlich nur das auf Fahrwerk und Räder. Ja, ich meine, drauf gucken kannst du ja eh nicht, ne? Dann müsstest du mit so einem Leiterwagen kommen. Ja, mit dem Ölschwamm. Sehr schön. Ja, wird schon passen, ne? Ist ja eh nur die deutsche Luftwaffe, das passt schon. Ja.
Ja, gar nichts bei schief geht. Aber warte, ich muss noch die Seiten checken. Das sieht aus, als wäre es irgendwie eingeschrammt. Das ist der Sound auf die Spinde. Ja, passt schon. Wahrscheinlich ist dann so eine Parkschramme dran, das ist schon okay so. Ist ja nicht so, als wäre ich vorher mit dem Pollerwagen mit voller Kanne gegen das Ding gescheppert. Ja, das ist schon okay. Ah, ist das Licht, ist also das siehst du, okay. Siehst du, weil dann hast du nämlich hier, kümmere dich um alle unerwarteten Ereignisse. Und das sind dann halt so unerwartete Ereignisse. Aber sind da welche? Gar keine, oder? Weil er sagt hier, wir sollen gucken, aber es ist nichts. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was irgendwie negativ aufgefallen wäre. Außer ich mit dem Pollerwagen mit 50.000 km dagegen kracht bin vorhin. Da gucken wir jetzt linke Triebwerk. Und 100 pro irgendwo jetzt ein Riss im Flugzeug ist. Aber sonst ist hier alles schön eigentlich. Ey, dann kannst du den Cockpit bestätigen, dass alles gut ist. Ja gut, Mama. Na, alles gut. Hast so, du das? Ich den Bison. Also ich das? Du auch machen. Dann hol ich den okay. Bison. Bison. Bison! Outside-Check bestanden. Warte auf die Pushback-Freigabe. Jetzt kommt das nämlich, die Pushback-Freigabe. Da kommst du jetzt angemeldet mit dem Ding, ne? Ja, ja. Ach so, das ist eh da. Warte. Also du sitzt eh schon drin. Ja, dann mach das mal. Bitte, ich schau dir ja, zu. Ja, die Pushback-Freigabe ist eigentlich die Erlaubnis zum Pushen. Zurückdrücken. Ja, aber dann, mach doch das Ding richtig dran. Warte, ich mach das hier weg. Weißt du, was ich meine so? Ja, also schon ready to push oder was? Nee, mach das von vorne rein, nicht von hinten. Von vorne. Ja, meine ich ja. Ready, ja, so wie du pushst. Genau. Also ich tue es dir rein, so. Zack, ist drin. Ha, ready, du tust es dir rein. Danke. So, jetzt da vorne hin. Ja. Das ist aber nur so ein kleines Metallstück, wenn man das so sieht. Ja, ja. So, und dann lass das halt los und dann schieben wir das Ding rein. Weiter, neun Stück. Stopp. Oh, der steht gut. Ja. Also sieben, Boss, Servus. Ja, höher. Okay. So, wir lösen jetzt den ganzen Druck da drin. So. Dann ziehe ich den noch weiter nach vorne. Jetzt connecten können wir noch nicht. Wir sind doch schief. Wir sind nicht schief, bei mir sieht alles super natürlich aus. Nein, bei mir sieht alles super okay aus. Das sah noch nie so schön aus. Push mal das Ding nochmal hoch. Ein Stück hoch. Ich weiß aber auch nicht, wie die Reihenfolge ist. Nee, ich krieg das Ding nicht connected. Also irgendwas müssen wir noch machen. Remove before flight. Vielleicht das Ding erstmal wegmachen. Nee. Das ist Steering Pin. Das, so. Okay. Wenn du den Pin steckst, nimmst du den Piloten die Steuerung. Ja, ist doch lustig. Komm, können wir ja machen, oder? Ja, das musst du sogar machen. Ja, bevor wir das machen hier, bevor wir das reinstecken. Das wird direkt, wenn der Flieger reinrollt, gesteckt. Zur Sicherung. Weil du, sobald du Hydraulikdruck hast, kannst du das ganze Bugfahrwerk hier drehen. Ich krieg das nicht angeschlossen, ich weiß nicht, was wir falsch machen. Lieber ja, Chat, weißt du. Nein, das Ding ist die Reihenfolge. Die weiß ich nicht mehr. Einer schreibt, der Remove-Anhänger muss weg, hat einer geschrieben, aber es stimmt nein, nicht. Das ist Schwachsinn. Nein, die Reihenfolge. Vielleicht ganz hoch, wir probieren es mal. Ich fahr das Ding mal ganz hoch. Nein, wir verkacken die Reihenfolge. Entweder muss die Schleppstange mit dem Truck connected sein und wir stehen einfach nur kacke. Andere Möglichkeit ist, dass es ein Bug ist. Das ist irgendeine Reihenfolge, die wir verkacken. Das habe ich auch immer, wenn ich mit Nox oder alleine zocke. So, weil jetzt ist perfekte Höhe. Jetzt müsste ich eigentlich nur ein Stück nach vorne fahren. Ja, probier mal. Oder es ist ein Sync-Bug und das kann nur einer von uns machen, weißt du, was ich meine? Ja, aber probier mal. Und jetzt, warte, bevor du... Ich tue jetzt nach oben. Die Leute schreiben halt die Stange ganz hoch, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich tue die Stange noch ein bisschen weiter nach oben. Entweder musst du die Stange ganz nach unten machen oder... Ja. Ein bisschen weiter nach oben. Warten, bis die Freigabe erteilt ist, ja, aber...
Weil was steht denn im Tablet überhaupt? Ach, warte, hier. Berlin. Das ist der Flug Berlin, ne? Ja, aber wir sollten ja bei der Ukraine-Maschine. Der sollte ja jetzt starten. Ach so, ja, da kann natürlich sein, dass wir jetzt dort das benutzen können. Ey, warte, ich glaube, es ist. Warte, ich glaube, es ist drin. Ja, aber dann wäre das ja. Nee, das ganze Flugzeug wackelt und da kommen, das spawnen zwei, drei Personen. Die ja, da steht halt, warte auf Pushback-Freigabe. Vielleicht liegt es echt daran, dass wir warten müssen. Und die Freigabe. Ja, warte, ich schau mal, ob ich Freigabe anfordern kann. Also mal nee, kurz kannst gucken. Du nicht. Ja, dann mal kurz gucken. Bodenbesatzung oder so. Triebwerk zurück. Hilfe. Was ist denn das Hilfsding anschalten? Was ist das? Das ist das Triebwerk hinten. Das ist das Hilfstriebwerk. Soll er das vielleicht mal anmachen? Das ist doch schon an. Bei dem nicht? Wir sind doch beim Berlin-Flug. Klar, ja, das ist doch alles grün. Alles grün, Huedel. Ich glaube nicht. Ach nee, warte mal, warte. Warte auf den Start des Hilfstriebwerks. 0%. Hier ist aber alles abgehakt, ne? Bei mir. Ja. Wie das Flugzeug ist abgehakt? Warte. Erst Stange an den Flieger, dann an den Truck. Ja, so ist es halt im Genau, Moment, so wie ne? Ich es auch gemacht habe eigentlich. Der Hebel muss auf sein, dann reinfahren, schließt nochmal alleine. Nee, da schließt er nicht von alleine. Der Hebel ist ja offen jetzt. Guck mal. Mach mal nichts. Ich mach mal schnell was. Achso, sorry. Ich gedacht, dass das so. Ich glaube, den Hebel gerade komplett kaputt gemacht. Meinst du? Warte. Will, bist du noch im Stream? Ja. Wie, ich bin noch im Stream? Ah, nicht du. Ach, ja, sorry, Jamie ist noch im Stream. Klar, ist wieder komplett lost. Ich glaube, das Ding ist kaputt gemacht. Vielleicht mach ich das mal runter. Also, daran kann es auch nicht liegen. Also, wir machen irgendwas. Irgendwas will er nicht. Das normale Triebwerk sagt da, stimmt das? Das normale Triebwerk anmachen? Das können wir doch noch gar nicht machen. Das muss ja verbunden sein. Das heißt, er kann erst das Triebwerk anmachen, wenn wir hier verbunden sind mit ihm. Ja. Klappe ist vorne noch offen. Gut, die ist jetzt zu. Vielleicht liegt es auch daran, ja, möglich. Ja, aber diese Klappen sind so dermaßen verbuggt. Vielleicht lag es gerade an denen, weiß man ja nicht. Ich fahre jetzt nochmal hoch, das Ding. Ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wir müssen das Ding zumachen, wenn es nicht angeschlossen ist, weil wir können es ja ziehen. Das ist ja extra gemacht, dass wir es ausrichten können. Das macht ja sonst RP-technisch keinen Sinn. Boah, das ist so kompliziert, dieser Flieger, ey, ohne Witz. Das wird an dem scheitern. Du musst gleich ein Tutorial angucken, wie das funktioniert. Folges, ich habe das Tutorial schon gespielt. Zweimal. Zweimal, aber weiß nicht. Marius hatte doch gesagt, warte bis 100% ist, bis dann Hilfstriebwerk steht, okay. Ja, aber die Aufgabe ist ja schon abgehakt, das wundert mich ja gerade. Das ist die Stange von der Boeing 737, steht auch dran, ihr müsst die für ein A320 holen. Ja, Marius, stimmt das? Ja, Huedel, guck mal, was vor links neben dem 737-Schild steht. Tatsächlich, A320. Und alle schreiben hier aber falsche Stange, Versuch. Leute. Guter Versuch, Chat, ich bin beeindruckt. Nein. Das ist schon die richtige Stange, die wir hier haben, Leudels. Leute, ich komme doch nicht mit immer wieder falschen Stange zum Flieger. Nee, das wäre jetzt. Nee, er möchte nicht. Ich muss Zuschauern Euro spenden. Was? Weißt du, auf einmal schreibt der ganze Chat falsche Stange, was einer reingeschrieben hat. Jetzt schreiben sie alle falsche Stange, was die richtige, wenn es hier drauf steht. Also, was steht hier? 25? CE-Zeichen ist sogar drauf auf der Stange, ist das schön. Nee, also wir kriegen das Ding nicht gekoppelt. Schließ mal alle Klappen, sind jetzt alle geschlossen. Alle Klappen sind zu. Marius, ich hab das Gefühl, irgendwas machen wir komplett falsch. Patrick, anscheinend hast du das Spiel ja auch. Kannst du mal nachschauen? Oder wahrscheinlich weißt du. Aber du hast es schon reingeschrieben, warte mal. Es ist verbuggt, hatte ich gestern auch. Das System erkennt nicht
dass ihr alle Schritte abgearbeitet habt. Ah, super. Ja, pass auf. Ja, warte mal. Vielleicht buggen wir dann den Bug jetzt. Wir verbuggen jetzt den Bug. Pass auf, wir connecten nochmal die Ground Power Unit, lassen das Hilfstriebwerk nochmal starten. Ah, das können wir probieren. Steht bei dir nicht 100% mit Hilfstriebwerk? Vielleicht ist es das? Nein. Ah, das wird 100% das Problem sein, ich schwöre. Vielleicht, weil wir das viel zu schnell weggenommen haben, dann machen wir es nochmal. Wir? Ja, ich halt. Ne? Ich hab's halt abgeschlossen, so, weißt du, ich gedacht habe, ist schon fertig, so. Wird schon passen, dann schmeißen wir an das Ding. Wir kriegen's hin, wir kriegen's 100% hin. Wir brauchen nur ein bisschen Magic. Let the Magic believe. Und vor allen Dingen, Hürdel, brauchen wir ein Hürdelcopter? Nein. Ein Ladehürdel? Ein Dorschein brauchen wir. Nein, ein Dorschein. Ein Ladehürdel. Dann hau mal einen raus. Muss immer vorlesen. Ja, siehst du? Das wird nicht geführt. Ich lese mal vor hier, Leon S. Boingshühn, ich wollte mal fragen, ob für 3.0 die gleiche Bewährungsbedingungen gelten. Ja, eigentlich exakt dieselbe. Man müsste den ersten Streams zu rechnen. Nächste Woche Weihnachten. Dann kommen die ersten Streams. Han Solo, du machst super Videos, mach weiter so. Bleibst du hier bist. Vielen Dank an Han Solo. Hoffe, du hast eine schöne Woche bis jetzt auf jeden Fall. Dankeschön an Adrian Hartl. Der Toast. Moin, war eine Zeit inaktiv. Warum kein RLO mehr? Weil 3.0 kommt. Und wir 2.0 down genommen haben aus dem Grund und das passt schon so. War ja bei 1.0 auch so, da war ja auch 1.0 erstmal down. Ja. Sogar einen Monat lang. Hey, jetzt steht's auf 100%, wo ich dem gesagt habe, er soll's ausschalten. Ja, siehst du, das, deshalb hat's nicht funktioniert. Das war der Grund. Das wird der Grund gewesen sein. So, ich will dich jetzt nicht stören, mal vorlesen, Leute. So. Aber noch ein Problem, ich krieg's immer nicht reingeballert. Ja, jetzt müssen wir ja wieder, Achso, das eben sagen, dass er das Ding macht, ne? Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder, das Ding da rausholen. Achso, ist jetzt auf 100%. Bei mir ist es jetzt auf 100%. So. Okay, dann checken wir ihn ab. So. So. Ja, ist 100%, so. Abstecken und dann weg mit dem Ding. Ist das richtig weg oder nur Hurdel weg? Was Hurdel weg? Ist es richtig aus dem Bereich oder? Nee, nein, du musst das hier richtig aus dem Bereich fahren. Ach so. Du siehst ja hier unten diese Bodenmarkierung. Das muss ganz aus diesem gelb-rot-weißen Bereich. Gelb-rot-weiß? Ja, gelb-rot-weiß, das wird schon passen. So, ich bin draußen. Ja, aus diesem Kackbereich muss das hier raus. So, jetzt. Ja, und Jamil, der jetzt Winkel aber. Ist kacke, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel da so genau ist, weißt du? Warte. Wir sind fast drin, wir müssen ein bisschen runter. Jetzt fahr nochmal rein mit dem Ding. Warte, soll ich machen? Ich fahr rein. Nee, warte. Lass mal los. Will, das Ding ist zu. So ist offen. Bei mir ist das hier offen. Nein. Das ist zu. Das ist offen. Nee, bei mir nicht. Wie bei dir nicht? Ja, schau mal das Ding an, da drin. Bei mir ist. Warte mal, wenn ich das jetzt so mache, ist jetzt bei dir der Hebel oben oder unten? Jetzt ist bei mir der Hebel unten. Und jetzt? Jetzt ist er oben. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Und wir wundern. Ey, weißt du was, du bist der Host, ich glaube, dann mach du das einfach. Ich geh mal ein bisschen weg, vielleicht liegt's an mir jetzt. Ich fahr mal weg. Vielleicht funktioniert's deshalb nicht, weil wir einen anderen Sync auch haben teilweise. Ja. Also ich fahr mal mit einem Auto ganz weit weg von tier.de. Ich stell mir vor, wir können das nicht abschließen, weil einfach wir den falschen Sync haben, Alter. Ja, das RLO 4.0 ist fertig, ne? Man kennt's. Ich bin jetzt ganz weit weg von dir, probier's anzukoppeln. Boah, Alter. Ganz weit weg hast du, Alter, Tier gedrückt. Ja, ich bin ganz weit weg von dir gerade. Ich glaube, das Problem liegt wirklich am Spieler, nicht an uns. Oh, das ist ein Leiterwagen. Tschüss, Leiterwagen. Oh ne, das ist fest. Drehleiter.
Ey, also ich schwör's dir, du kannst es. Es geht nicht, ne? Ich gehe zurück in den Spielbereich. Hä? Was? Ah, weil ich fast rausgefahren bin, sorry. Ich würde mal sagen, das Spiel ist fertig. Wo ist denn der Marius? Ich habe mich verfahren. Ah, da sind wir wieder. Ah! Ich bin. Probier das mal so, oder? Probier das mal so, oder? Sollte funktionieren. Ja, du drückst die Stange so ein bisschen runter. Ich habe ein Problem, ich komme nicht mehr raus. Also ich komme ja legitim nicht mehr raus aus dem Ding. Also ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Danke. Sag mal, das ist doch ein Allradler. Nee, ich komme nicht mehr raus, ich steck fest. Was ein Radler? Ja. Ja, passt schon, warte, ich schau, ob wir das jetzt irgendwie reinkriegen, wenn wir das benutzen. Ich pump dich mal hoch, dann wachst du gleich vielleicht durchs Flieger. Ich steig nochmal ein, so. Ja, jetzt ist er weg. Danke fürs Auto. Ich glaube, das mit der Stange können wir halt vergessen, in dem Fall. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren, Marius. Hey. An der Stange funktioniert sich. Guck mal, wie gut der jetzt drin ist. Ey, der war doch gerade so gut drin. Ja, jetzt nicht mehr. Können wir probieren, E drücken oder so. Nee, das wird nicht funktionieren. Das kannst du echt, also das kannst du in die Tonne kloppen, das Ding. Haben wir vielleicht noch eine zweite, so ein Ding? Oder ist das die einzige, die hier steht? Vielleicht ist die einfach kaputt. Ja. Ja, probieren wir mal mit einer anderen. So eine andere Wurst. Vielleicht steht noch irgendwo eine rum, die nicht kaputt ist. Vielleicht haben wir die kaputt erwischt. Das ist ja eine Möglichkeit, die uns offen steht noch. Weil dann haben wir echt alles durchprobiert. Oh, hier ist der Eingang, ja. Guck mal. Ich suche nämlich gerade mal, ob hier irgendwo eine ist, aber es sieht nicht so aus. Doch, was? Hinten stand noch. Achso, dann nimm die. Weil vielleicht sind wir irgendwie out of sync gekommen oder so und deshalb funktioniert es nicht. Die Stange muss erst ans Auto, dann die Höhe einstellen, dann ans Flugzeug, schreibt Manuel Rost. Ich vertraue Manuel. Ja, Manuel Rost ist ein guter. Ja, das ist. Manuel, hast du das Spiel auch oder was? Was hat er gesagt? Du musst es ans Auto, dann die Höhe einstellen und dann attachen. Opa. Alter, ich bin der Beste. Autohöhe. Was? Autohöhe attachen. Genau, zuerst Auto. Also ans Auto dran ballern, dann Höhe einstellen und dann versuchen. Und ich weiß, dass du auf jeden Fall die Stange auch vorher hochpumpen musst, weil wenn du die über den Boden schleifst, ist auch kacki. Wie meinst du, wenn du den über den Boden schleifst? Ja, du musst die, wenn du den über den Boden fährst, also zum Flugzeug, so. Du musst die ganz hoch pumpen, bevor du zum Flieger fährst, weißt du? Okay, ja. So. Warum steht da, warte auf Pushback-Freigabe? Oder müssen wir erstmal die anderen Flieger machen und die dann alle gleichzeitig pushen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Was ach, warte, willst du mir sagen, du kannst es erst pushen? Weil das Ding ist, du kannst, solange ich warte auf die Push-Freigabe grün ist, kannst du, glaube ich, das nicht verbinden. Das sind echt die Profis. Ich mach das mal weg, bei mir funktioniert die Stange gar nicht mehr. Ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, bis jetzt da drauf schlagen wir uns richtig gut, würde also ich ja, sagen. Bis auf darauf haben wir es echt gut hinbekommen, aber es ist halt, ja. Und ich fand mit der Stange relativ gut gerade weg, krass. Ich muss echt sagen, soll ich mal am Ukraine-Flieger probieren? Ja, mach. Ich schau mal, ob ich das dort hinbekomme. Ein Pushback ist halt echt räudisch. Räudisch, ja.
einfach die Profis am Flughafen heute. So, mal Tourgang rein. Wo kommt denn eine Katze aus dem Versteck? Uiuiui. Was? Hier? Hier bei mir gerade eine Katze. Eine Katzini. Eine Zucchini, eine Katzini, Alter. Das ist der Sound auf die Spende. Scheiße. So, ey. Jetzt aber. Jetzt schieben wir das Ding da rein und dann kriegen wir das hin. Und du machst beim anderen Flieger, ne? Ja, weil ich bin irgendwann so weit drin. Weißt du, wie du probierst? Ja, du, bis ich das da drin hab, dauert's auch ein bisschen. Ja, Leute, es ist alles nicht so einfach, ne? Ich kann das Ding aber nicht mehr benutzen. Ich schwöre dir, ich kann dieses Teil nicht mehr benutzen. Ich kann es nicht mehr nach oben hoch und runter schieben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann es nicht mehr schieben. Also das Teil hoch und runter benutzen. Also ja, ich mach's halt kaputt, ne? Nee, also die Stange möchte nicht mehr. Die hat heute gesagt, die macht heute Feierabend. Ein bisschen früher als sonst. Die macht gediegenen Feierabend, die Stange. Das ist so wie Katrin. Genau. Und jetzt baller das Ding dran. Ja, die kann ich noch benutzen, ja, die Stange. Die geht komischerweise. So, genau, dann ein Cheshire-Ding hier und dann guck mal, dass wir das reinkriegen. Vielleicht müssen wir das per Tower beantragen, das könnte sein. Marius, kann man mit dem Tower reden? Nein. Bist du sicher? Ja. Stimmt, man kann nicht mit dem Tower reden. Stange vorne an den Pusher, dann hochpumpen, dann ranfahren. Genau so wie wir es gemacht haben. Also ein bisschen mehr pumpen. Und jetzt ranfahren. Fahrt es noch ran ein bisschen. Ein Stück. Ja, ich kann nicht. Also ich fahr so ein bisschen runter. Also muss ich ganz ehrlich sagen, näher als das, was wir hier machen, kommst du ja gar nicht ran. Eben. Das ist wirklich nah genug. Was ich halt vermute, ist, dass die Aufgabe noch nicht freigeschaltet ist. Falsch, ja, pump mal ganz hoch. Ganz hoch pumpen, soweit es geht pumpen? Ja, ich denke, also ich kenne das so, weißt du, wir haben ja, solange diese Warte auf die Pushback-Freigabe, solange das nicht grün ist und fertig, können wir da nichts machen. Deswegen vermute ich, dass in diesem Szenario wir erstmal alles andere fertig machen müssen und dann irgendwie die drei gleichzeitig gepusht werden. Das genauso, weil wir haben noch den Oslo-Flieger. Wir haben den Oslo-Flieger und der aus Warschau kommt rein. Ah, hier, schau. Finn schreibt, habt ihr das Flugzeug, was ankam, um 17.05 Uhr schon fertig? Wenn nicht, vielleicht muss das als S... Muss das... Ja, aber die Ding ist ja nur vielleicht, ne? Ja. Aber würde eigentlich Sinn machen, weil ankommende Flüge haben eigentlich immer Priorität als die, die rausgehen. Okay, ja, dann machen wir den einen Flieger noch fertig hier. Und warte mal, führe das Flugzeug. Ey, der wartet seit über einer Stunde, bis wir den einwinken. Ja. Wir haben leichte Verspätung heute. Stundenlang sind wir nicht da und winken den einen, ist das geil. Ja gut, dann fahren wir zu dem, oder? Dann winkt man mal ein. Ja, aber warte mal, wo ist denn Platz? Oh, du bist steinhart. Oh, danke. Aber ein Pushback-Tutorial auf YouTube gesehen. Okay, aber bei uns gehen die halt trotzdem nicht, egal was wir machen. Die wollen da, nicht. Da, Platz 7, einfach hier unter die Unterführung. Ja, warte, so fahren wir dort mal hin. Ja, weil das kann nämlich auch sein, ne? Weil ich glaube nicht, die haben so viel im Multiplayer gefixt. Ich würde den Entwicklern alles unterstellen, aber das tatsächlich nicht. Ja, die müssen wir hier einwinken. Ja, aber ich sehe kein Flugzeug. Frage ist, wo ist das Flugzeug hin, ist die Frage. Du hast das schon abgehauen, weil er keinen Bock auf uns hatte? Landung um 17.05 Uhr, ist fertig. Führe das Flugzeug... Ach, warte mal, wir müssen... Oh, Huerta, das ist eine Follow-Me-Aufgabe, glaube ich. Das sag ich doch. Ich bin doch im richtigen Auto. Komm rein da, ein Follow-Me.
Oh. Wir wissen nur schon, wo der ist, ne, der Flieger. Ja. Zeig mir einfach den Weg an. Kann nicht weit sein von mir. Doch, da steht ein Flugzeug. Okay, okay, ja. Okay. Du fährst hinten rum auf dem Taxiway. Ja. Nein, du fährst nicht im Terminal. Andere Richtung. Du fährst auf dem Korb. Ja, genau da lang. Einfach hier lang. Über den kleinen Weg. Da links. Links! Das ist rechts! Das ja, Auto genau, fährt sich kacke hier. Links, genau. So, dann die nächste rechts. Das Auto fährt sich nicht gut, weißt du? Ja, die Fahrt ist scheiße. So, jetzt gleich wieder rechts. Die nächste? Ja, dauert noch ein bisschen. Okay. Jetzt muss ich mal sehen. Da vorne ist er. Ja? Da vorne links. Genau da ist er. Geil, ey, wie lange der jetzt denn nicht auf uns gewartet, Alter. Eine ganze Stunde hat er gewartet, der Bruder. Ja, er hat angenommen die Aufgabe. Kurs. So, rechts. Genau. So. Du darfst nicht weiter als 120 Meter von dem wegfahren. Das heißt, wir sind okay, ja. Dann mach ich mal die Dinger an hier. Follow me. Du bist jetzt die nächsten 10 Minuten beschäftigt. Ey, ich muss jetzt 10 Minuten mit dem Ding fahren, oder was? Ja, wir dürfen jetzt zum Gate fahren. Und müssen und dürfen maximal einen Abstand von 120 Meter aufbauen. Oh mein Gott, ist das nervig. Zieh mal meine Headphones an. Wir gehen in der Zwischenzeit mal vorlesen dir. Genau. Du musst mir mal ansagen. Soll ich fahren? Und ja, bitte fahr du. Vor? Was hältst du davon? Warte, ich muss mir nur mal kurz meine Schokosalzbrezeln aufmachen. Ich hab hier da drin Schokosalzbrezeln. Ich schwör's dir, Riddle, das sind zartbitter, also sind Salzbrezeln überzogen mit zartbitter Schokolade. Geil. Alter. Explosion im Mund. So. Geil. So. Kommen Sie rein. Ich komm rein. Da gehe ich noch gleich zur Schande und frag, was sie essen will. Danke an, wen habe ich noch nicht vorgelesen? Hier. Q-Leo. Frag nicht, ist sehr random, aber das war ich. Oh mein Gott, Alter, ja. Aber du, das hatte ich schon öfters, Q-Leo. Das hatte ich schon öfters. Aber irgendwas, ich kann mich doch irgendwas mit Mount Chiliad erinnert. Irgendwie sowas. Ja, das warst du. Okay, hast du damals eine Haube bekommen? Nee, weil er gerade schreibt, der hat 2020 150 Euro donated mit 12. Und wir haben damals halt einen Stream gehabt und haben das halt gesehen und haben gesagt, ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Und das würde mich aber echt interessieren, hat deine Mutter sich dann gemeldet oder was? Was war denn damals dann, 2020? Ja, das würde mich mal interessieren. Q-Leo. Simon, servus. Need for Speed 1998, 95 Cent auch. Phil haben wir auch vorgelesen. Ja, ich glaube, das ist nochmal was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Günther Lauch. Was macht... Oh. Wie kann ich da nicht vorlesen? Gut, dankeschön. Warum? Ja, das wäre zu beleidigend, das vorzulesen. Ach so. Das würde vielen, da wäre mein Video direkt gelb. Marius und noch Kurt Lost vorprogrammiert. Ja, wir merken es eh jetzt schon, Alter. Es ist komplett Losterino. Danke auch Maurice mit bester YouTuber, vielen Dank. Cooper, ihr Benutzerkonto wurde gesperrt, mehrfache Bewerbungen hintereinander gepostet, trotz Ablehnung. Ey Cooper, ich schau's mir dann an. Danke an Damien nochmal für 1 Euro, vielen Dank. Und Damien, servus. Ich glaube, ich hab's uns alles vorgelesen. Oh ja, perfekt, dann kannst du ja gleich wieder fahren. Nee, ich geh gleich schnell zur Schande rüber. Du darfst aber die Leute sehr gerne unterhalten. Oh. Ja, viel Spaß dabei. Bin ich wieder da? Blub. Achso, du bist. Danke, André Stannig, fürs 4P-Werden. Ja. Ja, André Stannig, Grüße gehen raus. Ja. Eine Spende von gestern ist hier noch drin. Ja.
Danke dir für 2,49. Ja. So, liebe Leute, schreibt's mal rein. Ich habe den Chat gar nicht offen. ja. Der Klassiker. Man kennt ihn. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr fühlt euch gut unterhalten in diesem wunderschönen Mittwochabend. Ich habe langes Wochenende. Jo. Ah, nur noch morgen, dann gehen wir ins Wochenende. Jo. So, wir dürfen gleich nicht verkacken, hier die nächsten Links abzubiegen. Genau hier. So, dann sind wir schon fast da. Ich schwör's euch, die will. Nein! War zu weit? Hä? Ach komm schon. Was hat er denn? Was hat er denn? Ist das falsch? Ihr müsst erst alle Triebwerke anmachen. Du kannst die Option erst auswählen, Luca, wenn du verbunden bist. Er muss doch zu Position 7. Dahin. Da ist 7. Oder? Ja. So, das heißt, ich muss hier abbiegen. Warum biegt Purdel nicht mit ab? Er hat nicht gesehen, dass ich hier, dass ich abbiegen muss. Sag mal! Was hat er denn? Oh, jetzt sag nicht. Oh, was hat er denn, Miau? Das soll jetzt echt nicht wahr, ne? Hier ist doch wieder irgendetwas kaputt. Kurti ist nicht da. Wirklich? Bist du dir da sicher? Kurti? Ja, Kurti. Kurti, möchtest du eine Schokobrieze? Idiot. Besten Leben. Was ist denn los mit dir, Philo? Was ist denn los mit dir? Kommst du so angehurdelt? Oh, Sunny. Sunny, du willst doch bestimmt mal Hallo Livestream sagen. Hab ich ein bisschen. Na, nicht nur Philo. Ein bisschen Kaffee. Mäuschen. So, liebe Leute, Sunny wollte auch mal Hallo sagen. Oh, meine kleine Sunny. Hallo Sunny. Hallo Sunny. Mäuschen. Ja, hallo. Sunny, wie sagst du Sunny? Ich bin dir. Mäuschen. Unglaublich, was hier schon wieder passiert. Alter, sind wir noch immer? Hallo? Hallo? Ja, ich hab gerade. Ja? Ich komm gerade ein Küsschen von einem Hund. Oh. Hä, von was? Ich musste mir gerade ein Küsschen von meinem Hund abholen, Entschuldigung. Achso. Ja. Ja, wir stehen hier nur mal mitten am Runway, geil. Ich dachte schon, wir sind schon drüben. Ja, das Ding ist, wir müssen ja eigentlich abbiegen. Das macht am meisten Sinn, ne? Ja. Aber der folgt mir halt nicht, ne? Wieder folgt er nicht. Ja, das Fluss fährt mir nicht mehr hinterher. Da fährst du falsch. Ja, aber der macht gar nichts mehr. Wie, der macht gar nichts mehr? Ja, der macht gar nichts mehr. So, egal, ob ich gerade ausfahre oder nicht, der fährt mir nicht mehr hinterher. Warte, lass mal probieren. Die ganze Zeit waren wir im Flow. Glückstevie, servus. Lass mal einsteigen. Ja,
Weil eigentlich laut Flughafenplan müssen wir jetzt abbiegen. Du wirst lachen, ich steck fest. Nee, ne? Na, ich bin wieder frei, so. Wir müssen jetzt links abbiegen, laut Flughafenplan. Ja. Warte. Mach wieder das jetzt doch. Der kommt nicht, oder? Warte mal. Bestimmt Tankleer wegen dem langen Warten. Das könnte halt wirklich sein. Das könnte Wurde, halt sein. Wurde, da braucht jemand Sprit. Mona Kanker. Irgendwas hatte ich da mit F11 war das, ne? Hier, Steuerelemente. Betriebssicht aus Tempomat, Stopp, Licht an, aus. Also ich mach mal P, ich mach's nochmal an und aus. Hab ich eben schon. Follow me, Licht an. Du hast da links unten auch 99 Meter. Ja, ja, genau. Wenn ich mich richtig. Ich glaube, wir haben das Game so kaputt gemacht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Wo ist denn das überhaupt für eine Karre? Ja, das ist der polnische Präsident, mir auch. Der polnische Präsident sitzt da drin. Ja. Der darf ja mal eine Stunde warten. Nee. Der ist bestimmt endfett. Ich hatte erstmal den Fachraum aufgemacht. Also das ist jetzt aber blöd, ne? Jetzt kriegen wir das Ding nicht. Ich hab irgendwas angebracht, aber ich probiere sonst mal was. Wo ist denn hier der. Mach mal auf hier. Wir müssen überprüfen, ob Kurde im Cargo ist. Macht man hier eigentlich dieses Ding auf? Auf der anderen Seite, es muss doch hier irgendwo sein. Du musst ja der Tank stutzen. Ja. Ey, cool, man kann ins Fahrwerk reingucken. Krass. Nee, ich suche eigentlich gerade den Tankstutzen suche ich gerade. Oh mein Gott. Oder müssen wir den, warte, was auch sein kann, vielleicht müssen wir den irgendwie leiten oder so, dass der rechts abbiegt. Ja. Lass mal probieren rein. Hier. Jörn schreibt gerade rein blinken. Schwester, wenn jetzt das Blinken das Problem ist, ne? Ey, musst du wirklich beim rechts abbiegen links blinken, das wäre aber so heftig, lustig. Vielleicht mit der ja, Stange verarsch ziehen. Mich nicht! Du kannst mit, Schalte. Ja, egal. Ich glaube, wir haben das Spiel wirklich kaputt gemacht. Das ist, wenn wir den eine Stunde lang haben warten lassen, so. Bewegt sich kein Zentimeter. Ich hätte dich nicht allein lassen sollen. Ey, das war alles gut. Ey, er kommt. Ah. Was auch immer du gemacht hast, er fährt. Was hast du gemacht? Ich bin einfach weiter weggefahren. Vielleicht war ich ja, moin, das hat einfach geholfen. Alter, Kotti, Hüm, ihr müsst blinken. Danke dir, Kuss geht raus. Es war nicht das Blinken. Und wieder ein Kuss raus, den ich verarscht habe. Der hat mich nicht verarscht. Na klar, du bist einfach weiter weggefahren, auf einmal ging's. Aber ohne, also hat nichts mit dem Blinker zu tun. Ja, okay, dann danke für nichts, Chat. Besser? Komische Sache. Michael Schmur, danke für 5,90 für sich dazuschreiben und EV Husky. Kannst du mich grüßen und grüße an Fischi? Dann grüße ich den EV Husky und den lieben Fischi, ne? Dankeschön, Husky Miau. Was haben Flugzeuge und Hosen gemeinsam? Im Notfall müssen beide ganz schnell runter. Hallo Knuti. Das ist also Makalumswitz, das ist echt. Soll ich Auto fahren? Ich habe das Gefühl, wenn du so weiterfährst, machst du das alles kaputt. Nein, jetzt hör auf, ich fühle mich safe. Immer der Hund, die Ablenkung. Ah ne, das war jetzt die Katze, ne? Ja, Knuti. Oh, das ist eine Katze im Fußraum, musst du aufpassen, nicht draufsteigen. Zuerst das laut miezen. Du, das Ding steht so. Wieder nur, ne? Nur so zur Info. Ja, ich weiß, ich muss doch gucken, wo lang.
Das Gefühl, er folgt uns wieder nicht mehr. Ah, jetzt doch. Jetzt gibt er Gas. So, und jetzt hier rechts ist Gate 7. Rechts, genau. Also glaube ich halt nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ah! Betreibst du jetzt Vetternwirtschaft, oder? Ja. Ich merk's. Was, mein Vater ist fett? Was? Die Vetternwirtschaft. Das sagt man noch nicht im Stream. Nee, die Vetternwirtschaft. Der EV Husky haut 249 ohne Nachricht ins Stream. Kuss! Dankeschön! Also die besten so. Verweiler, der steht schon wieder hinten. Gib doch mal Gas, du! Ja, steht schon wieder nur. Nur der Präsident ist eh schon so mad auf uns, dass der eine Stunde warten hat lassen. Und jetzt ist der Pilot schon halb am Einschlafen und weiß nicht mehr, was er genau machen soll. So, weißt du, so auf die Art und Weise. Ja, der ist schon komplett. Der ist schon komplett fertig gefahren. Deshalb fährt er schon so sporadisch mal los und bleibt wieder stehen. Warte mal, hier ist Gate 5. Nein, warte mal, habe ich jetzt. Sag mal, bleiben eigentlich die Bremsen bei so einem Ding? Wie bremsen die Teile? Haben die überhaupt Bremsen? Oder tun die einfach rückwirkend so? Psst. Also, was ich meine so? Okay. Abbiegen! Er muss abbiegen! Bleib stehen! Er muss abbiegen! Oh, oder hat er schon seinen Weg? Oh, er hat seinen. Er war schlauer eigentlich. Ach so, ist das schon richtig, wo er steht? Ja, Urdel, einwinken. Okay, dann winke ich hinein. Bist du falsch gefahren? Hast du das Tutorial gemacht mit dem Einwinken? Nö, keine Ahnung, wie das geht. Ich schaff das schon. Aber warte, er fährt noch. Auch gleich, vielleicht packt er. Ah, jetzt parkt er, ja? Okay, ich mach das genau. Mit dem Einwinken. Ich mach das. Das ist mein erstes Mal, okay? Haben... Ja. So. So, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich sehe es auch nicht. Warte, F11 drücken vielleicht. Ah, der fährt selber. Ach, warte mal, ich kann den lenken. Nee, der ja, meint, ja. ich. Ach so, ist ja voll easy. Ich muss einfach nur A und D drücken. Ist ja easy going, Jungs und Mädels. Easy, sagt er. Ja, ist es auch. Ich soll die Linie hier, so, weiter. Die sagen Stopp, dass er mich nicht umfährt, oder macht das selber? Ich hoffe, der macht das selber, sonst überfährt er mich gleich. Nee, er macht es nicht selber. Doch. Naja. Das war richtig mies, Alter. Du hast alles gegeben. Wie komme ich denn da wieder weg von dem Ding? Alles. Das dauert jetzt ab. Das dauert 2 Sekunden. Ist das laut, das Teil? Gott sei Dank gibt es diese Ohrschützer. Ich habe mir letzte Woche Donnerstag mein Trommelfell zerrissen. Was? Hast du es wirklich zerrissen? Ja, so in etwa. Okay, schön. Oh, jetzt hätte ich fast meine Flugzeuge, an die ich arbeite, geleakt. Ich krieg das nicht hin. Ach, du hättest fast dein Flugzeug geleakt, an dem du arbeitest. Ja. Eine Concorde? Ja. Hm, genau. Und gibt's ja noch sehr viele von im Betrieb. Das Ding ist halt, da würde man halt sofort auf meinen Arbeitgeber zurückkommen, ne? Achso, weiß dein Arbeitgeber gar nicht, dass du hier streamst? Doch! Achso. Der Leiter vom deutschen Programm, der Sohn ist ein großer Fan von dir. Ah, okay, hallo an den, hallo an den Sohn von dem Leiter, wo Marius arbeitet. Ich hoffe, der freut sich drüber. Ach, ich hab den Namen vergessen. Alex? Keine Ahnung. Ich glaub, ja, Alex, keine Ahnung. Ein Gruß geht raus. Schön, dass du seinen Nachnamen auch noch gesagt hast. Alex, keine Ahnung. Schöner Nachname. So. Also das heißt der Vater, der freut sich so richtig, dass du dann so gesehen bei ihm arbeitest. Ja, wir kennen uns ja. Das ist doch schön. Der war mein Schichtleiter bei Lufthansa. Ah, okay, verstehe. Gut, dann was machen wir jetzt nochmal genau? Ich hab's vergessen. Achso, wir müssen erstmal wieder das Ding dran machen, gell? Den Strom. Ja. Okay, weil das. Wobei das jetzt ja angekommen. Ich weiß nicht, wie. Ich hab noch keinen Flieger gemanagt, der angekommen ist. Ja, ist es dasselbe, wie die wegfliegen? Eigentlich schon. Eigentlich alles nur in. Was war das denn? In Reverse oder was? Ja. Aber das heißt, ich muss ihn jetzt austanken. Doch, genau das.
Ja, jetzt wirklich muss ich? Ich weiß es ja nicht. Nein. Ja, wenn du sagst, ich mache alles so reverse, dann denke ich gerade, ich muss mit einem Zapfding hinkommen und alles austanken. Alles, das im Tank drin ist, kommt weg. Ja, warum auch nicht? Aber ey, das ist ein anderer Flieger. Ich find da die Hutze nicht. Ah, hier. Alter, wir klauen dem polnischen Präsidenten Treibstoff. Alter. Du, das ist eine Boeing, ne? Ja. Das ist kein Airbus, deshalb mag ich es nicht. Well, ich bin stolz auf dich. Oh. Gerade hast du dir Freude beim Kamel gemacht. Ja, nee, ich mag das Ding nicht, weil es schon so alt aussieht. Ist schon von der Funktionsweise macht mich das fertig hier. Das ist das neueste Boeing-Modell, aber. Aber das ist das neueste Boeing-Modell? Aus der 737-Reihe, ne? Ja, aber jetzt weiß ich trotzdem, warum ich Airbus mehr mag. Das Ding ist halt, ja gut, es ist aber auch älter, ne, vom Design her. Ja. Ja, man merkt schon. Ah, miau. Ey, Husky, haut nochmal 249 in den Stream, kannst du mich grüßen? Oh, cool. Ey, aber ich bin echt kein Boeing-Fan. Ich mag Boeing überhaupt nicht. Ich finde das sieht immer so altbacken aus. Ja, das ist auch eine der wenigen Maschinen, wenn ich in der Kabine sitze, wirklich schlecht. Mit irgendwem habe ich drüber letztes Mal geredet, dass Boeing da irgendwie was vertuschen wollte damals wegen so einem mit diesem Gerät, was die Nase nach oben hält, irgendwie sowas. Ja, M. Genau, die wollten noch was vertuschen damals, oder? MKS. Genau, die wollten das vertuschen, oder? Dass das überhaupt gibt, damit sie es nicht lernen müssen. Ja. Nee, weißt du warum? Nee. Weil, komm mal mit, ich kann dir das direkt zeigen. Ja, bitte zeig mir das, ich will das wissen. Das Ding ist, das sind die gleichen Triebwerke wie unter 320. Okay, die wir eben hatten. Genau. So, aber wenn du jetzt mal auf Google eingibst 737-800, dann wirst du sehen, dass die Triebwerke unten so eine... abgeflacht sind. Abgeflacht. Ja. Und das, weil... das sind aber die gleichen Triebwerke wie beim Classic 320. Mhm. Und jetzt mit der neuesten Generation, Boeing musste nachziehen, weil die Triebwerke nicht so effizient waren wie beim Airbus, mussten sie dieselben Triebwerke nehmen, aber die haben nicht unter den Flügel gepasst. Das heißt, und wenn du dir jetzt hier mal die Triebwerksaufhängung anguckst, guck dir das mal an, das Triebwerk hängt nicht unterm Flügel. Die Gewichtsverlagerung passt nicht mehr, ne? Nein, das Triebwerk hat nicht unter den Flügel gepasst. Und wenn du dir jetzt die Triebwerksaufhängung anguckst, das Triebwerk hängt nicht unterm Flügel, sondern vor dem Flügel. Ja. So, und das macht das Flugzeug halt sehr nasenlastig. So, also dadurch instabil. Und dadurch mussten die halt eine Software entwickeln, dadurch, dass alle Piloten, die eine 737-Lizenz haben, dass das auch weiterhin so ist. Musste sich das Flugzeug genauso fliegen wie die 737 Classic und NG. So, und das ging aber nur, wenn die Software da ein bisschen beim Strömungsabriss gegenkorrigiert. Weißt du? Das heißt, das Ding kann ja nur fliegen durch die Software. Wenn die Software ausfallen oder irgendein Problem geben, dann fliegt das Ding falsch. Das kann man auch nicht so sagen. Es geht eher darum, MKS ist dazu entwickelt, das Notsystem zu übernehmen, wenn im Falle eines Strömungsabrisses. Okay, aber das Thema ist jetzt aber, die wollten was vertuschen. Also so hast du gehört letztes Mal, wo wir drüber geredet haben. Ich habe mit irgendwem, ich weiß nicht mehr, mit wem ich drüber geredet habe, oder irgendwie habe ich drüber geredet. Warum wollten die das damals vertuschen, dass das Ding so funktioniert? Ach, warum war das denn so? Da gab es auch nochmal irgendwas, dass es auch also kostenpflichtig ist, nicht in der Grundausstattung mit drin. Mhm. Ich kann dir da mal einen Link zu einer YouTube-Reportage schicken. Okay. Aber auf jeden Fall hat da Boeing irgendwo reingeschissen, kann man sagen. Ja, Boeing okay, also Boeing hat reingeschissen. Allein aus diesem Grund bin ich ein Airbus-Fan. Boeing hat mies auch mit dem Vertrauen der Zulassungsbehörden. Genau, das ist es ja. Das Vertrauen fehlt. Deshalb, ich würde viel lieber in Airbus fliegen, fühle mich sicherer als in einer Boeing. Ja, aber das kann man auch nicht so sagen. Ich meine, mittlerweile ist die 737, die hat hier irgendwie 4 oder 5 Jahre Abhebeverbot gehabt in eigentlich weltweit ja. Hatte die Startverbot und dann haben sie die so geprüft, also mittlerweile ist die 737 das beste überprüfteste Flugzeug, würde ich sagen. Ja, aber es geht ja trotzdem darum, dass der Konzern herkommt und sagt, hier, wir kacken auf Sicherheit, so weißt du, das ist das Ding. Es wird auf jeden Fall spätestens dann ein Nachspiel haben, gut, die ganzen Schadenersatzklagen, die haben Boeing schon fast arm gemacht.
Aber was halt von Interesse ist, wenn jetzt irgendwann die 797 kommt, das neue Flugzeug, wie da die Zertifizierung ist. Also kommt ein neues Ding. Ich glaube, Boeing arbeitet mittlerweile schon an der 797. Okay. Aber Boeing ist ja US-Unternehmen und Airbus ist, glaube ich, Frankreich. Jo. Genau, oder ja. Ich weiß gar nicht, ist Airbus rein französisch oder ist das europäisches Joint Venture? Mir kommt vor Frankreich. Airbus. Ja, die haben ja Werke in Deutschland, Frankreich, Spanien und England. Aber da sieht man wieder, wie bei meinem US-Unternehmen der Kapitalismus reinkickt, Jungs. Da wird erstmal auf den Sicherheit geschissen. Netflix-Doku gibt's auch von der 737. Die kann ich dir auch sehr empfehlen. Sehr schön. Aber siehst du, ich habe so ein bisschen schon mehr als allgemein Wissen über Flugzeuge. Ja. Ein bisschen was angeeignet, obwohl ich das, also ich habe mit Flugzeugalter wirklich eigentlich viel am Hut, ne? Also wirklich wenig. Ne, Airbus ist ein EU-Ding, schreibt er im Chat. Okay. Können wir auch ein Unternehmen aufmachen? Wir nennen es einfach Katrin Flieger GmbH und bauen Katrin Flieger. Und mit einem großen K drauf für Katrin. Doch, geil. Müssen wir irgendwas herholen? Also den Tanker brauchen wir jetzt nicht, gell? Ich hab mir noch nicht die Aufgaben angeguckt, tatsächlich. GPU ist verbunden, signalisiert es für den Hilfstrieb. Hast du gemacht? Genau, verbinde mit Standplatz Nummer 7. Das kann ich gleich mal machen. Oder hast du es nicht schon gemacht, fast? Nee. Ja. So, jetzt ab zur Ukraine-Maschine. Pushback. Oh, so. Wir können jetzt Pushback machen? Ja, so, jetzt, rein da, Will. Und du drückst das Pushback-Ding jetzt zu Tode. So. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Zur Ukraine-Maschine. Startplatz 4. So, ja, und jetzt. Hä, warum bist du dort? Bist du hin, TP? Das ist der Sound of a Spende. Zur Ukraine-Maschine. Ja, aber wie teleportierst du dich? Tablet. Tablet? Und dann gehe ich zu Kiew? Ja, genau. Ja, aber wie TP ich mich dorthin? Ich weiß nicht. Du drückst auf den Pushbacker. Ich drück da drauf, es macht nichts. Achso, ich muss auf die Karte gehen, meinst du, ne? Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Weißt du was? Ich tu mir den Aufwand an und fahre einfach ganz realistisch gemäß hin und pushback den jetzt. Wie viel Zeit wir für diesen Pushbacker da gebraucht haben, ne? Nur so zur Info, das ist also. Was wir da Zeit rein investiert haben und jetzt draufgekommen sind. So, ich bin da bei der Ukraine-Maschine. Dann push den mal rein. Ich glaube, du musst den gar nicht rein. Aber egal, wir machen es einfach so. Ui, der Advisor ist hier. Ey, kannst du mir sagen, warum der damit verbunden ist? Mit einem Kabel? Der Pilot nimmt jetzt welche Kontakt mit dem Piloten auf und er sagt, warte, welchen Namen ich kann. Müssen wir sagen, das funktioniert nicht digital über einen Funk oder so? Nein. Wo sind die denn geblieben, welchem Jahr? Ja. Ich habe ja bei Lufthansa auch immer ein bisschen zurück gemacht. Ich habe immer das Bluetooth-Headset genommen. Stück zurück. Kleines Stück noch. Ja, ein bisschen nach vor. Stück zurück. Oh, warte. Da, siehst du so. Wir waren jetzt fast sind wir verbunden. Nee, sind wir nicht. Wir sind verbunden. Wir waren verbunden. Finger weg. Ah, nein, nicht Finger weg. War das richtig? Nein, ja, nicht hochpumpen. Loslassen. Warum nicht hochpumpen? Wir müssen pumpen. Nein, wir müssen jetzt ablassen. So, Huelle. Jetzt ist er verbunden, oder? Oh, er war verbunden. Nein. Oh, es war doch alles gut. Hör, warst du doch verbunden. Nein, Huelle. Weil wir machen ja, das nochmal, warte. Warte, ich muss rufen. Ja. Ich hab's erst zu spät gemerkt, das ist schon verbunden, weil ich dachte, so, es sieht nicht so aus, weißt du? Jetzt sind wir verbunden. So, warte, ich muss da noch mit rein. Ja. Bist du drin? Du drückst, ich sag dir, soll wie drück ich denn das Ding jetzt überhaupt? Ja, das, ich werde jetzt nichts sagen, ich werde jetzt diese Show einfach genießen. Okay, ist das lustig. Ich push das erste Mal. Leute, könnt ihr bitte meinen Kanal ein bisschen pushen? Bitte ein Abo da lassen. Bitte dann ein bisschen pushen, ein bisschen liken und so. Genau, Leute.
alle jetzt in meinem Stream zu Hürdel gehen, ein Abo da lassen. Ich glaube, ihr macht das richtig, oder? Ja. Genau, und jetzt einschlagen. Die Nase muss jetzt gleich an der rechten, in Richtung rechte Seite zeigen. Genau so. Ja, ja, ich mach das richtig. Ja, das sieht gar nicht mal scheiße aus. Also, ich muss hier so ein bisschen rein. So. Na, und dann da ein bisschen. Naturtalent. Alter, Jamil, gönnst du dir halt echt den ganzen Stream? Fühle mich geehrt. Ey, aber das ist doch Naturtalent hier, oder? Jetzt noch mal ein bisschen zurück. Also verdammte Scheiße, also mein erster Pushback sah beschissen aus. Also Hürdel, ich ziehe meinen Hut vor dir. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Und wenn du zufrieden bist, lässt du den einfach, dann darfst du dich ein paar Sekunden nicht bewegen. Dann bestätigt er das. Alter, wie hast du den denn jetzt nochmal so rumbekommen? Was? Ja, ich bin halt, bitte, perfekt. Was? Perfekt, Alter, das musst du nur abdingsen, ne? Schau dir das an. Ich bin Naturtalent im sowas mal. Weißt du, du sagst, du schaust jetzt die Show an, Alter. Ich bin im First Try gar nicht viel hin und her. Da guckst du, Marius, ne? Da guckst du. Ja, das hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Also, da könnt ihr gerne mal einen Leitungsvogel da lassen. Ja. So und nicht anders, meine Damen und Herren. Cringe-Tiger und Indie-Tiger. Gut, wann kommt 3.0, wann GTA und wann Candle Face liegt? Einfach dieses Deutsch war auch schon komplett falsch, aber ja. Auf alle drei Antworten einfach ein großes Ja. Die Klappe vorne ist dafür, um Kommunikation zu halten. Danke, das weiß ich jetzt dank Marius auch schon davor. Ja, aber vielen Dank nochmal für 5,21 Euro. Ramos rasiert alles, ist auch schon wieder am Start. Schön, dass ich auch wieder sehen kann. Endlich ist er wieder rasiert. Ey, sag mal, wann können wir das Ding hier wegfahren? Der Typ hat das doch schon disconnected. Ich weiß es nicht. Ja, wir können doch schon. Hat er, ja. Ja, aber nehme ich mit. Achso, ja, nee. Du darfst schon schön zu Fuß gehen. Scheiße. Bist du schon drin? Ist er schon drin? Ich merk's noch nichts. So, jetzt. Ich bin schon fertig. Okay, warte, das Ding startet jetzt durch, oder? Alter, wir haben es geschafft. Alter, jetzt war Hurl im Fliegerheim. Weißt du, Ukraine auch zwei Stunden auf uns gewartet. Ey, was machst du denn jetzt? Ist das jetzt richtig? Nee. Doch. Was ist mit der deutschen? Alter. Was ist mit der deutschen Luftwaffe? Ja, also die. Wahrscheinlich müssen wir jetzt weiter die polnische machen. Also das geht sich halt genau aus. Wir brauchen ungefähr so eine halbe Stunde, dann ist das durch und dann würde ich sagen, das ist durch, oder? Ja. Also wir haben nur zurück zu dem Ding hier. Genau, weil die polnische Maschine, die ist gleich schon durch. Dann müssen wir nur noch die nach Osten machen, dann ist Szenario fertig. Geil. Alter, und ich habe mir Gedanken gemacht, dass das arschlangweilig wird und wie zeitlich. Alter, nee, das ist funny. Das ist richtig funny, das hier zu machen. Also im Multiplayer, denke ich mir, ist eh mal alles lustiger. Was wir heute schon alles hinbekommen haben, das gibt ein paar TikTok-Ausschnitte, sag ich dir. Oh ja. EP, wenn du noch da bist. So, TikTok-Admin. Wie machen wir das jetzt? Ich fahre die Treppe weg und dann müssen wir mal gucken, was noch für Aufgaben sind. Ach so, aber nicht mehr viele. Ankommende Maschinen sind easy, wenn die noch kein Gepäck haben. Ja, das ist jetzt die aus... Wir haben noch eine aus Oslo, ne? Ja, ja, das sage ich ja. Ich meine, wenn die gleich angehen, oder wenn die jetzt gleich fertig ist, die polnische, können wir die deutsche zurückdrücken, dann die offene. Wir müssen das Gepäck rausholen. Aber das ist kein Gepäck. Oh. Dann lade das Gepäck aus, schließe die Frachttür, trenne das GPU, mehr ist das nicht mehr. Ja, jetzt kommt das Gepäck auf. Achso, das spawnt da drin, ist, halt, ah, ist das assi. Ja, das ist halt übel, du musst halt übel auf die Reihenfolge achten. Okay. Nee, ich bin schon dabei, das Gepäck rauszuholen. Das ist nicht so viel Arbeit, dass nur ein paar Stücke Gepäck drin. Ah, nee, ich hab die Klappe zugemacht. Boah, ist das eine blöde Maschine. Aber ey, es ist einfacher aufzumachen. Es ist einfacher, diese... Nee, ich komme da echt nicht rein ohne Gepäckdings, ne? Ich komme hier wirklich... Ey, Bruder, ich komme hier wirklich... Wir brauchen so ein Gepäcks-Dings. Ja. Boah, ist das also sehr gut. Dann machen wir das schnell. Ja. Ich komme. Eins Loch. Sorry. Was? Oh. Ja, ja. Sind wir drin. So, das Ding ist gedehnt. So.
Ja, einfach mir geben, ich benutze das Förderband gar nicht. Ja, dann kann ich es auch direkt da runterschmeißen. Eigentlich schon. Ist hinten alles weg? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja, okay. So, ins nächste Loch. Vorne ist auch alles weg. Einmal ins vordere Loch und einmal ins hintere Loch. Also jetzt kommen wir ins vordere. So. Tut mir leid, polnischer Präsident rappelt und rumpelt ein bisschen bei uns. Der ist doch schon ausgestiegen. Ach so, ach ja, stimmt, da war es ja. So, ein bisschen so nieder. Weißt du, wir machen es auf die schwierige Art und Weise. Wir machen es auf die andere Art. Auf die Cringe-Tiger-Art und Weise, hau mal her. Ach, haben wir alles? Ja. Weißt du, was ich uns auch sehen würde? Beim Atomkraftwerk-Simulator würde ich uns auch sehen. Oh ja, der kommt auch bald. Den hab ich mal auf Twitch gespielt, das war echt lustig. Ich habe das Ding zweimal in die Luft bekommen. Das gibt's auch als abgespeckte Handy-Version, ne? Zog ich immer krass. Kacken. Okay. So, jetzt müssen wir noch was machen. Ladegepäck aus, nehmen Sie Ihr Gepäck aus der hinteren Ladekammer, da fehlt noch was. Minus 1. Hintere Ladekammer. Warte, gibt es noch ganz hinten eine Ladekammer? Nein. Da muss aber hinten noch was drinstecken. Och nee, sag nicht, da geht's doch rein. Nee, eigentlich nicht. Aber da steht hintere Ladekammer. Oh ja, hier ist einer aus dem Gepäckwagen gefallen. Oh. Achso, gut, haben wir das auch. Dann. Nee. Bei mir macht das ganz komische Dinge, das Ding. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir damit fahren sollten. Also tun wir es einfach mal umlagern ins andere, ne? Ja. Ich glaube, mit dem fahren wir nicht mehr. So. Gut, dann machen wir das hier mal zu. Wie machst du das mal zu? Warum steht denn da immer noch minus 1 F an der... Ah, F. Jetzt. Okay. F an der was? Warum steht da immer noch minus 1, Digga? Ich kann's dir nicht sagen, warum. Der ist leer. Was ist denn das da hinten? Ist das so ein Frachtraum noch um Zweier? Nee. Da... Du, sonst haben wir halt einen zu wenig, das passt schon. Machen wir das hier zu? Weil ich weiß nicht wie. Was denn? Ist doch zu. Kriegt man das zu hier? Die Plane. Die Plane, meine ich. Ja, die Plane habe ich nicht dabei. Ach so, die muss man dabei. Ach so. Ja. Das wusste ich nicht. Okay. Gut, dann bringen wir das noch schnell weg. Ich weiß zwar nicht wohin, aber wird schon passen. Genau da, wo wir eben waren. Ja, das Problem ist, ich hab nichts zum Fahren dabei. Wir sind super vorbereitet, wieder mal. Ah, da hinten ist er. Ich hole was zum Fahren. Julian, servus. Gut, dass der Gepäck, gut, dass der Präsident schon ausgestiegen ist. Alter, der wird sich denken, was sind denn das für... Och nee, das ist ein Fake-Auto, der fährt gar nicht. Och nö. Ah, da ist einer. Ich fahre mit dem Ding, wo der Blinker nur immer an ist und wo ich nur immer nicht weiß, wie ich den ausbekomme. Passt schon. Es passt schon so. Ich bin unterwegs zu dir nach Haus. Heute zeige ich dir alles, wie es funktioniert. Wieder deppert hier durch die Wohnung. Verbinden? Oh ne, ich habe schon verbunden. So, jetzt aber. Ja. Willst du mitfahren? Ja. Nächsten nicht, aber ich glaube nicht, dass ich so. Ich krieg echt diesen Drecksblinker nicht aus. Hast du es mal über das Q-Menü versucht? Ah, jetzt. Endlich. Ist aus. Alter. Es ist schon den ganzen Tag so, wenn wir die Headphones aufsetzen. Den ganzen Tag krieg ich die Dinger schon nicht aus. Well, wusstest du, dass es ein Q-Menü gibt? Ein Fahren? Ja. Okay. Ja, das ist das. Müssen wir nicht nach links? Nee, das ist auch rechts, oder? Nein, wir sind wieder andere Richtung, genau.
Wie? Links. Links? Links. Okay. Ja. Ach, da vorne ist das, sorry. Ja! Hab mich vertan. Hast du dich verhurdelt? Ich hab mich verhurdelt. Das heißt eigentlich, dieses 1115 ist die Punkte, die wir sammeln können? Ja. Ach so. Nee, das sind unsere aktuellen Punkte sogar. Okay. Muss ich hier reinfahren? Ja, ne? Oder ist es rechts? Rechts? Ist das hier? Links, links. Links, ja, wir müssen einmal unter Terminal durch. Ach so. Ah, ich kenne mich nicht aus. Noch nicht. Du träumst heute noch davon. Einmal unter dem Terminal durch und dann hier rechts jetzt, ne? Hier. So genau. Ja. Ich hab's genau spiegelverkehrt im Kopf gehabt, keine Ahnung warum. Und dann sind die, wo wir das Gepäck reinschmeißen, rechts. Also rechts, ne, da wo der Wagen steht. Mein Gott, wer hat den da so hingehurdelt, Alter? Also die sollte man echt feuern. Oder ist das richtig hier, ja, ne? Ja, so, dann können wir uns ein Gepäck mal aussuchen, dann machen wir schmeißen wir die ganze Kacke rein. Ich meine, wir haben zwar einen, der fehlt, aber... Noch. Ich finde das schön, dass man ganz originalgetreu die Sachen schmeißen kann, das freut mich wirklich sehr. Ja. Also haben sie wirklich ein Augenmerk drauf gelegt, diesen Beruf so schlecht wie möglich darzustellen. Und hier liegt die Plane und dann drückst du hier oben F und zack ist die Plane dran. Ach cool. Ich fahr da mal eine Runde mit, ne? Ja, mach das, kannst du allein machen. Okay, aber das fährt halt ins Nichts, ne? Nehmen sie das Gepäck aus dem hinteren Laderaum, ja scheiße. Ey, ich hab eine Dings bekommen. Unloading. Ich hab heute was richtig krasses geunloadet, so rein da. So. Was fehlt denn jetzt noch? Trenne das GPU müssen wir noch machen. Ehrlich. Steigst du ein? Achso, ja, du nutzt ja das TP nicht. So. Achso, nee, ich fahr rüber. Oder, nee, wie mache ich das TP? Du klickst einfach auf ein Fahrzeug. Einfach aufs Fahrzeug klicken und dann komme ich dort an. Verstehe. Ja, so, und jetzt müssen wir die Oslo-Maschine fertig machen. Teleport nie verfügbar, Alter. Was ist das für eine Kacke? Warum? Achso, weil ich im Fahrzeug sitze, das könnte sein, warum. So. Wir müssen jetzt. Hast du die 2D oder die 3D-Map? Ich hab die 3D. Okay, ich auch. So, jetzt bin ich da, aber ich bin beim. Ey, ich kann die Pull backpushen. Ja? Ja, aus die Berlin? Tun gerade vorbereiten. Ja! Kuss! Ja, ich wollte gerade sagen, da ist jemand in die Lobby reingejoint, weil ich habe gesehen, schon fertig. Apply. So. Jo, ist verbunden. Nee, ist nicht. Warte, ich verbinde nochmal. So, wieder zurück nach hinten. Jetzt ist verbunden. Jo. Passt. Willst du mal machen? Ja. Und dann zeigen, wie gut du das kannst? Ja, komm. Dann schaue ich mir mal die Show an hier drin. Ich bin nervös, weil so viele Leute zuschauen. Natürlich. Du bist nervös, dass du abkackst, im Gegensatz zu dem ersten Mal Pushback. Also nie gemacht in meinem Leben. Ich glaube, der Einschlag war etwas zu doll, ne? Ja. Ich sag mal, bei uns beiden wäre das unter dem Arsch. Also ich habe schon gesehen, dass das komplett ins Falsche geht, was du da machst. Ich schau mir das mal von außen an, das ist lustiger. Kann ich kurz aussteigen? Kannst du kurz anhalten? Dankeschön, dann schau ich mir das mal von außen an, das Spektakel. Komm, Marius, los geht die Luzi. Ist das schön. Ich hasse Flugzeuge. Der Profi. Na komm. Das weder im Real Life noch hier im Spiel gerne mache. Miau, halt die Fresse draußen, ich muss konzentrieren. Ey, Katz ist dran schuld, dass du nicht einparken kannst. Ja, natürlich. Ey, da sitzt halt wirklich zwei Leute oben drin, ne? Sehe ich gerade. Alter, hör doch auf, mir mal gegen Pushbacker zu treten! Sorry, ich möchte nur drauf irgendwie. Ich möchte mir die Sachen von innen angucken. Ja, ich muss mir. Die Luftwaffel. Neun Stück. Ah, jetzt hast du es aber bald. Jetzt musst du einlenken ein bisschen.
Ja, machst du gut. Machst du richtig gut. Jetzt auch nach vorne fahren und dann nach hinten ziehen. Ein bisschen einlenken. Alter, hab bis jetzt bald. Noch ein bisschen ziehen hier. Hinten steht's noch raus. Ja, ein bisschen quergestellt, aber schon okay. Ich sehe es also okay an. Ah, ist das schön. Marius hat es dazu mit einparken. BMW packe ich auch immer so ein. Was ist? Mein BMW packe ich auch immer so ein. Okay, genau so? Okay, schön. Ja. So, fahren wir mal rüber zum, letzte Maschine. Ja, zur letzten, also, ja, letzte Maschine. Da darf vielleicht was essen gehen. Jo. So, 14 ist hier. Wir haben aber noch nicht den Dings weggebracht, glaube ich, gell? Den... Was? Jetzt hat er's. Haben wir den polnischen Flieger schon weggebracht? Ja, der ist fertig. Okay. So, was haben wir jetzt? Oh, eine Norwegian! Auch 737, wo ist das Lieblingsflugzeug? Oh nein. Wo ist die? Auf Position 14. Okay, Position 14. Ah, hier ist die 14. Apply und hintippen. Bin ich richtig hier? Ja. Dann hol ich mal, warte, was braucht die? Die wird nur entladen, gell? Boah, Kuss, Ehre. Oder wird die beladen? Ich hab noch nicht nachgeguckt. Warte auf Servicebeginn, Verbindung des GPU, Verbindung Fluggastbrücke. Nee, lade da die Passagiere ein, die muss betankt werden und alles. Das ist der Sound of Ishmi. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriege. Speichern die Punkte automatisch? Nein. Das heißt, wir müssen die Mission fertig spielen. Ja. Okay, dann kriegen wir das auch noch hin. Auf die Schnelle kriegen wir das hin. Aber schnell ist nicht gut. Doch, schnell ist immer gut. Also pege ich mich schnell zu so einem. Alter, der Servicebeginn sollte um 17.49 Uhr starten. Wir haben es 19.22. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, unser Problem. Alles richtig gemacht. Ich hole mal so einen Tanker da hinten. Ist ja ganz weit weg, .de. Mike Abholz, servus, herzlich willkommen. Oh nee, wie komme ich denn da wieder zu dir? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. 14. Ah, ich kann mir das ja markieren auf der Karte, ne, wo das ist. Ja. Okay, die 14 ist... Ja. Nee, warte, ich fahre hier rechts. Ich muss hier rechts fahren und einfach am Terminal vorbei. Ja gut, dann kriege ich das hin. Oder auch nicht. Oh mein Gott, ich fahre so einen Schmutz zusammen. Es ist unglaublich. Ist es schon soweit? Ist es schon soweit, ja. Nee, hier. Ah, hier muss ich lang. Gut. Zockerboy, also 7, ich weiß auch damals, wie du als Tesla gespielt hast, ein Tesla-Auto, war sehr lustig. Oh ja, das war's. Tesla, jetzt rechts abfahren, dann links halten. Ah ja. Das war noch Zeiten. Over the Fox, Jungs. Ich fand's krass, dass sehr viele Leute nach dem Trailer erst dann gecheckt haben, dass Over the Fox wieder da ist. Was? Ja, ja, sehr viele haben nicht gecheckt, dass Officer Fox schon übelst lang da ist. So ein Projekt, so weißt du? Ey. Dass ich auch so, es gibt so viele Losties da draußen, die es so immer nicht gerallt haben, dass Officer Fox mittlerweile seit einem halben Jahr wieder auf dem Server ist. So ungefähr, kann man sagen, schon oder? Ein halbes Jahr? Ja, halt schon eigentlich, ja, oder? Oder, ja, ich glaube nicht auf dem Server, seit einem halben Jahr haben wir halt wieder Kontakt, glaube ich. Oder sogar vielleicht noch länger. So, was braucht er? Betrieb. Verbindungsstunden zu über 40.
Die Brücke soll mal verbinden. Machst du das oder soll ich das machen? Ah, bist du eh schon fast fertig. Dann kommt, glaube ich, eh schon der Tanker. Glaub ich. Fahre das Kabinendach ein, bewege der Flugbrücke, trenne die GPU. Ach warte, der wird gar nicht betankt, sehe ich gerade. Der hat genug Tank drin. Na gut dann. Überprüfe das Flugzeug, warte auf die Pushback-Freigabe, schiebe das Flugzeug vom Standposten zurück. Ja gut, dann müssen wir den ja gar nicht betanken. Lade die Passagiere ein. Ach, schade. Ah. Warum schade? Komm mal her. Ja, warte. Was ist denn? Also die Passagiere spawnen da im Knick. Ich finde das halt cool, wenn die hier direkt aus dem Terminal kommen. Guck mal, wo die Passagiere her spawnen. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Wie, weißt du... Ja, aber so, ist, sowas... Nee, weißt du was? Übel. Du denkst nicht so weit. Schau mal, das hier, siehst du die Röhre da unten? Ja. Das ist eine Wasserrutsche, die geht nach oben und dann kommen die da raus. Ah! Ja, also, die werden hochgepumpt. Super Mario, sagst du. Genau, sowas in etwa. Ey, was ist denn jetzt passiert? Das ist so ein NPC-Generator. Es hat wortwörtlich einen NPC-Generator, der da drin schlummert. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, Was ist denn passiert, Bruder? OBS meinte meine Screen-Ende, Szene einzublenden. Also ja, passiert, ne? OBS hat gar keinen Bock mehr gehabt. Gut, dann mach ich den Tank aber weg. Weißt du, ich hab den ganzen Tanker hergebracht. Mit voller Überzeugung, dass wir den noch brauchen heute. Für nichts zu brauchen, das Ding. Ich wollte gerade sagen, ey. Würdest du dir jetzt nochmal antun, eine neue Flugzeugbetankung zu lernen? Nein. Alles, was wir jetzt schon gemacht haben. Aber ich schaue jetzt aber wirklich nach, solange wir hier ein... Also sind schon fertig, gell? Kannst du wieder einfahren, das Teil? Ja? Ich glaube, die Betankung hier ist ziemlich gleich wieder am Flügel, oder? Ja, aber das Bett ist nicht anders. Ja, aber es kann auch anders aussehen. Ich krieg das doch hin. Ja. Das erfahrt ihr im nächsten Stream. Die Warning stand clear. Aber was wir heute an Informationen mitnehmen durften hier. Ja, ich hab. Ich hab selten im Stream so viel geredet. Ja, weil du dich auskennst hier, ne? Du kannst hier nicht stehen. So, wir haben jetzt noch. Entferne die Hütchen und trenne die GPU. Soll ich die trennen? Du musst dir noch sagen, du schaltest das Hilfslied besser. Okay, mach ich jetzt. Habe ich gemacht? Ich weiß nicht, ob er es jetzt gemacht hat, ne? Alter Will, kannst du mir mal sagen, wo ich in meinem Reifen stehe? Wo ich da hin muss? Ich sehe das nicht. Ich sehe den Kreis nicht. Ich glaube, du hast es schon geschafft. Sobald du einmal durch den Kreisel fährst, hast du es geschafft. Ah, ist die Aufgabe entfernt? Mal gucken. Trenne die GPU. Nee, steht 42, 43, 44%. Nein, die Flughafenbrücke. Hä, was? Achso, ja, die ist fertig, sorry. No. Der ist gerade auf 60% und dann kommen wir dir das Trenne die GPU. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wir müssen noch warten, bis sie fertig ist. Ja. Ey, was ich hier alles heute lerne über Flieger, das ist unglaublich. Dieses Spiel macht mich geil. Ja. Na wirklich, das ist wirklich geil. So 96, 97%, 99, 100, wir können trennen. Aufgepasst, ich trenne die GPU. So, dann machen wir das Ding aus, Notschalter, zack in die Boom und fahren weg die Kiste. Aber ganz schnell gemacht, das Ding. Ja, habe ich die GPU nicht mitgenommen? Pff, also, warte mal, ich war ja gar nicht dran. Hä? Ach so, ja, ich mach die GPU immer ab, weil wenn du die GPU noch dran lässt, kannst du das Vorder-, ist nicht genug Platz für das Förderband, weißt du? Deswegen mach ich ja, das ja, immer ja, ab. Ja, natürlich. Ich würde ja gerne verbinden, aber es geht nicht. Och nö, jetzt. Was? Na, nichts. Dieses Verbinden, ja, Alter. Jetzt aber.
Also hättest du aufgehört, uns zu rauchen. Ha! Alter, wenn... So, das Ding ist weg. Du hast die Hütchen weggemacht, wie ich sehe. Natürlich. Räume den Bereich von Fahrzeugen und Hütchen, da ist noch was. Ja, ja, ah, da ist noch ein Hütchen. Guck mal. Was denn? Ja, das ist doch nicht das Problem, was hier steht. Nein, ich habe nichts gesagt, das ist das nächste Geld schon. Alles gut. Ja, ja, siehst du? Das, also, Marius, du musst echt dazulernen, wie man Hütchen wegmacht. Ja. Ah. Marius, der Hütchenkönig. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß. Ich bin auch stolz auf dich, Marius. Danke an Mr. Miracle fürs Verschenken einer Mitgliedschaft. Ui, Miracoli. Miracoli. Und danke an Cringe Tiger und Lili Tiger nochmal fürs Donaten vorhin, ne? Und Lemon Tree ist auch wieder dabei. Hallo Xim, bin auch mal wieder da. Kannst du. Ich kenne dich noch natürlich. Also werde ich aber auch weiter so, werde natürlich alle Streams nachschauen. Da wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Sehr viel Content zum Nachgucken. Oh ja. Wenn du alles nachgucken möchtest. Sehr, sehr viel Content. Aber. Was? Nicht gehört, ne? Ich glaube, das haben wir auch durchgecheckt. Dann müssen wir nur noch die Checkfreigabe geben. Ich glaube, das passt. Holst du den Bison? Also ich den Bison holen? Ja, hol du den Bison. Ich gebe diese Checkfreigabe. Zeitcheck bestanden, Bre. Alles gut. Dann brauchen wir. Schiebe das Flugzeug von Standplatz 14 zurück. Ja, die Jungs kommen schon, wir können zurückschieben. Das heißt, wir müssen immer warten, bis diese Jungs kommen und erst dann können wir zurückschieben. Ja, die Jungs, die Jungs. Die Jungs. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir es gespielt, weil dann gehe ich was Geiles essen. Ja, und ich gehe geil ins Bett, weil morgen 5.30 Uhr aufstehen. Das ist natürlich schön. Für mich heißt es dann heute RLO weiterarbeiten, Bugs fixen. Ich habe noch ein paar Sachen gefunden. Ja. Und ja, wenn du zum Beispiel stirbst und einen Fallschirm anhast, kannst du einen Fallschirm nicht benutzen. Sehr lustig. Was? Was ist das nochmal? Also wenn du einmal abreckst mit einem Fallschirm, also du, schau mal, du hast einen Fallschirm. Ja. Du benutzt den Fallschirm und reckst ab mit dem Fallschirm, dann kannst du ihn nicht mehr benutzen. Ja. So eine Kleinigkeit halt nur. Okay. Weißt du, was ich meine so? So diese Kleinigkeit. Und natürlich nach dem Stream jetzt doch den Flughafen-Skript einbauen. Würde ich wirklich gerne, aber ich weiß halt nicht, warte mal, dann kurz gucken, inwiefern das... Warte, fahr weiter. Ja, jo. Warte. Ist connected. Du musst die Stange runterlassen, ne? Ach so, ne. Aber, ja, oder? Es war zu viel. Weiter. Jetzt ist. Willst du noch mal? Schieben? Ja, ich mach. Ich mach gerne. Ich zeig dir nochmal, wie gut ich das kann. Ja, so jetzt, liebe Leute, jetzt geht der Typ dran geschissen. Ich hab nur drauf gewartet. So ist er von Bekannt. Ich kann anschalten. Ich will mich der absolute Profi in ein Flugzeug zurückschieben. Weil ich es halt heute. Dank dir. Ja. Weil ich auch dir so gute Sachen gezeigt hab beim Zurückschieben. Ja, klar. So, und der Typ, der links mit dem Headset läuft, das habe ich immer gemacht. Das habe ich auch echt gerne gemacht. Da gibt's ja ein Foto von dir, ne? Ja, genau. Ja. Ey, das Video davon, es gibt ja ein Video davon, da habe ich nämlich mein Handy mir in meine Warnweste gesteckt und das alles aus First Person gefilmt. Habe ich in meinem Beta-Screen gezeigt. Darf man das filmen am Flughafen? Traut so. Gut, okay. Nochmal, ja, also dürft euch gerne bei der Lufthansa beschweren gehen. Ja. War Lufthansa, oder? Ja. Ja. Ja, ist jetzt nicht so, das war, wenn ich das reinkriege. Nee, kriege ich ja, nicht. Ja, siehst du? Nee, krieg ich rein. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle noch. Noch ist nicht vorbei. Ja, Bugrad ist eh im Arsch. Jamil, da ist Arbeit. Kurt hat uns Arbeit beschert. Guck mal, wie das Buch hat gar nicht mehr mitlenkt. Wir haben dieses Spiel so gebrochen. Ey, was lädt nicht mehr mit? Bei mir lenkt das Buchrad gar nicht mehr mit. Okay. Gibt's den Stream noch? Ja, das ist der Beta-Stream. Und ja.
war das? Vor 3-4 Wochen? Da war das Spiel nur in der Beta. Vor 3-4 Wochen, krass. Nee, warte mal, der Beta-Spiel ist schon länger her. Da kam ich gerade aus England. Alter, nutzt du die YouTube Studio App eigentlich? Auf iPhone? Ja. Ja. Sag mal, kann das, ist die bei dir auch so absoluter Muck? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Alter, die ist ja so Muck. Vor einem Monat, genau. Ey, aber ich habe trotzdem gut eingepackt. Jetzt schau mal, es ist relativ stable genau. Da. Kannst du nix sagen. Coolio, ich hieß damals Pontre Gamer, aber meine Mutter hat sich nicht gemeldet. Was mit anderen bei seinen alten Autos. Grüße und nochmal schönen Abend. Wünsche ich dir ebenfalls. Aber anders Autos, wie das war, okay. Oh, ja, 2020, wie lange das einfach her sein muss. Drei Jahre, Bruder. So, dann würde ich sagen, wir das erfolgreich heute abgeschlossen, oder? Hat er die Aufgabe schon bestätigt? Was bestätigt? Noch nicht. Entfernen Sie Flugzeuge aus dem Bereich. Achso, ja, wir müssen jetzt gleich noch zurückfahren, dann haben wir fast volle Flugzeit. Aber es ist erfolgreich abgeschlossen, das ganze Zeug hier. Ja, so, kannst wegfahren. Ja, Lädels, wir sind sehr stolz darauf, heute mal alles richtig gemacht zu haben, wie man sieht. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vielleicht spielen wir den Simulator nochmal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like, da würde mich sehr freuen. Und oh ja. Schaut bei Marius vorbei für sehr viel Content. Leute, da kommt wieder was. Ja. Hat zwar nichts davon gehört, aber wird schon wieder kommen. Alter, ich schwör's dir, es kommen demnächst zu geile Simulatoren raus, ne? Ja, du Alter, Whittle, weißt du, was auch ein Simulator für dich wäre? Was denn? Der kommt, glaube ich, drittes Quartal nächstes Jahr, Flugzeugunfallermittler. Ui. Da kannst du Flugzeugunfälle untersuchen. Das ich weiß nicht, hast du Accident gezockt? Aber wir können ins Hauptmenü zurück, ne? Ja, also wir haben es geschafft. Alter, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, Alter. Nee, dreieinhalb. Nee, dreieinhalb Stunden. Nee, zweieinhalb, wir haben jetzt das andere vorhin gezockt. Aber wer Accident habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es angezockt. Okay, das ist ungefähr von demselben. Das ist halt alles okay. Playway, ne? Geil. Aber kannst du die Demo spielen. Die ist zwar übel verbuggt, aber die ist halt übel. Gut, Leute. Wir hauen rein, ihr haut rein, wir alle hauen rein. Vielen Dank für alle, die heute mit am Start waren, die dabei waren. Macht's gut. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.